Und hier Livestream starten drücken. Ja. Oh, jetzt, ey, gar nicht gecheckt. Jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt sind sind wir wir jetzt live, da? oder? Sind Ich wir glaube, jetzt jetzt zu sind wir sehen? live, oder? Sind wir jetzt live? Ich glaube, wir sind live, oder? Jetzt sind wir. Oh, wir sind so dumm, Chat, wir sind richtig dumm. Wir sind richtig dumm. Wir haben euch schon bestimmt 3 Minuten eine Geschichte erzählt und ihr wart gar nicht dabei. Seht ihr uns jetzt? Kurzes Feedback. Ist Bild und Ton gut? Chat, sagt was. Im neuen Fenster öffnen. Wir machen das hier mal auf. Ja, sehr gut. Der Ton ist gut. Oh, sehr gut. Sehr Mach gut. Mal wieder so, dass du das andere Bild hast. Das oh, gut. Perfekt. Jetzt seht ihr uns. Ton ist gut. Perfekt. Oh, ah. Oh, das war, ey, es ist fast komplett in die Hose gegangen gerade. Der professionelle Streamer weiß gar nicht, wie es funktioniert. Ihr wart noch gar nicht. Wir hatten den Stream noch gar nicht startet. Kurzes Feedback brauchen wir jetzt. Was habt ihr die letzten 3 Minuten gesehen? Das richtig, würde mich jetzt interessieren. Richtig, was habt ihr seit 20 Uhr gesehen? Oh, sehr gut. Top. Sehr gut. So, sehr gut. Perfekt. Es läuft, Chat. Es läuft. Ey, ich habe noch nie von hier über YouTube gestreamt, deswegen war das komisch für mich, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ton perfekt, perfekt. Okay, es geht los. Bild und Ton war super. Boah, Junge. Sehr gut. Es läuft super, perfekt. Alle, bis jetzt sind wir im grünen Bereich, kann man sagen, ne? Jetzt sind wir auf jeden Fall im grünen Bereich. Das wollte ich gerade sagen. Für uns ist wichtig. Ja, jetzt sehe ich euch auch. So kenne ich das noch, wenn ich hier meinen Sonntagsmorgen-Stream mache. Ja, was machen wir heute, Micha? Erstmal müssen wir organisatorisch was klären. Ihr denkt euch jetzt, boah, krass, ihr habt eine Perspektive, passt mal auf. Der perspektivische Stream ab jetzt, ne? Wir haben zwei Perspektiven, Chat, passt mal auf. Und dann können wir im Stream natürlich auch flexibel sein. Wir können diesen hier machen, der sogenannte flexible Stream ab jetzt, ne? So, das war's von meiner Seite organisatorisch, ne? Was gibt's heute zu essen, fragt ihr? Nichts. Noch nichts, noch nichts. Noch liegt nichts auf der Platte. Wir waren gerade einkaufen und haben uns echt überlegt, was machen wir eigentlich? Wir hatten gar keinen Plan. Ich hatte zwei Gerichte, habe ich auf dem Schirm. Das sind aber eher so, so Vorspeisen. Ja, Vorspeisen oder für mich auch ganze Menüs, die den ganzen Tag reichen. Ne? Wir haben, glaube ich, 6 Menüs mittlerweile jetzt. Wir sind bei 6 Menüs. Der Einkaufswagen war voll, kann man sagen. Ne? Der Einkaufswagen war voll. Und... ja, wir wollen euch eigentlich gar nicht lange auf den Folter spannen. Ich würde erstmal ganz soft einspannen, also wirklich ganz soft. Jetzt kommt's. Mit dem Strammer Max. Und ich würde gern... soft. soft. Junge, ich kenne das, den Strammer Max haben wir früher so gemacht, da hat meine Mutter mir das gemacht. Helles Brot, gekochten Schinken, Käse, Ei. Ich weiß gar nicht, viele haben das Brot geröstet. Ah, ich weiß nicht, das wird natürlich alles schwierig. Slow-Mo-Chat aktivieren. Boah, wie können wir das aktivieren? Weiß ich nicht, ich drücke mal hier drauf. Kann man das von dir aktivieren? Weißt du, wie man hier Slow-Mo-Chat macht? Das muss man in, nee, nicht in dem, sondern... Boah, ich habe noch nie über YouTube gestreamt. Für mich ist das eine komplett neue... Mach mal Chat wiederherstellen. Und dann kannst du da unten der langsam. Irgendwo war das mit Chat. Boah, kurz organisatorisch hier machen, ne? Timer. Aber brauchen wir Slow-Mo? Nee, brauchen wir nicht, oder kommen wir klar? Der Slow-Mo-Jet ist schon drin. Brauchen wir nicht, ne? Wir kriegen das hin. Nein, du musst ein Slow-Mo-Jet haben. Das meinst du? Ja. Slow-Mo-Jet aktivieren, bitte. Nico, wie kriegen wir das? Wie kann man den, wie aktiviert man auf YouTube den Slow-Mo-Jet? Boah. Auf der bei Twitch könnte ich dir das sofort sagen, ne? Ich weiß, bei mir steht das. Der langsame Chat ist aktiviert, steht dann da. Aber ich finde es okay so. Also mich stört es nicht. Dann wird es halt ein bisschen intensiver mit dem Vorlesen, kann man sagen, ne? Ja, wir machen das so. Wir machen das so. Das kriegen wir hin, Marco. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um den Chat. Ich kümmere mich schon drum. Mach dir keine Sorgen. Du weißt, wie es geht, ne? Genau. Mach dir keine Sorgen. Wir machen das schon, Chat. Das wird schon heute, oder? Das wird. So, heute wird es intensiv. Ja, womit fangen wir an? Wir zeigen erstmal, was wir eingekauft haben, ne? Was hältst du davon? Ich kenne das so, wenn wir einen Strammer Max machen, eine Scheibe. Jetzt mal brauche ich einen Teller. Teller ist vorhanden. Ja, wo? Großer, kleiner Teller? Da wir hier alles in groß kochen, immer groß. So, ich würde jetzt gerne mal von euch wissen, den Strammer Max, ist das roher Schinken oder ist das gekochter Schinken? Ja, da fängt es eigentlich schon an, ne? Ich kenne das zum Beispiel mit gekochten Schinken. Aber ihr könnt euch vorbereiten. Ich bin gut vorbereitet. Aber erste Frage ist natürlich, wie viele von euch kennen überhaupt diesen strammen Max? Ich kenn's nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, am Anfang fand ich's ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch fand ich's am Anfang, ne? Ich bin mal gespannt. Hat Micha nicht Urlaub?
Micha hat Urlaub. Ich bin offiziell im Urlaub, Chat. Offiziell. So, so sieht's aus. Das ist Stufe 1. Ihr legt euch Brot professionell auf den Teller. Stufe 1. Als nächstes. Ich muss mir erstmal hier umgucken, wo ich hab da was. Ah, das Coole ist, man hört uns auch jetzt hier, ne? Shit, was sagt ihr zur LED-Beleuchtung? Sagt ihr, gut beleuchtet, nicht gut beleuchtet? Ich wollte mir auch ein bisschen Farbe hier reinbringen, ne? Salami, Salami statt Schinken schreiben, Leute. Salami? Mhm. Manche sagen roher lieber Salami. Roher Schinken, roher Schinken, Schwarzwälder. Das wird schon funktionieren. Pass auf, wir machen das so, wir haben ja hier eine Scheibe und wir teilen uns ja das, weil ja, wir haben so viele Gerichte. Jetzt bin ich gespannt. Das ist Alarm, Chat, das ist ein Gericht à la Marco, der echte, ne? Ey, stopp, erst Hände waschen. Hab ich gerade gemacht. War das bei der Stream-Chat, habt ihr gesehen, dass Marco gesehen? Sich die Hände gewaschen ja, hat? Das ich glaube nicht. Boah, für mich... Was ist das? Boah, ich glaube, ich habe Kindersicherung angemacht. Warum sieht das so? Das ist keine Kindersicherung, das ist einfach, weil da was drauf liegt. Ja. So, Hände sind sauber. Was möchtest du, lieber gekocht oder lieber rohen Schinken? Ich hätte... Hast du zwei? Ich habe drei. Marco hat ganz Rewe aufgekauft übrigens, ne? Nur so zum Mitschreiben. Eigentlich röstet man das Brot in der Pfanne vor, ne? Können wir machen, Schinken, ist kein gekochter Problem. Schinken, ich kenne gekochten Schinken. Leberwurst? Nein, keine Leberwurst. Weiß egal, wir machen. Ich brauche eine Pfanne, die habe ich hier. Pfanne ist da, warte, zweite Etage. Brauchen wir eine große oder eine kleine Pfanne? Große, ne? Oder kleine? Wir brauchen jetzt erstmal eine kleine. Nee, die mittlere, die war schon besser. Genau, die sieht gut aus. Falls ihr euch fragt, warum die aussehen wie neu, die sind quasi neu, weil ich die nie benutze. Ne? Ich koche hier fast gar nicht. So, wie macht man hier den Apparat an? Und jetzt, das Induktion, das, für mich ist das eine andere Welt, diese Induktion. Null ist null. Ja, und auf wie viel willst du? 10 ist Maximum, ne? Nee. Oh, wir können euch jetzt mal was zeigen. Pass mal auf, ich glaube, ihr könnt das sehen, oder? Ja, jetzt seht ihr es. Der perspektivische Stream auch, ne? Aber wir brauchen 4. Nee, aber nee, lass einfach drauf, lass die drauf. Das zischt immer so ein bisschen. Haben wir ein bisschen, klein bisschen Öl hier? Öl ist vorhanden, natürlich. Willst du Rapsöl oder willst du Olivenöl? Ich nehme natürlich, aber Bio? Ja, weiß ich, Bio. Das ist ja alles schon. Trinkst du das oder was machst du? Ich habe viel, der Ölverbrauch ist, weil mein Auto hat einen hohen Ölverbrauch und ich habe eigentlich auch... Du hast gar keinen Ölverbrauch. Ich hatte richtig intensiven Ölverbrauch. Du hast keinen Ölverbrauch, du hast Ölverdienst. Du hast Verlust gehabt. Wie heißt eigentlich, was heißt eigentlich strammer Max? Woher kommt das? Weißt du, das ist eine einer? Gute Frage. Vielleicht kann ja für uns einer googeln. Ich kenne das so, dass man die Pfanne übrigens einreibt. Wahrscheinlich sind das Teflon-beschichtete Pfannen. Daher braucht man das Ganze wahrscheinlich nicht machen. Aber früher gab es das nicht. Ey, hier kann man echt was dazulernen bei dem Stream, ne? Ich würde sagen, ich würde das Brot auf jeden Fall einmal vorher rösten. Das machen wir. Eigentlich haben wir jetzt für einen strammen Max haben wir auf jeden Fall den falschen Käse. Haben wir einen anderen Käse nicht gekauft? Nein, du hast gesagt, das reicht. Ich wurde andauernd unterbrochen, dass ich... Marco, reicht, reicht. Ja, Marco, reicht. Ey, oh, kein Spaß. Marco hätte die ganze Fleischtheke gekauft. Das ist jetzt kein Spaß, ne? Marco hätte die ganze Fleischtheke gekauft, ne? Und ich dachte mir, ja, komm, auch mal ein bisschen... weißt ja, wie das ist. Leberkäse kenne ich nicht. Die Kochcam bitte größer. Ja, ich glaube, das geht schon. Die können wir, falls der eine oder andere sich sagt, wow, ich würde das gerne mehr im Detail sehen, kein Problem, ne? Aber dann seht ihr uns nicht. Das ist der Kompromiss quasi. Aber so ist okay, oder, Chat? Ihr wisst ja, worum es geht. Ich zeige euch das gleich in die Pfanne. Ich würde das Brot jetzt auf jeden Fall vorher rösten. Ich nehme gekochten Schinken und rohen Schinken. Die beiden Sachen machen wir. Ja, boah, das riecht aber gut, Alter. Ja, das riecht gut aus. Ich hab für unsere Hauptspeise zwei verschiedene. Einmal ist es ein... ich weiß es gar nicht genau. Und einmal ist es Schwarzwälder. Schwarzwälder wurde mir an der Theke gesagt, ist ein bisschen herber. Der knallt besser. Hier steht noch was drauf. Der knallt besser, haben die gesagt. Einmal Schwarzwälder Kernschinken, Gourmetschinken und Butter. Butter. Ganz ehrlich, der Käse riecht richtig gut. Der ist für unsere... Das ist für Gang 2, 3 und 4. Ach, ich komme durcheinander. So viele Gänge. Wir machen hier zwei Vorspeisen. Also ich will auf jeden Fall zwei Vorspeisen. Zwei Vorspeisen, zwei Hauptgänge und einen Nachtisch gibt es, glaube ich, um es kurz zu fassen. Ey, das krasse an Induktion ist... Ja, du musst mal ein bisschen Gas hier geben. Das wird richtig schnell warm eigentlich, ne? Induktion wird richtig schnell warm. Aber ja, keine jetzt gerade ist los. Jetzt gerade ist los. Ich freue mich auf meinen Hauptgang. Ich freue mich so auf meinen Hauptgang. Auf meinen Hauptgang freue ich mich schon die ganzen zwei, drei Wochen. Und Micha sagt, das wird ekelig. Und ich sage euch, das wird gut.
Und ich viele von uns, nee, ich sag, dass wir, ich will nicht sagen, dass das eklig wird, aber ich sag, könnte ein bisschen eklig werden. Ich sag euch, dass wir gut. Hauptgang verrate ich euch, wenn wir die ganzen Sachen rausholen. Wir machen vorher erstmal zwei kleine Vorspeisen. Zum Warmwerden, das hier zum Warmwerden kann man aber sagen. Aber Max, ne? Ist so das, was ich esse, wenn wir abends mal, wenn ich mal abends nach Hause komme und die Sachen so parat liegen habe. Was ich auch abends immer ganz gerne esse, kennt ihr von Instagram, das werden wir natürlich auch gleich machen. Es geht auch kulinarisch in verschiedene Himmelsrichtungen heute, kann man sagen, ne? Frankie, danke erstmal für 5. Auf jeden Fall noch eine Pizza bestellen. Ich sag dir, Frankie, wir werden heute keine Pizza bestellen müssen, weil, glaub mir, ich muss mir gleich eher Gedanken machen, wen wir anrufen, wer mit uns ist. Das wird so. Ich will nicht sagen, dass das viel essen wird, aber es wird sehr viel essen. Oh. Oh! Oh, das hört man schon. Ja, das. Aber es riecht gut, ne? Hier ist angebranntes Brot bis jetzt. Aber nicht schlecht. Ich habe auch Knoblauch, ne? Für den einen oder anderen, der sich da draußen auch fragt, ist Micha kulinarisch denn auch angehaucht? Ja. Angehaucht. Was wir auf jeden Fall auch schon haben, hier sind vier frische Kartoffeln. Und was ich als Beilage machen möchte, ich möchte Kartoffelpüree machen. Aber nicht hier fertig anrühren, sondern selbst stampfen. Wir haben noch einen Stampfer gekauft, Milch. Ja, haben wir gehört, wir brauchen einen Schuss Butter. Hier, Stampfer ist vorhanden. Der Werkzeug ist da, ne? Werkstatt ist ausgestattet. Oh, guck mal, sieht man das, den Röstgrad? Also guck mal, der Röstgrad, der kommt gut. Boah, das sieht doch schon gut aus. Hier, den haben wir, das übrigens auch. Das ist auch noch ein Werkzeug, was wir jetzt hier zusätzlich noch gerade erworben haben. Brauchen wir auch. Für später. Wie? Ja, das ist jetzt die Vorspeise. Wir fangen hier nicht an mit Suppen und so. Suppen ist was für Anfänger. Wir gehen direkt ins Richtige. Wir machen hier gar keine Suppen. Ey. Das sind eigentlich zwei linke Hände, die gerade kochen, ne? Aber es ist, wie es was? Ist. Hast du Erfahrung mit Kochen? Ich bin erfahrener Koch. Ja, Markus, erfahrener Koch. Ich sage euch ehrlich, ich esse jeden Tag, ich gebe es dir zu öffentlich im Internet, ich esse jeden Tag bei meinen Eltern. Ich koche sogar gerne und ich finde, ein guter Koch, wenn ihr also einen Koch irgendwo seht oder wenn ich ihn in der Küche beim Koch sehe und der dick ist, dann weiß ich, der hat Spaß am Essen. Ja, auf jeden Fall. Der hat Spaß am Essen. Deswegen. Der schmeckt ihm ja auch, ne? Richtig. Könnt ihr auch Wortgulasch mit 5-Zylinder Öl braten? Das kommt von alleine. Das passiert von alleine, ne? Schrammer Max zum Frühstück, lecker. Wir sind ja beim Abendbrot. Aber Schrammer Max hat meine Mutter mir immer früher gemacht. Ich kenne es mit rohen Schinken, Käse und dann einfach Ei drüber. Aber wir haben hier beide Versionen Schinken, deswegen machen wir, wir teilen uns das gleich ordentlich auf. Drehen wir um. Hab ich Scheiße. Oh! Das sieht schon echt gut aus. Das geht schon in die richtige Richtung, ne? Du hast das ein bisschen hell hier, ne? Kannst du das ein bisschen... Das hier dunkler machen? Ja, ich würde es ein bisschen dunkler machen. Das kriegen wir hin. Der Micha... Ah, besser, oder? Besser? Ja, ja, das sieht besser aus. Gar kein Problem. Der technische Streamer auch, ne? Suppen ist für Amateure, genau so sieht das aus. Viele fragen sich jetzt auch, wird heute was schief gehen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall geht so schief. So, ich bin der Meinung, das sieht, einmal gezeigt, perfekt aus. So, eine Seite machen wir Kochschinken. Komm hier. Und ist das für dich jetzt eine Vorstellung? Wann isst du sowas? So zwischendurch? Oder sagst du, das esse ich vor der Sauna, in der Sauna, nach der Sauna? So. Wann isst man sowas? Weiß auch keiner, wann man das isst, ne? Ja, und schreib mal, Max, ist für abends. Gerichte werden nach Uhrzeiten seitdem ja, bei Marco und man muss gemacht, natürlich, ne? Jeder Koch muss immer meiner Meinung nach auch abschmecken. Ja, wäre auch wichtig, darf man nicht vergessen. Guck mal hier, jetzt haben wir das schön so. Aber sieht nicht schlecht aus. Also man kann ja sagen, was man will. Optisch ist der erste Schritt schon mal gar nicht so schlecht, ne? Für den allerersten Schritt. So, Micha, würdest du mir schon mal Eier vorbereiten? Eier? Ja, wir brauchen Eier. Aber wie, du meinst... Wir brauchen Eier für unsere Schrammermax? Ja, wo so rein sonst? Ach du Scheiße. Ich kann... Schrammermax ist ein schnelles Gericht, das geht ruckzuck. Kannst du Eier schlagen? Wir müssen keine Eier schlagen, da brauchen Spiegeleier. Ach, ja, wir haben jetzt leider falschen Käse, wir haben Cheddar-Käse. Ihr könnt also ahnen, was es heute vielleicht noch gibt. Stimmt, wir müssen aber das Ei aufdingens, ne? Ja, das kann ich. Kannst du das nicht? Das hast du bei Mutti mal gesehen, ne? Boah, das kann eigentlich nur... Wir haben die auch nicht kontrolliert im Laden, ne? Wir sind einfach volles Risiko. Eier sind immer gut. So, zwei Scheiben Cheddar-Käse. Normalerweise würde ich jetzt hellen Gouda nehmen. Oh, aber das sind gute Eier. Das sind ja auch EL-Eier. Ich habe geguckt, gibt es eigentlich XL-Eier? M-Eier bin ich nicht so für. Ich habe XL-Eier gesucht. Boah, mit Federn noch, krass. Ja, sind ja auch frei. Ey, ohne Scheiß, ich mache das jetzt an der Ecke jetzt einfach. Ne? Nein, nein! Wie macht man das? Bist du so ein Typ, der die Schale dann rausholt oder sagt, egal, esse ich einfach mit, passiert schon nichts?
Und ich glaube, die ist ein bisschen heiß, die Pfanne, ne? Also, ja, nee, ist gut. Okay. So, Pfeffersalz brauche ich, mein Freund. Pfeffersalz ist vorhanden. Ich bekomme zu meinem Geburtstag einen Salzstreuer übrigens, einen elektrischen. Deswegen muss ich das noch. Was ist das? Ja, ich habe ein paar Tage Geburtstag und dann kriege ich einen Salzstreuer elektrisch. Ich darf mir keinen eigenen kaufen. Ja. Wie soll ich das denn hier regulieren? Sieht nicht schlecht aus fürs erste, Chat, ne? Fürs erste sieht es nicht schlecht aus, ne? So, Pfeffer brauche ich. Aber du isst gerne salzig, ne? Hast du ja schon mal gesagt, ne? Ja, ich gerne salzig. Hast du denn so einen Schieber hier, so einen Unterleger? Ja, klar. Pass auf. Was nennen wir denn? Einmal haben wir hier mit Gummi. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Nehme ich den mit Gummi bei einer Teflonpfanne oder den mit Hartplastik? Hier bestellt euch einfach was. Ey, Dario, danke. Aber ey, wir schaffen das so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das gut wird funktionieren. Chat, das funktioniert. Wir lassen den Micha sein Ei. Wo ist Pfeffer? Pfeffer, warte. Ja, du hast Pfeffer eigentlich. Ist da. Alles easy. Pfeffer ist da. Da ist doch keine Pfeffer drin, oder? Pfeffer hier. Man muss aufpassen, zwischen Pfeffer und Zimt kann man sich vergreifen. Deswegen immer mit Konzentration beim Kochen. Ne? Ist aber Pfeffer offiziell. Ey, das ist angebrannt. Oh, nee. Heizung war zu hoch. Ach, Heizung. Pfanne war zu heiß, ne? Ja, eigentlich, wenn es eine Teflonpfanne ist. Ist offiziell eine Teflonpfanne. Oh, Junge, was ist das denn? Oh, nee. Es fängt jetzt gut an. Stream ist, warte mal, wie lange sind wir live? 8 Minuten, glaube ich, oder so. Ja, das ist doch scheiße. Oh nein, das sah so gut aus. Bei mir richtig hoch. Das hat mit Hochdrehen nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass du deine Pfanne hier noch nie benutzt hast. Micha entdeckt seine Küche auch nicht schlecht, ne? Auch wir waren bei Pfeffer-Chit, ne? Ach, ja, das sieht doch schon. Junge, das ist Rührei schon wieder. Das ist nicht komplett in die Hose gegangen. Bisschen weniger. Das, ja. Ich habe extra sogar ein bisschen weniger aber gemacht. Das ist, da fehlt... Aber mach mal direkt auf Stufe 10 von 10. Nein, das war auf 6. Lass das war auf jetzt nehmen wir 5 für 5 Zylinder. Wir sind auf Stufe 5. Richtig. Wann kommt Pfeffer rein? Hast du da auch? Also, boah, Junge, ich hätte jetzt fast Dingens, ne? Ich hätte fast Zimt da reingeklatscht, jetzt aus Versehen. Ja, das ist, also mit der Pfanne bin ich nicht grün, also das ist... Aber sieht schon mal nicht schlecht aus. So, ich trenne das. Man muss ja auch ein bisschen loben, ne? Man kann ja nicht nur Kritik äußern hier. Bleibt das... Okay. Ich weiß nicht, wie du das Ei magst. Ich mag das ja nicht gerne. Aber bleibt der Käse, wie er ist? Ja, oder wird das alles jetzt nochmal da reingeschmolzen mäßig? Nein, jetzt müssen wir diese Pfanne reinigen. Ja, ich mach... Ich ja, mach mal Wasser. Ich mach schon. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Fett. So, eigentlich, meiner Meinung nach, ist das erste Gericht so fertig. Da ist ein bisschen überbelichtet. Was ist denn hier los? So, guck mal. Ich bin der Meinung, dass zu viel Licht hier. Wo hat denn hier sein Besteck? Jungs. Links, warte, ganz links. Boah, Junge, erstmal hier kurz richtig Qualm hier. Wartet mal kurz. So, da ist Besteck. Warte, oben. Hier sind so viele Schubladen drin, das ist richtig krass. Ich weiß nicht warum. Hier ist Besteck. So. Micha, was ist für dich lieber? Gekochter oder roher Schinken? Links. Also, ja. Boah, ich hab das. Warte, ich mach die Perspektive. Ja, du besser Gabel brauchen wir. Jeder, das teilen wir uns nicht. Ich will nicht sagen, dass das komisch aussieht. Wirklich nicht, ne? Aber es sieht, man kann sagen, gewöhnungsbedürftig. Es sieht, der Käse ist falsch, glaube ich. Der Käse ist definitiv der falsche. Also ich kenne es mit gekochten Schinken. So, der Teppich. Das ist gut. Boah, Alter, hätte ich nicht gedacht, ey. Du hast das Gute mit dem... Aber irgendwie ist der Käse gar nicht mal so schlecht dazu. Nein, ein Cheddar-Käse ist sehr herb. Ich finde, der muss sehr intensiv, ja. Ey, das schmeckt gar nicht so schlecht. Ohne Witz, ich hatte hohe Befürchtungen, aber ist gar nicht so schlecht. Das ist jetzt mit Kochschinken, was ich jetzt esse, ne? Das ist mit Kochschinken. Ich muss fast sagen, mit rohen Schinken finde ich es fast besser. Mit dem? Und das Rohrschinken. Also. Was würdest du sagen? Wo tendierst du ihn? Ich glaube auch, der ist besser. Der ist ein bisschen intensiver. Probier es jetzt nochmal hier mit Ei. Ey, aber nicht, es schmeckt nicht schlecht. Ey, ohne Scheiß, guck mal, schnell gemacht, ne? Er ist wirklich schnell gemacht. Wie oft machst du das so pro Woche? Ey, das ist nicht schlecht. Das ist kein Spaß. Das ist nicht schlecht. Ist das schnell? So hat meine, also wenn früher, also ich muss sagen, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt, also wo ich 15, 16, 17 war, gab es das oft. Das ist nicht schlecht.
Ich finde gut. Salz auch gut, ey. Hast du ja, augemäßig gemacht, ne? Du weißt doch. Also, irgendwoher muss das Zeug ja kommen, was auch mal im Bauch klebt. Ey. Das schmeckt nicht schlecht. Das schmeckt wirklich nicht schlecht. Hätte ich nicht, hätte ich heute Morgen nicht gedacht, dass mir das schmeckt, ne? Milchreis machen. Bei Käse, Schinken und Ei kann man fast nichts falsch machen. Es schmeckt echt nicht schlecht. Ich finde es gut. Rohe Schinken finde ich eine Ononce besser, der rohe Schinken. Ja, ist mir gut. Ich sehe da jetzt zwar nicht die Vorspeise drin. Ja, das ist die harte Vorspeise. Also ich sage ja, wir wollen ja auch keine eine Suppe und so. Also ja, Suppe wäre was für Loser und Anfänger. Gehst du, wenn du ins Restaurant gehst, isst du eine Suppe? Ja, ich habe noch nie, glaube ich, eine Suppe im Restaurant bestellt. Also. Boah. Schmeckt gut. Wirklich gut. Hat mir gut gefallen bis jetzt. Ich erkläre uns eine kleine Dickenregel. Ich hoffe. Eine Dickenregel? Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt welche wiederfinde im Stream oder im Chat, die das kennen. Ich als Dickerer. Was findest, würdest du sagen? Wenn ihr ein Gericht auf dem Teller habt, stellt euch vor, ihr habt einen Jägerschnitzel, Pommes mit Salat. Ich fange zum Beispiel immer an, ich esse erst den Salat, weil das ist nicht so das Leckerste. Salat erst essen, dann Pommes mit Schnitzel natürlich immer teilen und anschließend isst du alles auf. Weil wenn du jetzt dich erst um das Schnitzel kümmerst und dann um die Pommes kümmerst, lässt den Salat ja liegen. Ich will aber alles essen, also fange ich immer erst mit dem Schlechtesten an und arbeite mich zum Besten. Die Theorie habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, aber ich, macht Sinn. Wenn ich drüber nachdenke, kann, ja, macht schon irgendwie Sinn. Ne? Willst du noch das? Nee, du isst mal. Das war aber das, ohne Scheiß? Das war... Viele denken sich ja, oh, der Kochstream ist jetzt offiziell vorbei, aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist Gericht 1 von 5 gefühlt. Ich brauche ein Schneidebrett. Schneidebrett ist vorhanden. Ja, das brauche ich. So, jetzt kommen wir zum... Willst du ein scharfes Messer? Ja, brauche ich auch. Da ist scharfes Messer. Okay. Warte, du willst das letzte Stück nicht? Nein, isst mal. Okay, dann esse ich das. Aber ohne Witz, schmeckt gut. Ja. Ich... Oh, jetzt komm jetzt zum zweiten Gericht. Wir haben auch schnell nur diese Zutat bekommen. Und ich sage euch, das, was ich jetzt mache, super lecker. Müsst ihr probieren. Ich hoffe, ich treffe den richtigen Gargrad. Und Gargrad? Ja, das Problem ist bei Zutat, du musst aufpassen, dass du sie nicht verbrennst. Ich habe noch nie Zutat in meinem Leben gegessen. Noch nie. Oh, ich bin gespannt. Sehr eigener Geschmack. Okay. Knoblauchlastig, sehr stark. Knoblauch ist geil. Auf jeden Fall, ich brauche ein scharfes Messer, Micha. Hier steht Helal Pamak Sucuk Knoblauchwurst in Doppelfinger gefüllt. 500 Gramm steht hier drauf. Oh, man hört auch, welchen Bäuerchen jetzt machen, ne? Das hat man gehört. Ja, ich glaube, man hört, also die Mikro, eigentlich müssten wir ja alles hören jetzt, ne? Gib mir mal ein scharfes Messer. Scharfes Messer. So, dann müsstest du mal die Pfanne reinigen, weil wir nehmen doch mal die gleiche. Dieselbe? Ja klar, da kannst du auch mal eben sauber machen. Oder nehmen wir einfach die andere. Nein, okay, ich mach sauber. Micha, komm mal her, riech mal. Zeig mal. Also man riecht gar nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Riecht aber nur nach Knoblauch, finde ich. Jetzt werden viele sagen, Marco, das geht gar nicht essen. Glaubt mir, probiert es. Und ich sage euch noch was. Ich bin absoluter Fan der türkischen Küche. Türkische Küche ist meiner Meinung nach eine mit der besten Küchen. Sehr gut gewürzt immer, schmeckt sehr gut. Ich esse super, super gerne. Ich hoffe, dass wir es jetzt richtig schneiden, die Wurst. Ich schneide sie immer in flacher Form. Ich habe aber auch schon gesehen, dass sie oft längs geschnitten wird. Ich glaube, das müsste man jetzt hier hören, was ich gerade mache. Ne? Kurzer Abwaschstream ist das jetzt. Viele Leute fragen sich jetzt, was für einen Sinn ergibt das hier, was wir gerade machen? Kein, wir hatten einfach mal Lust drauf, jetzt sowas zu machen. Das, ey, ganz ehrlich, das ergibt wirklich gar keinen Sinn. So, ne? Ich warte jetzt auf den Chat. Schneide ich die Wurst, seht ihr das, längs oder schneide ich sie so leicht diagonal, dass es längere Scheiben gibt? Was meint ihr? Wie oft machst du das Gericht jetzt? Also türkische, das esse ich wirklich gerne und ist super sättigend. Also die Wurst ist natürlich vom Prinzip her sehr fettig. Du brauchst also ganz, ganz wenig, nur einen kleinen Schuss Eigenfett. Dann braten wir die Wurst hart an und verrühren das gleich mit Ei so ein bisschen.
Okay. Ey, ein bisschen abschmecken, super geil. Brauchst nicht viel Salz dran machen, weil die Wurst eh sehr salzig ist. Ich will nur wissen, ob sie längst angeschnitten wird. Kurze organisatorische Frage, ist das für dich eine Vorspeise oder schon eine Hauptspeise, was ich jetzt denke, kommt? Das ist schon ein deftiges Gericht. Ich weiß aber, dass bei den Türken das gerne zum Frühstück gegessen wird, mit einem schönen dunklen, also ich glaube, ich hoffe, ich sage es nichts Falsches, einen dunklen Brot hätten wir aber, ich hätte Vollkorntoast oder ein Baguette, glaube ich, also Baguette ist wieder das Falsche, aber ich, so ein Kringel, wie heißt das? Nicht Ciabatta, sondern ein Ding ins Fladenbrot? Nein, nein, der Kringel heißt anders. Mensch, wie heißt denn jetzt der Kringel? Oktal? Nee, Oktal. Diagonal, horizontal. Also wie Wurst schneiden. Horizontal, Würfel. Nee, Würfel auf keinen Fall. Diagonal. Genau, ich meine, wir schneiden es so. Ich mache es auch so. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Kann man das roh? Das ist eine dumme Frage vielleicht, aber kann man das roh essen? Ja, ne? Sucuk roh ist schon sehr streng, will ich mal vorsichtig sagen. Jetzt bin ich aber gespannt. Kann eigentlich. Ja, wie oft machst du das? Das mache ich also wirklich oft. Ich würde sagen, wenn es gut läuft, einmal oder zweimal die Woche. Okay, krass. Also ist wirklich lecker, sättigt sehr und Croissant meinen die Leute. Meinst du Croissant vielleicht? Essen? Erstmal, Marco, willst du Dinge trinken? Biegel, glaube ich, so heißt es. Wir reden die ganze Zeit übers Essen. Willst du vielleicht auch was sogenanntes Flüssiges? Ich würde schon mal einen Gösser nehmen. Das weiß ich, hast du in deinem Kühlschrank. Micha, wir wollen nur zum Testen. Wir wollen uns ja nicht überfuttern, ne? Richtig, wir wollen ja. Das wäre ja auch echt untypisch für Marco, wenn wir hier zu viel essen würden. Das wäre echt untypisch, ne? Deswegen. Also ich esse nicht viel sonst. Ja. Ich habe schon gesagt, eigentlich hätten wir einen Verkoster hier haben müssen, der das Ganze immer testet, ob das denn alles genießbar ist, was ich hier mache. Aber ich glaube. Ich verkoste auch mit, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Schmeiß mal die Pfanne an auf Stufe 6 wieder. Stufe 6. Ja. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wo hast du denn hier einen Mülleimer? Da vorne, kannst du mir geben. Ich assistiere heute. So, ich weiß, nicht viel Fett dran, das habe ich bei mir gelernt. Beim ersten Mal habe ich super viel Fett genommen. Willst du Rapsöl nehmen oder Olivenöl? Ich nehme Olivenöl. Okay. Ich habe letztes Mal super viel Fett genommen. Das Problem ist, die Wurst an sich ist selber sehr, sehr fettig. Von daher habt ihr dann natürlich eine riesen Party da drin. Aber das schmeckt. Ich jetzt schon. Aber ja, da kommt jetzt, was kommt da an? Nur Sucuk und Ei quasi. Ich glaube, Petersilie würden wir, aber das haben wir mit Sicherheit hier nicht. Das ist zu frisch, das haben wir nicht. Das ist zu frisch. Ich habe Basilikum. Kann man Basilikum da reinmachen? Natürlich. Schon, ehrlich? Ich habe wirklich frisches Basilikum. Ja, ein bisschen Basilikum. Ich glaube, ich sag mal, es gibt ja keine Grenzen, wenn du jetzt sagst. Willst du Tomaten da reinpacken? Kannst du machen. Komm, wir machen mal. Ja, komm, ich gebe Herdetomate. So Sherry-Tomaten sind das. Wir hätten auch Sahne da rein. Milchreis. Senf, alles da. Ihr fragt mich immer, ganz ehrlich, ich bin ja kein richtiger Biertrinker, also Bier pur. Wenn Heineken, wenn es kalt ist, kriege ich runter die kleinen 0,2er Flaschen. Aber Gösser ist für mich, ich weiß, Frauenbier, aber für mich ist das eigentlich richtig geil. Ey, ich frage mich, wie Tomaten da drin sind. Meint nicht, dass das so wässrig-mäßig wird, weißt du, was ich meine? Ich glaube, die müssen wir vorher anbraten. Tomaten anbraten? Ja, ich glaube schon. Ich sage ja, türkische Küche, ich gucke mal zu, die grillen, das wird ja auch alles gegrillt. Das muss auf jeden Fall heiß sein, weiß ich. Boah, Basilikum riecht immer so krass intensiv. Aber Basilikum bei Sucuk, Leute, jetzt brauche ich jetzt ist die Frage, jetzt ne? Basilikum ist geil, Tomaten-Mozzarella-Salat, muss bei sein, aber ich glaube, Basilikum bei Sucuk, Leute, was meint ihr? Kein Basilikum. Ich sage euch ganz ehrlich, das riecht einfach nur intensiv, ne? Boah. Gösser Beste. Keine Tomaten. Kein Basilikum. Tomaten später rein. Tomaten später rein. Oettinger, Prost. Passt. Nein, ja, nein. Boah, das ist. Ich mach's lieber ohne. Lass lieber. Ich glaube Basilikum, weil wir brauchen vielleicht den herben Geschmack. Okay, ich bin gespannt. Ich lass mich überraschen, kann man sagen. Ne? Warte, ich mach die andere Perspektive an. So sieht es in der Pfanne aus. Falls ihr euch fragt, wie es von oben aussieht, genau so, ne? Hast du irgendwie eine Anordnung, wie du die da reintust? Oder sagst du, nee, das muss schön durch. Das Problem ist, die dürfen nicht zu kross sein. Ich glaube, ich würde keine Tomate reinmachen. Finger habe ich übrigens gerade gewaschen. Und ich habe sie sogar für den Stream geschrubbt. Also keine Scheries. Also ich mag Scheri-Tomaten halt. Können wir gleich machen. Aber ich weiß nicht, wie sich das im Rührei verhält. Weißt du, was ich meine? Ich habe das noch nie gemacht. Weiß ich nicht. Meiner Meinung nach steht in der Küche keine Grenzen. Also du kannst alles machen, was dir gefällt. Wenn du jetzt der Meinung bist, du musst da noch
Erste Weisheit des Leberwurst Tages. Leberwurst reinschmieren, dann ist das so. Erste Weisheit, kann man sagen. Aber ja, im ersten Moment denke ich mal, das ist einfach Salami irgendwie, ne? Kein Basilikum. Die Pfanne ist noch zu kalt, das meine ich. Noch zu kalt? Ja, ja. Du musst sie scharf anbraten. Okay. Bin ich auch der Meinung. Das muss scharf anbraten, dann kommt Ei zum Abschrecken und dann kühlt das Ganze ab und dann drehen wir das durch. Ei zum Abschrecken? Boah, Junge, jetzt geht's hier aber ab, ne? Jetzt geht's aber ab. Wie viele Eier kommen da rein? Was denkst du, was ist so eine normale Portion? Ich sag mal so, wir haben es jetzt schon sehr groß gemacht. Ich glaube, das Zuschuck ist schon sehr groß. Wir hätten es kleiner schneiden können, aber das wird ja jetzt gleich kleiner. Hast du hier keine Sumpfabzugshaube? Nee, kommt erst in den nächsten paar. Also die liegt im Wohnzimmer noch. Aber wir können ja Fenster auf Kipp machen, ne? Ja, sollten wir machen, weil deine Nachbarn werden es danken. Oh, Junge. Könnt ihr uns überhaupt noch sehen bei dem ganzen Nebel? Er geht alles easy bis jetzt. Alles easy. Wie gesagt, das ist eigentlich eine mit Sicherheit keine Vorspeise. Ich weiß, das kann man gut zum Frühstück essen. Ich freue mich gleich auf meinen Hauptgang, den ich gleich machen möchte. Da habe ich richtig Lust drauf und ich hoffe, er geht nicht in die Hose. Ihr merkt schon, sind zwei Dingens, ne? Sind zwei Vorspeisen bis jetzt gewesen. Ja, das waren, wollte ich gerade sagen, zwei Vorspeisen. Aber das lässt sich alles machen. Ich kann ja versuchen, die Tür zuzumachen. Ich bin gespannt, was der Micha gleich dazu sagt. Seht ihr, jetzt müssen wir aufpassen, dass das auf jeden Fall nicht so anröstet. Ich mache das hier mal wieder niedriger. Boah, ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Internet gekillt mit dem Kabel, aber ich glaube, es noch, wir sind noch live, richtig? Ich glaube, wir sehen uns noch. ob Micha oder Marco immer geile Streams, ey, Philipp Schwarz, ne, danke für die 5. Wohnzimmer mit Dunstabzugshaube sozusagen, ja, ne? Mein Dunstabzugshaube ist im Wohnzimmer, ne? Ihr wisst ja, manchmal ist es, wie es ist. Oh, das riecht gut. Also ich persönlich mag das sehr gerne. Ich, zum Beispiel Nadine isst das auch. Also ich glaube nicht jedermanns Geschmack, aber zum Beispiel Nadine isst das auch gerne. Und Nadine weiß, dass ich das gut mache. Also ist kein Witz, es sieht nach irgendwas gegrilltem aus. Sieht nicht gut, nicht schlecht aus, ohne Witz. Aber ich kann mir das mit Ei irgendwie nicht, also bin gespannt, ne? Ja, das Ei ist das Perfekte. Was ich jetzt zum Beispiel mache ist, du hast eine Mülltonne hier, sagst du, ne? Ja, Mülltonne ist vorhanden. Ich persönlich zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht so der extrem fettige Freund. Ihr seht, da bildet sich sehr viel. Ja, also ich bin schon fettig. Stopp. Zwiebeln. Rein, ja. Ja, komm da rein. Ja, ein paar Zwiebeln. Komm, schneid mal ein paar. Ja, obwohl, ja, jetzt. Ich hätte rote Zwiebeln. Ich persönlich, ich glaube, Zwiebeln, das ist ja, eigentlich ist das ein schnelles Frühstück. Ich aber mag dieses Fett da so nicht drin, deswegen, die Wurst ist halt schon sehr fettig. Hier darfst du entsorgen. Ich entsorge. Aber ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ah, das sieht gut aus. Ich glaube gar nicht, wie ich mich auf das Hauptgericht freue. Ich glaube gar nicht, wie ich mich auf das Hauptgericht freue. Junge, ja, das ist alles so, das ist alles so mal schnell gemacht. Ja, mal schnell gemacht, ne? Man muss den Stream ja auch langsam angehen, ne? Wir können ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Wir lassen den langsam reinlaufen, den Stream. Du brätst das schon auch, also schon kross an, ne? Ja, das musst du, hier, die ist schon sehr, sehr zart geworden. Mhm. Aber ich bin der Meinung, das sieht schon gut aus. Nein, boah, hier keine ist ordentlich Zwiebel. Dampf drin, ne? Mir ist letztens der Feuermelder angegangen, als ich Popcorn gemacht habe. Das sollte heute nicht passieren. Kann passieren. Zwei oder drei Eier? Drei Eier, ich frage euch. Eier gehen immer. So, jetzt. Wie viel machst du dir, wenn du alleine bist? Das sage ich nicht. Sieht keiner. Hat keiner gesehen. Also ich habe schon mal ein paar gemacht, brauchen wir nicht drüber sprechen. Also ich glaube, also ich mache, ich habe das mit Nadine letztes Mal, lass mich nicht lügen. Hm. Ich glaube, 4 Würste geschnitten. Und ich glaube 6 Eier. 2. Okay. Ah, okay. Boah, Junge, Alter. Boah, Alter, was? Boah. Du schreckst ja jetzt quasi mit dem Ei das Ganze ab. Abschrecken, sag ich mal, weißt du. Also, ich esse zum Frühstück gerne so leichte Sachen. Ich glaube, würde ich mir sowas Fettiges reinballern, würde ich in so einen Vormittagstief kommen oder wie man das nennt. Deswegen werde ich immer erst um 16 Uhr wach. Bisschen Pfeffer. Jetzt ist, guck mal, ich glaube, viele wissen gar nicht, dass du kulinarisch auch was drauf hast, ne? Ich glaube, ich mach's falsch, aber ich versuche halt immer. Aber muss da jetzt Salz rein oder ist die Zutat ja, so salzig, dass man das nicht braucht? Eigentlich, ich sag mal so, da ist schon eine sehr starke Grundsalz drin. Okay, Grundsalz. Und so. Was denn hier? Muss Abitur für haben oder was? Welche Stufe willst du das machen? Aus. Ach, schon fertig?
Ja, ich organisiere die Teller. Ich organisiere einen Teller. Brauchen wir. Einen Teller? Ja, wir brauchen einen Teller. Bisschen Salz. Boah, warum den kriege ich neben den großen? Ich kann mir vorstellen, dass die Leute sich jetzt fragen, wir sind ein reiner Autokanal. Warum wir jetzt hier einen Kochstream machen? Muss auch mal sein. Hast du denen schon erzählt, was eventuell nächste Woche vielleicht passiert? Dass du Urlaub hast? Ja, nee, das weiß man ja jetzt mittlerweile, aber nächste Woche streammäßig. Ja, das wird geil. Wenn alles klappt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, haben wir nächste Woche Samstag. Samstags früh geht's dann schon direkt los. Ihr habt euch ja das Zweitakt-Thema gewünscht. Und wir bekommen Besuch. Und das heißt, wir schrauben live an den Simpsons, an beiden. Wir bekommen Besuch von der Zweitakt-Brigade. Und da habe ich gesagt, komm, da machen wir einen schönen Livestream raus und werden 24 Stunden. Aber wir werden, morgens um 10 circa anfangen und dann wird das bis ja, Open End. Vielleicht bis Sonntag sogar. Also wir werden immer mal eine Pause machen, aber Live-Schrauben an den Simpsons, was wir alles machen, mit Frage, Antwort und. So. Gabel. Ach, geil. Boah, das bin ich gespannt, ey. Ich habe Sucuk in meinem Leben noch nie gegessen. Noch nie. Ich habe schon oft davon gehört, ich esse das jetzt einfach, ne? Also, ich esse das jetzt einfach, ne? Mumbe. Das gibt's auch einen Namen, wie das heißt. Ich komme aber nicht drauf. Probier mal, was sagst du? Willst du Scheibe rot dabei? Anders als ich dachte, schmeckt. Boah, das schmeckt wie so eine. Brot? Ja. Schmeckt wie Salami, aber. Ja, ist scharfe Salami, sehr. Also ein bisschen schärfer als Salami, aber nicht richtig Salami, ne? Schwer zu beschreiben. In Markus Museum fehlt noch ein DeLorean. Oh, da habe ich schon nachgeguckt, nach dem DeLorean. Nach dem DeLorean finde ich ultra geil. Aber sieht man ja gar nicht, ne? Lecker. Boah. Morgen früh shoppen. Jawohl, morgen bin ich auf jeden Fall am Start, wenn es mir denn dann gut geht. Schmeckt dir das, oder? Ja, aber du hast keine Hitzeempfindlichkeit, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. Richtig? Und keine Kälteempfindlichkeit. Markus ist nie kalt und irgendwie nie heiß. Der ist so perfekt temperiert immer. Boah, Junge, das knallt aber rein, ey. Oh, lecker. Aber ich find's gut. Toast isst du dann auch immer dazu, ne? Ich find's cool. Boah. Wirklich gut. Aber ist was anderes, ne? Ist auf jeden Fall was anderes und ich würde jetzt da nicht drunter Vorspeise direkt schreiben. Oder Frühstück. Boah, Junge, das knallt schon rein, ey. Aber Ei ballert auch volle Pulle, ne? Milch. Bei uns in Algo heißt das Bauernfrühstück, kenne ich auch. Aber wie gesagt, hier haben wir es Sucuk. Ihr könnt das natürlich auch mit Chorizo-Wurst machen. Ich habe es letztes Mal mit Chorizo, das ist eine spanische Wurst. Ihr könnt es wahrscheinlich auch mit, ich könnte mir vorstellen, obwohl eine Fleischwurst mit Ei, ich glaube, das schmeckt nicht so. Fleischwurst, ganz normale? Na klar. Ja, weiß ich nicht. Es gibt nie ausprobiert. Es gibt eine Currywurst. Gibt es irgendwas richtig? Du probierst ja in der Küche auch gerne mal Sachen aus, ne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, Junge, das hätte ich lieber nicht ausprobieren sollen, das war schon komisch? Jetzt kommt. Zum Beispiel, was ich überhaupt nicht mag, also irgendwie immer relativ lecker aussehend finde, Rollmops. Boah, ne. Krieg die runter. Ne. Gibt es irgendwas, was du gar nicht isst? Eisbein? Eisbein, okay. Eisbein, Rollmops. Also was ich auch nicht so esse, ist Nierchen, Herz, rein. Meeresfrüchte? Auch nicht so gerne. Okay. Bei Giuliano zum Beispiel, wenn Giulianos Eltern kochen, da esse ich es schon mal. Mhm. Komischerweise schmeckt es mir da, aber so an sich will ich es nicht essen. Nee. Boah, aber ey, ohne Scheiß, du hast es wieder hingekriegt, dass es gut gewürzt ist. Und du, krass, du hast nicht abgeschmeckt. Ich merke ja beim Essen, beim Kochen immer ultra viel ab, wenn ich denn mal koche, ne? Was einmal im Jahr vorkommt. Sonst kocht meine Mutter ja mal. Aber gut, ist gut. Das freut mich, dass es dir gefällt. Weil du redest ja relativ oft davon, muss man ja auch an der Stelle, also muss man an der Stelle auch dazu sagen. Wie gesagt, ich bin da sehr, wie sagt man, kulinarisch für alles offen. Du bist kulinarisch in alle Himmelsrichtungen schauend. Nur mal kurz dir erzählen, welche Küchen ich gerne, also ich esse eigentlich wirklich alles gerne. Türkische Küche, super geil. Der Spieß, ich weiß nicht, wie er genau heißt. Heißt Köftespieß oder so? Ne, Köfte ist wieder was anderes. Der Spieß, Adana, ich glaube Adana-Spieß.
Und dann gibt es ein Gericht mit Fleisch. In der Mitte ist Joghurt. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber super lecker. Okay. Ich bin eigentlich kein Lammfleisch-Fan, aber so ein Lammkotelett schmeckt beim Türken auch super geil. Ich habe auch letztens in einem türkischen Restaurant, das war auch geil. Da habe ich mir auch mal was bestellt, was ich noch nie auf dem Schirm hatte und war geil. Aber was ich auch kenne, Pide zum Beispiel, das ist so ein Teigschiffchen. Kriegst du Hackfleisch und Ei. Und da drin ist dann, schwimmen dann so Sachen. Schwimmen so Sachen. Kann man auch so sagen. Was ich auch gerne esse, ist natürlich Gyros. Mhm. Ist natürlich das, was man sagt. Aber ist Gyros nicht griechisch? Deswegen sage ich ja, wir gehen gerade durch. Ich glaube, ich esse eigentlich alles, deswegen, ich bin für alles offen. Wo ich zum Beispiel nie so richtig der Fan von war, waren Nudeln. Nudeln? Aber seitdem ich Giuliano und Giulianos Eltern kenne, so viele Nudeln. Seitdem ich Giuliano und Giulianos Eltern kenne, bin ich absolut der Nudelfreund. Ja, Nudeln kann sich auch gefühlt auch alles machen, ne? Wahnsinn, super. Wir werden heute aber keine Nudeln machen, ne? Nudeln wäre uns zu einfach. Wir brauchen die Herausforderungen, die suchen wir heute. Boah, super lecker. Aber ist gut. Boah, Junge, ey. Ich finde, das haut aber voll rein, Alter. Na klar. Vorspeise. Du willst doch mal was werden. Ja. Ich würde sagen, das Ei bekommt durch die Sucuk-Wurst so einen schönen Beigeschmack. Deswegen brauchst du es nicht dolle würzen. Es ist ganz wenig Pfeffer dran, wenig aber Salz. Es ist sehr fettig, ne? Aber wir haben das Fett, wie du gesehen hast, schon ein bisschen rausgetunkt. Auf jeden Fall. Aber die Wurst natürlich hat einen sehr hohen Eigenanteil an Fett. Frage. Magst du Sushi? Habe ich gerade im Chat gelesen. Nein. Magst du gar nicht? Nein. Komischerweise, Sushi mag ich nicht. Hast du es mal probiert oder findest du einfach nur den Gedanken komisch? Ich mag den rohen Lachs nicht so. Ich mag diese Weinbeerblätter. Warte, ab 100 Gramm mit undeutlich. Boah, das schmeckt. Aber ich war echt skeptisch am Anfang. Ich finde, es schmeckt. Sushi mit Ei, voll die Herausforderung. Ja, wir fangen langsam an. Wir fangen langsam an und steigern uns gleich. Boah. Geht klar, ne? Was war nochmal die erste Speise? Ach ja, Dingens. Was war die erste Speise? Die erste Speise war Dingens. Strammer Max. Ne? Strammer Max, ja. Boah. Aber. Morgen muss die Sonne scheinen, also Teller leer machen. Mhm. So. Boah, Junge, ey. Und aber jetzt? Danach hat man auch echt Bock, was zu trinken, ne? Also, muss man dazu sagen, danach hast du Bock, was zu trinken. Bombenlecker. Der hat mir gut gefallen. Boah. Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie euch. Falls der ein oder andere auch mal sagt, wow, das habe ich Bock jetzt nachzukochen, dann viel Spaß. Kochrezepte könnt ihr uns bei uns auch abholen. Ja. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptgang. Der eigentliche Hauptgang wird sein, wir waren uns gerade im Einkaufsladen nicht sicher, was wir eigentlich machen. Sorry, Alter. Boah, kurzer Aufstoß ist Stream gewesen. Volle Pulle, Alter. Sorry. Das kommt okay, tut mir leid, also das ist halt alles live und wir können es nicht wegmachen. Wir haben eigentlich zwei Gerichte. Also wir hatten uns überlegt, was wir als Hauptgerichte machen. Ja, was haben wir? Ja, Hauptgerichte. Für mich, ich sagte ganz ehrlich, das waren schon zwei Hauptgerichte für mich. Wollte ich gerade sagen, das war. Aber ich habe ein Gericht, wo ich die ganze Zeit immer von immer auch in der Firma von erzähle und ich sage, macht mal Bilder auf. Und ich haue es jetzt raus, ich zeige euch das, was wir also da geholt haben. Spätestens jetzt wird es komisch, ne? Jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt Ding jetzt, ne? Jetzt wird es komisch, spätestens. Eieiei. So. Boah, Alter. Jetzt ist es eigentlich, jetzt sagt ihr, es ist langweilig. Erstmal möchte ich dazu sagen, das ist Hackfleisch halb und halb, 1,59 Kilo. Perfekt für zwei Leute also, ne? Ich fand es erstmal noch zu wenig. Also ich hatte ein bisschen Angst, dass wir nicht satt werden, aber jetzt bin ich guter Dinge. Was will Marco heute machen? Also Marco, ich in dem Falle, habe was ganz Besonderes vor. Und zwar, ich möchte einen falschen Hasen machen. Ich habe falschen Hasen. Falls ihr jetzt nicht wisst, was ein falscher Hase ist, macht euch ein zweites Fenster auf. Google auf, falscher Hase falsch eingeben. An, ne? Hört sich eher wirklich falsch an im ersten Moment. Ich habe es noch nie selber gemacht, aber ich stelle es mir unheimlich lecker vor, weil ich sehr gerne Hackfleisch mag. Also Hackfleisch ist was ich sehr, sehr gerne mag. Micha hat dann natürlich gesagt, das sieht total eklig aus. Micha hat es dann sehr altmodisch gemacht. Micha hat dann gesagt, wenn wir Hackfleisch haben, haben wir auch, wo ist es? Nee. Burger. Ja, als Ausweichmethode, falls quasi Hackfleisch überbleibt. Ich brauche jetzt, Micha, einen Topf mit Wasser, dass wir die Eier kochen können. Also zwei Eier kochen. Also, jetzt fangen wir an schon zu kochen. Eier kochen, ne? Ja, so. Und wir brauchen auch... Wie viele Eier kochen wir? Ich denke, in den falschen Hasen kriege ich höchstens zwei, vielleicht drei Eier rein. Zwei. Also ein kleines Töpfchen. Willst du den auch wirklich... Willst du den nur so lieblos hinklatschen oder willst du eine Figur? Das wird der falsche Hase, der wird bekannt sein im ganzen Internet. Ja, Moment, noch mehr Töpfe. Noch, wir brauchen jetzt kommt ich Kartoffeln.
Also Wasser für Kartoffeln. Ich schäle Kartoffeln. Wasser. Wir können natürlich auch das Wasser, ich weiß nicht, macht man das? Ja, klar können wir das machen. Die beiden Eier, die wir kochen, bereiten wir schon mal vor. Dann brauchen wir ja Kartoffeln, weil wir wollen Stampfkartoffeln selber machen. Ich habe einen Kartoffelschäler, hat mir Kollege David hat mir letztes geschenkt. Aber die Kartoffeln müssen wir erst schälen und dann kochen. Schält man Kartoffeln erst? Ja, natürlich, ja. Schält man die erst und dann nicht? Das ist ja peinlich. Erst schälen und dann in den Topf, richtig? Micha, du schneidest Kartoffeln. Ich schneide Kartoffeln, Chin. Wir müssen gleich Kartoffelpüree machen und dafür brauchen wir eure Hilfe auf jeden Fall. Wer von euch hat schon mal Kartoffelpüree, also selbst gemachten Kartoffelpüree aus eigenem Anbau für uns quasi, ne? So, jetzt muss dieses Wasser kochen und ich meine, in kochendes Wasser, so warte, jetzt muss ich kurz gucken, die... Warte, hier drücken? Boah, Junge, Abitur. Warte, lass zur Sicherheit das kochende Wasser hier hin tun, aus Erfahrung. So, dafür brauchen wir zwei Eier. Ich meine, die beiden Eier, habe ich das richtig in Erinnerung, muss man die anstechen, sonst knacken die auf, ne? Nein, Eier kann man so reintun. Kann man machen, wie man will, erst kochen, dann schälen. Schälen, erst schälen, richtig, ne? Ich meine, man muss erst schälen, ne? Nein, wir wollen keine Pellkartoffeln machen, also wir wollen gleich aus den frischen Kartoffeln hier Stampfkartoffeln machen. Wir haben einen Stampfer hier, wir haben Milch da. Was ist denn los? Ich lese die ganze Zeit, morgen gibt's Durchfall, Aber ja, ganz ehrlich, kann passieren, ne? Ich habe einen guten Magen, bei mir ist kein Magen. Eigentlich habe ich auch eine gute Verdauung, rein theoretisch. Eine gute Verdauung habe ich nicht, aber ich hab einen großen blauen Müllsack, der funktioniert. Und hinten habe ich eine Schublade, die dreht ja einfach um. So. Es geht los. Ja, warte mal, nach dem Kochen schälen. Nach dem Kochen, ist voll im Kochen. Kauft euch einen Thermomix, erst schälen, schneiden, dann mit etwas Salz aufkochen. So habe ich es bei meiner Mutter auch gelernt. Erst schälen, schneiden. Dann rein. Ja, genau, erst schälen, dann, ich glaube, wird die gehälftet oder geviertelt, ne? Aufkochen lassen, zerstampfen, Milch und Butter. Butter haben wir keine, wir werden es ein bisschen mit Olivenöl machen. Ich mag keine Butter. Mögt ihr Butter? Ich mag keine Butter. Wenn es geschält ist, mit Schale. Erst schälen, okay, erst schälen. Wir schälen einfach erst, ne? Komm her, bis du das gemacht hast, ist ja wieder Nikolaus. Wie viel Salz tut man rein? Ja, ruhig Blut. Ist das Wasser am Kochen schon? Nee, noch kocht hier gar nichts, kann man sagen, ne? Ich brauche eine... Ich schäle. Ich habe früher... Du warst der Schäler. Richtig, der Schäler. Der du hast noch nie im Leben eine Kartoffel geschält. Wartet mal. Irgendwas ist hier stimmt. Ach so, falsch rumgeschnitten, Dingens. Boah, guck mal, erster Schnitt. Sieht sehr professionell aus. Junge, mit Messer? Wie viele Kartoffeln brauchen wir? Erste Frage. Wir machen mal ein paar Kartoffeln, ich weiß nicht. Okay, wir machen ein paar Kartoffeln offiziell. Warte mal, leg mir das hier so hin. Das Problem ist immer, wenn ich früher Kartoffeln geschält habe, ist gefährlich, weil ist nachher wenig Kartoffel übergeblieben. Ja, das ist ja wirklich so. Ne? Man muss, Kartoffeln schälen ist ein Lernprozess, glaube ich. Also, ne? Oh, das war zu viel, wenn das meine Mutter sieht. Ich bin so froh, dass meine Mutter nicht so mit YouTube ist. Wenn die hier zugucken würde, dann würde ich auf jeden Fall einen Arsch voll kriegen. Marco, so hast du das nie bei mir gesehen. Aber komm, das sieht schon gut aus. Seid doch mal ehrlich, Chat. Was sagt ihr? Ich bin auch positiv überrascht, Marco. Viele wissen ja, dass ich... Ja, ich will nicht sagen 3-Sterne-Koch, aber ungefähr 3-Sterne-Koch, ne? Und viele sind jetzt auch überrascht, dass du auch kochen kannst, ne? So, eine Kartoffel, die sieht schon ganz gut aus. Ich lege die mal einfach jetzt hier beiseite. Wie viele Kartoffeln machen wir? Hast schon... Oh, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich auch, gibt es eine Speisekarte, ne? Ich mache gleich den falschen Hasen, den wir gleich machen. Den werde ich mit ein bisschen Eigenkreation bauen. Zeig mal deine erste geschälte Kartoffel. Ja, sehen beide gut aus, ne? Kann man sagen, was man will, wenn das nicht zwei sympathische Kartoffeln sind, ne? Sollen wir ganz rein oder halbiert? Wir sind auch zwei sympathische Kartoffeln. Sollen wir das ganz oder halbiert rein? Ey, wir müssen erstmal unsere Eier kochen. Ach ja, erst Eier. Aber nicht, wir kochen Eier und Kartoffeln nicht in einem Topf gleichzeitig. Die Kartoffeln bereiten wir jetzt gerade nur vor. Wir müssen jetzt erstmal. Dann warte, ich hole mal hier wir tun die Kartoffeln hier rein. Weil wir müssen gleich den Backofen aufheizen, weil unsere Kartoffeln sind ja schneller fertig wie unser falscher Hase. Der falsche Hase muss ja. Ey, die Kartoffeln sehen echt gut aus, ne? Hätte ich nie gedacht, dass ich darüber mal... Ja, schneiden wir noch einen und erzähl nicht so viel. Sieht aber... Also, 5 Kartoffeln machen wir quasi. Ja, 5 ist immer eine gute Zahl, bin ich der Meinung. Micha, du bist Sternekoch. Micha ist 3-Sterne-Koch. Endlich spricht's mal einer aus, ne?
Die falschen Hasen, deswegen, man muss jetzt bei der Küche auch immer darauf aufpassen, dass wir die richtigen Vorbereitungszahlen haben. Weil hier passieren auch viele Sachen gerade parallel. Und genau, weil wenn wir jetzt, wir müssen ja als allererstes die Eier erstmal kochen. Eier sind wichtig. Wir jetzt auch gekochte Eier kochen, also gekochte Eier kaufen können. Wir haben uns aber entschieden, wir machen alles live, wir haben nicht mal ausgepackt. Und auch mit Liebe und selbst. Hier ist, ja, und das wird ja auch groß geschrieben hier, mit Liebe und selbst gemacht, wird groß geschrieben in dem Haushalt. Ich glaube, aus den Kartoffelschalen konnte man früher auch was machen. Ah, wie lange ist das her, wo ich das gesehen habe, hier mit Kartoffelschalen? Was für Essen oder so? Nee, ich glaube Kartoffelschalen. So Schuhcreme, glaube ich. Aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, unter den Schalen sind die meisten Nährstoffe. Und eigentlich schneiden wir das immer aus. Das ist für Kompost, glaube ich, auch einfach gut. Ne? Ich bin am überlegen, einen Kompost in mein Schlafzimmer, also nicht mein Schlafzimmer, aber hier in die Wohnung zu machen. Wäre schon dumm, glaube ich. Ne? Lieber was machst du denn hier? Wollen wir heute noch fertig werden? Oder? Ja, ich brauche kochendes Wasser. Wasser braucht auch seine Zeit. Ach, Junge. Was hat man denn mit Kartoffelschalen gemacht? Nadine Hilf lese ich hier schon. Ey, das ist gut, was wir hier machen. Ey, viele von den Leuten denken sich jetzt wahrscheinlich krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die so weit kommen. Ne? Wir sind bei Level 3 quasi. Falscher Hase ist ein Hackbraten, genau. Und den Hackbraten bauen wir gleich. Also ich baue den gleich. Ich habe mich schon so ein bisschen eingelesen. Ich werde also keinen Bettigel machen. Wir werden so eine kleine Figur, werden wir hier. Aber du musst ja entweder für einen Audi, also so ein Audi 80 aus Mett machen. Nee, auf gar keinen Fall. Wir werden, vielleicht machen wir einen liegenden Marco mit dem großen Bauch. Aber dann müssen wir nur ein Ei reinmachen. 5 Kartoffeln sind zu wenig für Püree. Okay, Jungs, okay, ich lasse mich gerne überzeugen. Da schreibt einer rein, ganz wichtig, hoffentlich habt ihr Muskatnuss, sonst schmeckt das Püree nicht. Natürlich. Was natürlich? Wer hat daran gedacht? Ich habe alles da. Muskatnuss ist am Start. Muskatnuss ist da, ne? Jetzt haben wir's, jetzt ist es raus. Muskatnuss ist offiziell vorhanden. Deckel auf den Topf. Chat, muss man Deckel draufpacken? Ja oder nein? Fragezeichen. Das Wasser muss kochen. Wie lange muss die Eier drin sein? 6 Minuten, habe ich das richtig in Erinnerung? 6 Minuten? Ja, ne? Ja, sollen wir einen Timer stellen oder können wir das nach Gefühl machen? Ich sag, wir brauchen keinen Timer, wir haben Erfahrung. Wir brauchen aber hier, das wird die längste Schale. Oh, scheiße, ist abgegangen. Ich war so gut vorbereitet. Muss man eigentlich das schwarze... Deckel drauf, richtig? Raus? Deckel drauf. Ne? Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, Micha, mach lieber den Deckel drauf. Ist drauf. Deckel ist offiziell vorhanden. Die geschälten Kartoffeln waschen, das macht der Micha gleich. Danke erstmal. Mortamax ist bei mir beim Stream. Die schwarzen Stippen schneidet man die... Warum ist das hier so hell? Das ist alles überbelichtet. Das ist nicht über... Das ist. Aber hier sind so schwarze Stellen drin. Muss man die rausschneiden? Oder ich kann gut. Soll ich die Kamera ein bisschen dunkler machen? Ich kann die um eine Stufe auch dunkler machen. Machen wir eine Stufe dunkler. Ich glaube, das Chat ist ein bisschen hell, ne? 3 bis 5 Kartoffeln auf 1 Kilo Fleisch pro Person. Ist eine Stufe dunkler jetzt offiziell. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ah, guck mal, jetzt seht ihr das auch. Seht ihr die Stippen da drin? Lässt man die drin? Kann man die drin? Oh, Alter, Wasser kocht. Langsam, jetzt ist kurz davor, kann man sagen, ne? So, wir müssen unsere Eier rein. Kochendes Wasser. Guck mal auf die Uhr, dass wir das haben. Wir haben offiziell, Chat, nehmt euch Zettel und Stift, schreibt auf, offiziell 20.56 Uhr. Es geht los. So, wir haben jetzt hier 6 Kartoffeln. Chat, reicht 6 Kartoffeln? Wir wollen eine Püree nur als Beilage. Ihr wisst, Fleisch ist hier die Hauptgericht. Wir sind zu zweit, ey. Das ist das. Ja, wir müssen gleich... Wie viel sollen wir denn essen? Wenn ich muss Nadine gleich noch hierher kommen, muss testen. Aber Nadine hat schon gegessen. Nadine hat sich heute, kann ich verraten, Chili con Carne gemacht. Und ich durfte nicht mitessen. Sag, Eier langsam heute. Rein. Hast du die langsam reingetan? Ich, Junge, ich... Oh gut. Ich wollte es mit dem Meister. Ja, ich wollte es nur mal klarstellen. Auch Kartoffeln an der mit wenig Wasser kochen und klein gewürfelt. Okay, die Kartoffeln mache ich gleich noch klein. Also für Kartoffeln muss ich... Aber reichen 6 Eier? Reicht, ne? 6 Eier? Oh, wir sind zu zweit. Wir sind zu zweit. 10 Minuten. Rausschneiden, okay? Dann schneide ich die dunklen Stellen muss ich das auch raus? Zeig mal. Ja, lass mich mal machen. Ich mach das. Weil hier sind auch noch ein paar. Aber du kümmerst dich. Ja, das sind Marco, ja noch gar nicht. Marco ist nicht der Grobmotoriker. Marco ist heute für die feinfühligen Sachen bereit, ne? Zuständig, ne? Das 15er Restaurant. Könntest du dir vorstellen, ein Restaurant zu führen? Nein, jetzt habe ich aber zum Beispiel, das tut mir jetzt zum Beispiel gerade leid, alle Restaurants, also alle Leute, die jetzt Restaurant, wie heißt das, wie man es ausspricht? Hoteliers, Restaurants haben und die jetzt quasi unter Corinna leiden, das tut mir echt fürchterlich leid, ey. Das ist also wirklich, boah. Aber könntest du dir vorstellen, einfach in der Gastro irgendwas zu machen? Ja, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon. Jetzt habt ihr die Antwort, ne? Falls jemand sich schon mal die Frage gestellt hat. Also wenn Marco bald nicht mehr, wenn ich bald nicht mehr kann, jo, ich mach das. Micha, würdest du mir bitte die Schalen entsorgen? Natürlich.
So, wir haben uns jetzt für 6 Kartoffeln entschieden. Das wird für ein bisschen Kartoffelpüree reichen. Ah ja, richtig. Wir müssen das auch... Eier kochen übrigens ab genau jetzt, ne? Offiziell 20.58 Uhr. Eier sind... Ja. Ja, wenn wir die 10 Minuten drin Eier sind die gut. 6 Minuten 30 Eier. Nee, das müssen wirklich gekochte Eier sein. Dann können wir auch... Wasser über die Kartoffeln, sonst werden die nicht braun. Mehr Eier? Nein, wir müssen für unsere falschen Hasen... Nicht mehr Eier, Alter. Für unsere falschen Hasen brauchen wir auf jeden Fall nur 2 Eier. Guten Abend, ihr kochenden Streamer. Ey, Fluffsqueaker, ey, danke für 2. Ey, kenn ich Fluffsqueaker auch bei mir im Stream immer. Fluffsqueaker, der echte. Wie wär's mit einer Speisekarte? Nur das schwarze Essen. Nadine, du bist verloren. Salz ins Kartoffel. Hier sind noch keine Dinge. Warte mal, wir können das zeigen. Hier sind noch... Oh, mal kurzer perspektivischer Stream. Hier sind erst die Eier drin, Chat. Hier sind noch die Eier drin. Seht ihr? Erst sind hier die Eier drin. Noch sind keine Kartoffeln im Dingens, ne? Boah, Haare habe ich mir heute. Egal, Haare ist auch egal heute. Du siehst auch verwirrt aus. Ey, Junge, ich bin so wie ich zu Hause rumlaufe, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. So, wir können aber eigentlich schon mal. Mach schon mal den Backofen auf 180 Grad. Soll ich schon mal den. Boah, ey. Ja, wir müssen hier mal eine Stufe runterstellen. Mach mal ein bisschen runter. Was ist da drin? Da drauf. Mach mal auf 5 für Dingens, ne? Weißt du. Oh, Junge, ey. Na, warte mal, das kann ich ja gar nicht so weit wegstellen. Ey, beruhig dich, da passiert nichts. Das ist nur Wasser. Ich brauche deine Auflaufform. Ist nur heißes was. Auflaufform? Ja, deine Backform. Ich brauche, wo ich das die erstmal brauche ich... Die, Wohnzimmer, so, meinst du? Wir brauchen Zwiebeln. Rote Zwiebeln? Ja, Zwiebeln. Ich hoffe, du hast Zwiebeln da. Du Zwiebeln sind vorhanden. So, für den Fall... Das ist doch richtig falsch. Das ist falsch. Ja, lass dich nicht verwirren, das Marco. Das ist nicht falsch. Leb dich aus, mach, was du für richtig hältst. Ne? Ich brauche, wo sind denn... Was so, suchst du? Ich habe gesehen, falsche Hase. Ich habe geschnittene Champignons. Ich habe aber auch frische Champignons. Was kommt jetzt in so ein Ding rein? Und dann habe ich was gelesen mit einem Brötchen bröseln. Das muss man irgendwie gleich anlegen. Ich brauche erstmal eine Schale, wo wir das mit reinmachen. Das soll alles... Das halb und halb. Eine Schale. Erstmal, komm her. Ich will nicht sagen, dass das komisch, jetzt schon von den Zutaten komisch ist, ne? Aber ist schon ein bisschen komisch. Also, ist ehrlich ein bisschen komisch, ne? Aber egal, ich lass mich überraschen. Wenn du die Wahl hättest, rote Zwiebeln oder normale Zwiebeln? Ich hätte die normalen Zwiebeln genommen. Ja, ich habe jetzt rote, ne? Was machen wir jetzt? Ich hol schon mal die Schale. Eigentlich, ich muss für die Schale ins Wohnzimmer, aber ich glaube, man hört mich immer noch, ne? Ich weiß nicht, ob er mich hört. Wahrscheinlich hört er mich. Man merkt, dass der Micha halt immer öfter bei Mama ist. Ich glaube, so richtig hat er auch noch nie gekocht. So. Ah, warte, ich pack die kurz aus. Ich bin nicht so der Fan von den roten Zwiebeln. Ich glaube, das ist auch eigentlich jetzt fehl am Platz. Ich finde rote Zwiebeln zum Beispiel, wenn ich die Wahl hätte, welche Zwiebel ich auf eine einsame Insel nehmen würde, würde ich, sag ich dir ganz ehrlich, Dingens, ne? Würde ich die roten Zwiebeln auf die einsame Insel nehmen und nicht die normalen Zwiebeln auf die einsame Insel, ne? Egal. So, wir brauchen auch gleich Zwiebeln für deine Burger. Ich denke, da willst du auch Burger essen. Ich schneide das jetzt erstmal hier schön klein. So, kurzer Auspackstream. Boah. Boah, Junge, wenn da dir das runterfällt. Boah. Ich sag euch ganz ehrlich, ich bin mir der ganzen Sache noch gar nicht bewusst, was wir hier eigentlich machen. Dass jetzt hier Leute live zugucken, wie wir was kochen. Hier kann man auch noch was lernen in dem Stream. Ne? Wir sind ja auch für Bildung bekannt. Unser Kanal ist ja auch für Bildung. Ich brauche aber noch eine Schale, wo ich alles vermengen drin kann, Micha. Vermengen? Ja, ich brauche wie so eine Salatschüssel für dich. Für dich, du nennst das Salatschüssel. Ja, ist vorhanden, ne? Ja, dann such mir die mal bitte. So, Salatschüssel kommt. Große, kleine? Wirst du jetzt das Met so richtig kneten und alles? Ja, ich muss das ja machen. Ach, wir müssen ja für... Hygiene wird hier auch sehr hoch groß geschrieben. So, ja, das meinst du wahrscheinlich, ne? Das Salatschüssel ist vorhanden, Chat. Salatschüssel ist da, kann man sagen, ne? Ist da. So, dann gib her deine Salatschüssel. Stell mir die mal hier hin. Marco baut einen 5-Zylinder Hackbraten. Sascha Stiller. So, Zwiebeln sind im Topf. So, zeig kurz die Menge. So sieht's aus. Falls der eine oder andere sich fragt, wie sieht's im Topf eigentlich aus? Ne? Jetzt habt ihr es gesehen. Das ist kein Topf, das ist eine Schale. Schale meine ich halt nicht. Darf ich mal einmal ganz kurz hier gucken, wie viel gucken uns gerade? Ajimeje, 4000 Menschen gucken uns bei Kochen zu. Ich kann es immer noch nicht glauben. So, wir brauchen aber auch Hack. Hast du jetzt mit den Zwiebeln hinten an meine Maus gepackt, ne? Mit den Zwiebeln hinten an deine Maus gefasst. Nochmal. Aber wir brauchen ja auch für die Burger gleich noch. Aber ich habe auch viel Hunger. Also der Hackbraten. Ach du Scheiße.
Reicht das für... Ja, aber was soll ich mit... Jetzt kannst du auch alles rein. Nein, nein! Stopp. Wir brauchen ja noch die für gleich, ne? Mit. Ja, ich mache wieder ein bisschen was zurück. Ah, oh, Junge, ey. Ich will nicht sagen, dass das so ein bisschen gematscht gerade ist, aber es... Das ist wert, das Mensch. Ich brauche... Guck mal hier, das reicht für 2 Burger-Patties. Mhm. Na komm, mal ein bisschen mehr, weil du hast ja auch Hunger. Oh, Junge. Du musst... Oh, nein. Alles auf dem Boden. Das kann man nicht mehr nehmen. So, das ist... Das ist eine gute Handvoll, das reicht für Micha. Läuft bei euch gut. Ey, David, danke für 20. So, was brauchen wir jetzt? Wir haben das. Jetzt brauchen wir Senf. Haben wir da. Wie lange müssen die Eier kochen? Wichtige Frage, ne? 10 Minuten oder 8 Minuten. 8 Minuten. Wie funktioniert das? Jetzt brauche ich einmal eure Hilfe. Mehr Zwiebeln für 1,5 Kilo Hack? Hände vorher waschen. Habe ich vorhin schon gemacht. Willst du es einfach zu wenig Zwiebeln. Komm, ich mach mal. Hast du nicht gerade in der Werkstatt geschraubt? Ich habe heute sogar, ich war gerade noch vor dem Stream, ich war gerade in der Werkstatt und vor dem Stream habe ich extra geduscht und habe mir gefühlt eine Stunde lang die Hände geschrubbt. Naja, ne? Da, wir werden es überleben, glaube ich. Ich wollte gerade sagen. Also ich habe mir die Hände gewaschen. Oh. Aber wir wollen ja nicht auch nur aus Zwiebeln bestehen. Nee, noch ein rotes Ei für die Bindung, sehe ich gerade. Enunciano 84, danke für 5. Das wollte ich wissen. Was? Ich habe Brötchen geholt. Was mache ich jetzt da rein, dass sich das gleich gut bindet, dass mir das, wenn das im Backofen ist, nicht auseinanderfällt? Weil wir müssen ja gleich was vorbereiten. Und ich sage euch, ich habe das jetzt schon vor Augen. Das ist so wie meine Autos, wenn ich die umbaue. Ich habe die ja vorher mal schon vor Augen. Ich habe noch gar nichts vor Augen. Ne? Für mich sieht das gerade alles ein bisschen komisch aus. Aber wir lassen uns überraschen. Ne? Marco darf sich hier heute austoben, Chat. Ne? Für Marco ist das eine riesengroße Spielwiese hier einfach nur. Ich brauche nur mal wissen, wie mal... Mehr Zwiebeln. Brötchen habe ich da. Muss ich die Brötchen... Hier steht... Also ich meine, ich hätte gelesen, du musst die Brötchen nass machen. Eier sind fertig. Eier fertig? Eier müssen fertig sein, Chat, ne? Eier müssen meint ihr, fertig Eier, sein. Können wir für die Kartoffeln das Wasser benutzen? Nein, Alter. Nein, warum nicht? Das ist nur gekochtes Wasser. Aber das ist auch Eierschalenwasser dann, ne? Einfach Ei rein. Wie viele Eier muss ich in die Menge reinmachen? Eier raus. Ich mach die Eier raus, Chat. So, hier nochmal die Zwiebeln rein. Also jetzt haben wir auf jeden Fall eine ganze Zwiebel auf. Ich sag mal, das ist ein gutes Kilo Hack. So. Eier sind fertig. Chubia 48, danke für 5. Eier sind fertig. Ich kümmere mich um die Eier, Chat. Ne? So, das haben wir, das haben wir. Micha, du musst hier mal einmal für mich hier. Wir müssen einmal den Streamer machen. Wenn es einen Punkt gibt in diesem Stream, wo ich mich verbrenne, dann jetzt. Ne? Ja, die Eier brauchen wir, die müssen wir gleich schälen und innen unser. Wo ist denn der Müll, aber dass ich den auch mal sehe? Oh. Michael? Warte kurz. Oh, Junge, ey. Ah, da. Oh. Oh, das ist der. Ja, ich hab das Richtige gefunden. Er hat genau in den. So, in den jetzt haben wir aber immer noch das Problem. Ich hätte 2 Brötchen da. Oh. Eier rein und Brötchen im Wasser. Früher im Wasser einweichen. Wartet. Hier habe ich 2 Brötchen. Was soll ich damit jetzt machen? Die kann ich doch nicht ins Wasser legen. Brötchen ins Wasser legen? Nein, das ist falsch. Brötchen ins Wasser legen? Brötchen einweichen und danach ausquetschen. Was hast du vor, Alter? Eier bitte abschrecken, Micha. Ich schreck die Eier ab, Chat. Ich mach euch keine Sorgen, hier wird richtig geschreckt. 2 Eier ins Hackfleisch schmeißen, Brötchen mit Wasser einweichen. Teelöffel Senf ist da, weiß ich. Kommt. Senf. Haben wir geholt. Hat Micha natürlich auch nicht am Start. Doch, Senf ist im Kühlschrank. Ja, aber habe ich auch erst geholt. Gewürze müssen auch in den Kühlschrank, nach meiner Theorie. Ein bisschen Maggi müsste rein, glaube ich. So, ein Teelöffel. Ja, wir machen, guck mal hier. Das ist bei mir, ja, das ist ein Teelöffel. Boah, Junge, ich hab noch nie in meinem Leben Eier so krass abgeschreckt wie jetzt gerade, ey. Die Eier haben sich richtig. Ich deine Eier nicht ab. Brötchen ins Wasser reinigen und ausdrücken. Brötchen ins Wasser und Milch. Wir haben Wasser und Milch da. Okay. Wasser und Milch sind da. Ein oder zwei Brötchen. Auch Eier mache ich gleich auch rein. Brötchen, was? Brötchen in Milch einweisen. Einweisen. Brötchen einweichen, das Brötchen mit Wasser. Milch, kein Wasser. Okay, dann machen wir Milch. Okay, Milch. Okay, Jungs, ein oder zwei Brötchen, das muss ich jetzt so wissen. 1 Kilo Hack, 1 Brötchen. Danke, Chat, ihr seid die Besten. Ey, bis jetzt läuft's gut, ne? Bis jetzt brennt noch nichts. Eigentlich läuft alles gut, ne? Noch ist alles, keiner hat sich geschnitten. Ich nehme jetzt irgendeinen Topf hier. Was willst du jetzt, Brötchen?
Das fände ich immer zum Beispiel komisch, einfach Brötchen mit Wasser abzugießen. Aber irgendwie macht man das ja so, ne? Also ihr seid euch sicher? Milch? Keine Milch? Boah, das ist so ein Punkt, wo man jetzt entscheidet, ob es später Durchfall gibt das oder wird, nicht. Das wird jetzt... Ja, das hier... Boah, du krass. Nee, Alter. Mach das sicher. Wir haben auf jeden Fall... Du kriegst... Jetzt sage ich es einfach laut. Marco hat 100% später Durchfall und heult dann später wieder rum. Also ihr werdet merken, wenn morgen um 10 Uhr kein Frühschoppen bei uns in der Firma ist, dann ist dieser Stream im wahrsten Sinne in die Hose gegangen. Ja, auf jeden Fall. Ey. So, hast du Maggi hier? Natürlich nicht. Jetzt frage ich mich... Aber ich habe Balsamico. Mein, die Brokkoli, das ist kein Salat. Aber oh, Maggi was mache ich jetzt mit dem Brötchen? Brötchen geht beides. Brötchen schneiden? Oh, das habe ich vergessen. Brötchen schneiden, das habe ich natürlich jetzt vergessen. Verlieren? Ach, boah, jetzt ist auch noch eine Matscherei. Egal, ne? Es gibt Höhepunkte und Tiefpunkte in so einem Stream und das ist halt jetzt so ein Mittelpunkt, ne? Boah, Junge, ey. Au, jetzt haben wir fast den Finger gepiekt. Das sieht so eklig aus. Egal, wenn es schmeckt, wird es schmecken. Ne? Das ist jetzt die Weisheit des Tages. Aber wie? Kein Maggi, kein Maggi. Einweichen Maggi. Lassen. Kurz drehen, ausdrücken, das muss einweichen. Habe ich gemacht. Das legen wir jetzt dahin. So. Das so. Das ich weiß, das muss ich jetzt hier erstmal rühren, dass ich hier... Egal, ne? Manche... Boah, Junge. Aber ey. Boah, das sieht. Einfach, zeig mal nur kurz für den Zwischenstand, damit Leute wissen, was. Aber ey, achtet auf das Fertige. Tu mal einen Gefallen. Wir müssen gleich. Das ist ja schon mal vorfach. Aber es riecht schon nicht schlecht. Es riecht nach Senf, ne? Senfzwiebeln riecht wirklich nicht schlecht, ne? Ich sag euch, das wird das Gericht des Todes. Wieder, die dritte. Ist das eine Hauptspeise? Oder das ist eine richtige krasse Hauptspeise. Okay, Chat, wir sind bei der sogenannten Hauptspeise langsam, ne? Milch ist falsch. Brötchen scharf anbraten. Jungs, macht uns nicht schwach. Das muss doch essen. Bisschen WD-40 rein, ne? Backpulver ins Hack. Paprikapulver, ja, das habe ich gelesen. Paprikapulver habe ich, glaube ich. Weiß ich nicht. Pommesgewürz ist was? Paprikapulver. Offiziell, ja. Noch nicht mal. Komm, mach mal bitte mehr Senf. Mehr ich habe schon, ist schon ein guter Schuss Senf drin. Man sagt ja einen Esslöffel. Boah. Bitte die Hände nass machen, ja, ist zu spät. Salz, Pfeffer kommt gleich noch. Marco, ich hätte den Ring abgemacht. Das ist der sogenannte Kochring. Der sogenannte, wir schmecken am Ende ein bisschen. Jetzt erklär mir aber nochmal, wann bringe ich die Ei ins Hack? Das kommt auch. Wie bringe ich jetzt die Brötchen da rein, Jungs? Knoblauchpulver nehmen. Das ist komisch, ne? Also ich. Wenn du die Wahl hättest. Mach mal ein bisschen Pulver rein, bitte. Was ist komplizierter für dich? Mach mal. Was ist komplizierter für dich? Ein Auto umbauen oder das? Ja, mach mal da rein. Redest du, sag stopp. Junge, das ist fast ein Kilometer. Was machst du da? Das ist kein Brötchen. Ja, dann sag stopp. Okay, dann gehen wir jetzt aufs Ganze. Ja, weiter. Guck aber auch hin. Ja, ich guck doch. Ja, das mache ich mir auch ein Brötchen. Okay. Reicht erstmal. So, jetzt rühre ich ein bisschen. Boah, Junge, das wird komisch, ne? Das wird, ich sage dir. Ach du Scheiße, ey. Brötchen mit einkneten. So, Micha, ich brauche die Brötchen jetzt. Kannst du mir die rausziehen? Ey, da seid euch sicher? Okay. Chat ist. Aber das ist sowas, was man nicht jeden Tag isst, ne? Kann man sagen, ne? Willst du beide da rein? Na, steht dabei. Ich reiß das jetzt klein. Boah, Alter, ey. Ich glaube, das gibt nachher die Bindung, richtig? Ja, die Bindung. Denkt an die Bindung. Die Brötchen müssen weich sein. Die Brötchen sind weich. Brötchen ausdrücken, ja. Das habe ich jetzt noch nicht ganz so gemacht. Warte, komm hier, ich drücke sie vorher aus. Also, ey, das ist schon, aber schon komisch. Das ist schon, also es wirkt schon falsch. Denkt an die Kartoffeln, die müssen dringend... Ach ja, Kartoffeln müssen wir noch kochen, ja. Ne? So, jetzt an die Kartoffeln. Ey, guck mal hier, das lässt sich gut. Es ist ein bisschen eklig, gebe ich zu. Und endlich, endlich teilen wir uns diese Meinung gerade. Mehr Flüssigkeit. Timon und Pumba kochen, herrlich, ja. Komm, jetzt seid mal ehrlich, wer zeigt so, wie er kocht? Also es ist auch von der Thematik, muss man auch an der Stelle einfach sagen. Also es ist ein bisschen Autokanal vorbei, ne? Ja, ein bisschen, ne? Noch ist kein Motoröl muss jetzt drin. Wirklich noch ein Ei rein? Rohes Ei zur Bindung. Rohes Ei ist wichtig. Eins oder zwei? Was soll das denn werden? Das fragen wir uns ehrlich gesagt auch, ne? Das wird falscher Hase. Also ich möchte jetzt falschen Hase machen.
Und Micha soll das Rezept googeln. Wir brauchen kein Rezept, Chat. Wir machen Erfahrung. Ohne Rezept. Profis brauchen kein Rezept. Da fehlt was. Nein, da fehlt auf jeden Fall das, was ihr geschrieben habt, fehlt ihr nicht. Das ist Selbstkochen. Wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Richtig, keines, genau. Das ist das, wenn ihr Zeit habt, dann kocht ihr nämlich. Da braucht ihr euch nicht die Brühe da reinkippen. Richtig. Hier lernt man nochmal was. Und ich sag euch, wenn das nachher nicht lecker aussieht, dann bin ich ein bisschen traurig. Ganz ehrlich, naja, ich bin mal mehr als gespannt, dann kann man in dem Moment jetzt auch nicht sein. Ne? Ich bin mal gespannt, das wird interessant. Ne? Aber ich habe das auch noch nie gegessen. Mach mir mal ein Ei rein. Schaffst du ein Ei aufzumachen? Muss jetzt ein Ei rein, ja oder nein? Muss ein Ei rein? Salz und Pfeffer brauchen wir gleich. Salz und Pfeffer, ja. Salz, Chat statt Rezept. Genau, Chat statt Rezept. Das ist kein falscher Hase, das ist ein Chaos. Marco, lass dich nicht verunsichern. Ich lass mich überhaupt nicht verunsichern. Mach, ich sag dein euch, Ding durch. Ich sag euch, ich trete auf jeder Kochshow mit auf. Ich bin dabei. Wir betteln uns. Junge. Ey, und ich freue mich so herbe darauf. Nimm mal bitte die Eier aus dem Dings. Die Eier legt mal irgendwo hin. Dann müssen wir jetzt langsam das Wasser aufsetzen für unsere Kartoffeln. Die Kartoffeln müssen wir aber noch schneiden. Eigentlich wäre das mal Aufgabe. Ach komm, ich mach das auch, Micha. Was willst du machen? Ich kann doch auch. Viele denken sich ja, Micha, kannst du denn überhaupt kochen? Natürlich, natürlich. Ich will auch. Der Micha macht gleich die Burger. Ich leg's hier hin einfach, ne? Du, dann hast du's. Boah, Junge, alles voller Mett und Senf. Ne? Gib mir mal das Handtuch, der. Boah, Junge. Das ist jetzt mein Handtuch, mein persönliches das ist, Handtuch. Die Küche wird gerade das zweite Mal so richtig eingeweiht, kann man sagen. Ne? Wie machen die das immer, die Profis? Ja. Ich habe eine Kochschürze. Ja, ich jetzt auch. Ich hab guck mal, so machen Profis doch auch, oder? Zack, guck ja, mal. Jetzt voll wenn wir jetzt nicht professionell aussehen, weiß ich nicht, ne? So, ein Ei oder zwei Eier? Zwei Eier, okay. Sechs Eier rein. Nee, das ist zu viel. Nee, war Spaß. Zack, ein Ei. So, Salz und Pfeffer haben wir noch hier stehen. Lieferando-App. Ey, ich sag euch, das wird gut. Zwei Eier sind drin jetzt, ne? Zwei, ah, das sind die beiden. Ich glaube, ich habe Matt an meiner Tastatur, an meiner Maus. Mit an meinem Headset da hinten, was da. Ach, so, bisschen Scheiße. Pfeffer. Junge. Ein kurzer Zwischenstand, damit ihr auch ja, mal. Ruhig, das ist doch noch nur gar nicht. Ein Zwischenstand. Wir nehmen die Leute ja mit auf die sogenannte kulinarische Reise, ne? So, Muskatnuss darf nicht fehlen. Eieiei. Das ist zu große Öffnung. Mhm. Muskatnuss ist so ein Gewürz, das hat man nicht auf dem Schirm, aber wenn man es mal benutzt, ist es gut. Ne? Das ist so. Wie gesagt, wir haben hier ein Kilo circa, das ist, ich glaube, ich bin im Abschmecken, ich kann das jetzt nicht so dran rumnuckeln, aber das ist, glaube ich, okay. Marco bei Grill den Henster, ey, danke für 50. So, ich habe gelesen, dass da frische Champignons rein sollen. Ich glaube, wir lassen, sollen wir Champignons, magst du Champignons? Wir haben doch Champignons, oder nicht? Ja, sollen wir Champignons da reinmachen? Salzbrot. Ich sag dir ganz ehrlich, ich kann mir unter dem Gericht eh nichts vorstellen, deswegen kannst du da rein theoretisch reinmachen, was du... Weil du es nicht essen wirst? Ich werde es probieren, natürlich, auf jeden Fall. Was ich auch noch wissen muss, Chat, wer schon mal einen falschen Hase gemacht hat, also Hackfleisch, muss der Backpapier nachher in die Form, kann man das einfach reinlegen, klebt das fit? Muskatnuss ins Püree. Masse sieht gut aus, guck mal, viele sagen, Masse sieht schon gut aus. So, Salz, darf man nicht vergessen. Keine Sorge, das wird nicht versalzen. Nee, ich habe überhaupt keine Sorgen, merkt man. Ne? Ich hab gar, du hast richtig Sorgen. Muss das Ober-Unterhitze sein, weißt du das schon? Ober- und Unterhitze. Keine Pilze rein. Ich bin auch der Meinung, da gehören keine Pilze rein. Pilze sind. Bei wie viel Temperatur? Falscher Hase. Mir geht es darum, um die Auflaufform, ob wir die nachher. Ob wir da nachher Fett reinmachen müssen, ob wir das gleich da reinlegen können. Dann muss ich ja die Form machen für die beiden Eier vorbereiten. WD-40. Kein Backpapier direkt einfetten. Micha, bereite du das schon mal vor? Öl das oder Fett? Wir haben natürlich hier kein Butter. Keine Butter da. Butter ist in diesem Haushalt nicht erlaubt. Wir werden das schon machen, Marco. Mach dir keine Sorgen. Ich kümmere mich um den Teil. Konzentrier dich aufs Wesentliche. Ich mach den Rest. Kannst du gute Frikadellen machen? So, ich mache mir jetzt mal die Hände nass, weil das habe ich gesehen. Muss 250 Grad? Boah, als ob wir das... Nee, 200 Grad. So, jetzt muss ich die Eier noch hier verrühren. Oh, ja, ja, ja. Boah, Junge, ey. Ey, das wird gut. Ich kenne, also neben Menschen... Hört sich, hört ihr das, Chat? Das hört sich boah, schon. Ey, Junge, Alter. Es ist mal was anderes, ne? Offiziell jetzt, ne? Ja, aber ey, jetzt kriegt das eine gute Konsistenz, merke ich. Margarine, wir haben keine Margarine.
180 Grad. Stimmt, ich könnte ja schon mal die Form waschen. Das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um auch mal die Form zu waschen jetzt. Ne? WD-40 eingefettet. So. Mit Margarine einreiben. Ja, wir müssen das leider mit Öl und Fett machen. Ey, ich sag euch, das sieht gut aus. Ich glaube, der falsche Hase wird ein Killer. Das ist gut. Hast du das mit Öl eingerieben? Noch nicht. Kommt jetzt. Ich werde nur so. Wir machen auch nicht so viel Öl da rein, oder? Das soll ja eigentlich nur nicht. Das musst du das, ne? Genau, dass das nicht anbrennt. Du musst das eigentlich. Sag, kannst du dir das. Ja, nee, du mach rein, Schluck. Ja, das ist keine Wissenschaft. So, jetzt nimmst du dir einen Zever. Ich mach das schon, Marco, entspann dich, ich regel das. Ich habe alles im Griff. Eierkochen nicht vergessen, ist schon erledigt. Eier haben wir erfolgreich gekocht. Man muss auch mal über Erfolge reden. Wir können uns auch auf die Schulter klopfen. Eier sind gut gekocht. 180 Grad Umluft, ne? Ober-Unter-Umluft. Reib das schön ein, dass ich reibe. So, ich glaube, das ist hier gut vorbereitet. Ich meine, das war sehr wenig Salz, aber wir können es uns ja. Du kannst es abschmecken. Ja, ich habe. Oder magst du Matt nicht abschmecken? Nee, oder findest du einfach, dass das Gesamte nicht so appetitlich gerade aussieht? Das wird gut. So, pass auf, ich zeige euch das. Nee. Ich mach das. Kurzer Vorzeigestream. So sieht's aus. Das Brät. Heißt das so Brät? Sieht's aus, Chat. Wenn ihr jetzt keinen Appetit bekommt, dann weiß ich auch nicht, ne? Bei dem Anblick. Wir müssen auch langsam die Kartoffeln auch kochen. Ne? Ja, die Kartoffeln müssen jetzt kochen. Wie lange brauchen die Kartoffeln? Ich glaube, Kartoffeln brauchen auch. Die Kartoffeln müssen wir erstmal klein schneiden, mein Freund. Und auch waschen. Ja, das ist richtig. Oh, wir haben viel vor. So, hast du das jetzt da eingeölt? Es ist sehr eingeölt. Perfekt eingeölt, kann man sagen. So. Jetzt willst du auch eine Figur daraus machen, oder? Ruhig blutbrauner. Marco ist aufgeregt. So. Ach, oh, ich glaube, das wird groß. Personen? Das wird. So, wir werden. Für zwei Personen. Ich werde das, ne? Wie so ein Schlauch machen. Ach du Scheiße. So, wir müssen jetzt die Nester für die Eier bauen. Was? Wie was? Das ist falscher Hase. Du weißt doch nicht mal was. Du hast nicht mal gegoogelt, was falscher Hase ist. Nester für Eier bauen? Ja, die Nester. Die kommen ja da rein, richtig? Die kommen ja da gleich. Du schäl mal die Eier. Ich schäl die Eier, ne? Micha, die Kartoffeln, ich wasche, Chat. Ich wasche, halbiere und koche jetzt Kartoffeln. Brauchen wir die Eier. Erst die Eier. Eier sind, hier haben sie, hast du doch. Ja, die brauche ich geschält, soll ich die mit Schale reinlegen? Ich mach das. Ich kümmere mich ums Wichtige auch, ne? Oh, das ist. Hast du schon eine Form, die du machst? Bei mir wird das aussehen wie ein Brot. Nee. Doch. Mach was Cooles draus. Audi 200, Audi 100, Audi 100 Avant. Irgendwas Cooles. Wir haben das Doppelherz. Pell mir die Ohren. Das ist richtig. Marco bereut das gerade so, Annalise. Hey, Micha, lass einen Kochstream machen bei dir aus der Wohnung. Wir versuchen mal was anderes. Ja. Der Versuch ist nicht schlecht, ne? Leute, ich habe mal gerade Gedenkpause. Ich habe mal versucht zu lesen, aber ich kann nicht beisagen. Ich hoffe, ich pell mir jetzt die Eier. Also, ich bin dabei. Boah, jetzt habe ich es gemerkt. Schäl bitte die gekochten Eier. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt ist es auch bei mir angekommen. Pellen, nicht schälen. Eier sehen gut aus, ne? Man muss auch, ja, wie gesagt. Schaffst du es denn heute? Ja, ich mache das immer ordentlich. Willst du nicht drum rumbauen schon mal? Oder wie willst du das machen? Ich bereit, Junge, lass mich machen. Ich war früher Sternekoch. Viele wissen das ja nicht, ne? Du kannst ja auch ruhig. Das wird ein Geschmackserlebnis. Guck mal, ich fasse das jetzt einfach an. Nee, ich kann das nicht anfassen. Also, im ersten Moment denkt man, dass das komisch aussieht. Sag ich euch ganz ehrlich. Im zweiten Moment. Warte ab. Ist das fertig? Und ich mach dir noch ein kleines Leckerchen. Das wird richtig. Das wird die Explosion. Guck mal. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ich frage mich echt, wie viele Leute sich jetzt denken, boah, darauf habe ich, das sieht so gut aus, das würde ich gerne mal nachkochen. Denkt sich, glaube ich, keiner. So, warte. Käse rein, auf gar keinen Käsefall, auf gar keinen Fall Käse rein. Auf gar keinen. Hier, Eier Nummer 1.
Hast du irgendeine Technik oder machst du es einfach so? Ruhig, mach jetzt weiter. So, ich versuche mal zu lesen. Bastian, erstmal danke für 11. Boah, nächsten Sonntag auf Grips, Grill mit dem Degenart. Ja. Auf Vox. Diese Eierhände an meiner Maus. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ich bin nicht fürs Fernsehen geeignet. Wir haben unseren YouTube-Kanal, da sind wir echt mega, mega stolz drauf, wie der sich entwickelt hat. Und ich glaube, heutzutage muss ich nicht ins Fernsehen. Ich weiß, dass man da viel mehr Reichweite hat. Auch uns geht es nicht um die Reichweite, sondern um geht es darum, wir machen das oder in dem Falle mache ich das, worauf ich Bock habe. Wenn es ein Ford Fiesta ist, ist es ein Ford Fiesta. Wenn es eine Simson ist, ist es eine Simson. Wenn es ein Kochstream ist, wenn's der komplett in die Hose geht, dann sind es zwei Eier und zwei Lauchs. Also ich bin ja kein Lauch. So, hast du die Schale alle ab? Ja, sieht perfekt aus. Ne? An den Eiern wird es diesmal nicht scheitern. Ne? Eier, wir brauchen Eier. Guck mal hier, das sieht... Ach du Scheiße. Das sieht schon gut aus. Und jetzt baue ich drumrum. Jetzt kommt der sogenannte Deckel drauf. Ja, der sogenannte Deckel kommt da drauf. Ach du Scheiße. Ey, was ist denn? Ach du Scheiße. Ey. Und klappe auf, da kommt gleich noch der absolute Oberknaller kommt gleich noch. Die Geschmacksexplosion wird gleich folgen. Ey, das sieht aus wie ein Kuchen. Also wir backen einen Mettkuchen oder einen Halb- und... Das sieht aus wie deine Bettdecke beim Falten. Ja, meine Bettdecke sieht auch so aus, kann man sagen. Meine Bettdecke. Wir könnten jetzt daraus eine Form machen, aber machen wir nicht. Machen wir einen kleinen, irgendwas Süßes daraus. Nase, Mund vielleicht. Nein. Ohren. Weil jetzt kommt der Highlight. Das Marco, das Auge ist mit, ne? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Für das Auge, dass das mit ist, kommt jetzt. Jetzt kommt, ach du Scheiße. Jetzt kommt die persönliche Note à la Marco. Zwei Oliven rein? Nein. Eine Peperoni rein? Warte, ich muss das erst noch ein bisschen garnieren. Ich brauche... Boah, Ofen ist heiß, kann man sagen, Shit, ne? Ofen ist sehr heiß. Ofen ist heiß? Ja, Ofen ist, ja, man kann sagen, heiß, ne? Aber ich habe schon gelernt im letzten Kochstream, man darf nicht den Ofen aufmachen, sonst geht die Wärme weg. Boah, sorry. Kartoffeln, ne? Kartoffeln schälen? Erst waschen, ist schon geschält. Klein machen. Halbieren. Vierteln. Vierteln? Vierteln, bitte. Stell dich da hin. Was machst du jetzt? Ja, ich wollte dir einen Platz machen. Der schält immer irgendwo. Marco ist richtig aufgeregt. Sein. Ach du Scheiße, jetzt sehe ich das mal von Namen, ne? So ja. Sieht's aus, Chat. So sieht's in der Pfanne offiziell aus. Boah, aber klebt, Junge, richtig, ne? Ach, ich weiß, was kommt. Ach du Scheiße. Marco ist da so stolz. Guck mal, wie stolz er darauf jetzt ist. Er meinte die ganze Zeit so, ja, ich habe eine geheime Idee. Ich habe eine geheime Idee. Ich sag euch, das gibt den besonderen Würzgrad noch. Ach du Scheiße. Habe ich irgendwo gesehen. Ich glaube, dass das geil ist. Kalorien hat das keine. Das ist... Das gibt den gewissen Grad. Das gibt den gewissen Grad. Ich habe mich für den Nicht-Schwarzwälder entschieden, weil der ist ein bisschen softer, der Schinken, weil wir werden hier wahrscheinlich schon einen sehr harten Eigengeschmack haben. Ich weiß nicht, wie viel Wasser ich da rein... Ich mache jetzt einfach was rein, ne? Könnt ihr das alles sehen, was wir hier machen oder was ich hier fabriziere? Ich glaube, ja, die können das sehen, ne? Da kannst du auch schwer weggucken bei manchen Sachen. Ja, ich pack die jetzt einfach da rein. Kurzer Abwaschstream wieder, ne? Boah, das wird der Oberknaller. Jedes Restaurant wird mich jetzt buchen zum Kochen. Mhm. Ey, ich sag euch, das wird's. So, Chat, seid ihr bereit? Ich habe das schon so ein bisschen vorbereitet. Komm, seid ehrlich, das sieht gut aus, oder? Wenn das gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Micha, komm ehrlich. Ja, so, das Ganze geht jetzt. Wir haben 21:26 in den Backofen. 21:26? Ja. Knall rein. Oh, weia. Passt das? Passt. So, 21. Endlich wird dieser Backofen auch mal genutzt. Der Arme hat schon Langeweile gehabt. Jetzt haben wir den Schinken noch. Das ist der Schwarzwälder, der etwas stärkere. Viertel. Das ist nicht ihr. Ja, und mach so. Ja, ich mach das schon. Das kriege ich hin. So, erstes Viertel ist vorhanden. Kocht das schon? Nee, du sollst das in kochendes Wasser tun. Oder meinst du, das wird jetzt von alleine weich? Nee, aber wir wollen ja auch alle gleichzeitig kochen. Mach unten rechts. Boah, das ist der herbste Saustall hier gerade. Es ist, wie es ist, ne? Zum Glück machen wir das bei dir. Boah.
Wird das heute noch was, oder? Ja, klar. Komm, geh mal her. Es ist erst 9:30. Ist doch der perfekte Zeitpunkt für ein 5-Gänge-Menü, oder nicht? 6 Gänge natürlich. Warte, ich glaube, die sind noch nicht alle gewaschen. Ja, wir können die doch alle dann von mir aus gleich so abwaschen. Komm her, ein Viertel eben. Und dann waschen wir die alle gleichzeitig. Wann kommt das Salz rein? Kommt Salz? Salz kommt, wenn das Wasser kocht. Salz kommt vegan ist das vegan. Ja, sieht fast vegan aus, kann man sagen. So, Micha, bereitest du deinen Burger denn jetzt gleich noch vor? Oder? Weil du willst ja meinen Hackbraten nicht essen. Ich probiere den. Nein, du hast gesagt, das sieht eklig aus und du isst das ich nicht. Ich probiere, Chat. Natürlich werde ich mich auch auf diese kulinarische Reise begeben und das mal ausprobieren. Ne? Wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, sowas Leckeres zu probieren, dann werde ich es natürlich auch machen. Ne? Brauchen wir noch Paprika? Muskatnuss brauchen wir doch gleich für Paprika den... Paprika brauchen wir nicht. Paprika, kurzer Aufräumstream. Oh, so. Paprika ist weg. Ein Deckel wäre nicht schlecht, glaube ich. Ne? Deckel kommt. So, das können wir ja auch wegpacken. Hast du Salz schon reingetan? Nein, ne? Nein, erst wenn es kocht, Micha. Erst wenn es kocht. 90 Minuten Minimum. Oha, Marco will den Braten alleine. Deckel ist drauf, Chat. Ah, stopp. Muss hier ein Deckel drauf, Chat? Weiß einer, ob hier ein Deckel drauf muss? Nein, muss kein Deckel drauf. Nicht auf Kartoffeln, ich meine hier drin. Nein, muss kein Deckel drauf. Okay. Das Ding. Du wirkst so souverän, als würdest du das öfter machen, ne? Aber. Also das habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe, dass das einigermaßen appetitlich ist. Aber ich stelle es mir sehr, sehr köstlich vor. Deswegen nur bei 180 Grad. Wenn du jetzt da zum Beispiel 250 oder 300. Ich habe 200 Grad. Ja, 108, mach 190. Wir machen die Mitte. Weil wenn du jetzt natürlich 250 Grad machen würdest, musst du dir vorstellen, wird außen kross und innen ist es halt noch ein bisschen roh. Das wäre halt nicht so. Wir wollen ja auch hier nichts falsch machen, ne? Und wir machen wahrscheinlich alles. Wie lange muss das. Was hat hier Dingens? Wie lange muss das jetzt rein? Ich glaube 30 bis 40 Minuten. Wir gucken uns das an. Nee, 20 bis 30 Minuten. Wir gucken uns einfach gleich den Bräunungsgrad an. Aber weil das Ding ist, Speck ist hier außen und der wird ganz anders aussehen als das Met. Habe ich mit dem Speck was falsch gemacht? Nö, Speck ist gut. Speck hat alles richtig gemacht, glaube ich, ne? Oder Salz Deckel. Kann direkt sein. 50 Minuten, okay, aber 190 Grad, denke ich, ist nicht zu viel. Ne? Die Kartoffeln werden zu früh fertig. Ey, Jungs, wir müssen das noch stampfen. Wir wollen ja, wie heißt das Zeug? 50 Minuten muss das rein? Nein, so schnell. Salz direkt, okay. Salz direkt. Kommt rein, Chat. Macht euch bereit. Oh, sehr gut. Was ist, hast du das auch mal geöffnet hier? Mittwoch kriege ich den Salzstreuer. Hast du nicht mal einen Salzstreuer? Ja, Mittwoch, ich darf mir keinen kaufen, weil ich den zum Geburtstag kriege. Prost. Prost auf eine wilde Nacht. 90 Minuten Minimum. Eieiei. Aber man kann sagen, was man will, der ist warm. Ne? Das ist ja schon mal die halbe Miete, der Dingens ist warm. Junge, eckst du das gerade? Das war geil. Halbe Stunde pro Kino. Du musst dir vorstellen, pro Wort fällt ein Spucketeil raus. Jetzt habe ich nachgelegt, jetzt gar nicht. Wo landet das Spucketeil? Ich vermute im Hackbraten. Ich wollte gerade sagen, da ist doch ein Haken an der ganzen Sache. Ne? Stampfen dauert 3 Minuten. Ach, 20, 30 Minuten lang nicht? Ey, macht mich nicht schwach. Das Ding ist jetzt erstmal fertig. So, was da wir jetzt, kann nichts schief gehen. Was wir jetzt noch haben, Chat, wir können uns die Zeit ja auch unterbrücken. Wir haben ja noch... wir haben ja noch ein bisschen, aber das ist jetzt auf jeden Fall ein Part für den Micha. Was denn? Du machst uns jetzt Burger Patty. Du hilfst mir, ich assistiere. So wie jetzt läuft es doch super. Perfekte Aufgabenverteilung. Ich mach die. Wir haben noch, um die Zeit zu überbrücken, kann man sagen, sogenannte ja, Burger, ne? Mit Fleisch quasi, ne? Magst du Oliven? Nee. Du magst aber Oliven, ne? Klar. Aber wo willst du die Oliven reinpacken? Zu wenig Salz in den Kartoffeln, das habe ich auch gesagt. Ich freue mich, dass ihr alle aufpasst. Das war ordentlicher Schuss. Ordentlicher Schuss. Lass den Burger ein bisschen zum Zwischen. Bei dem Fladen musst du eine Stunde rechnen. Ey, das war für 2 Personen ist das. Ja, ja 2 Personen. Aber ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin auch gespannt. Ne? Aber ob das jetzt ein gutes Zeichen ist oder ein schlechtes Zeichen, werden wir rausfinden. Ey, Christopher, ich lese das gerade. Gösser könnte dich auch mal sponsern. Ganz ehrlich, ich trinke das schon gerne, aber ich finde, alles das, was ich mag und was ich gerne mache oder was ich gerne benutze oder welches Teil ich gerne mag, werden wir nie von gesponsert. Also alles, was ich euch zeige. Von wem werden wir schon gesponsert, Alter? Von gar keinem werden wir gesponsert. Ja, deswegen sage ich ja. Wir könnten
Burger wäre eine Idee. Wir haben Tomaten. Sollen wir kurz zeigen, was wir noch für Burger hätten? So, um einfach mal zeigen, was wir rein theoretisch machen könnten. Wofür hast du eigentlich diese Kamera hier aufgestellt? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Wir können ja... Eigentlich könntest du die Perspektive jetzt hochdrehen, weil... Oder wir lassen es einfach so und machen es nicht noch komplizierter. Ihr seht, der Micha hat so seinen Plan. Lidl, von Lidl werden wir auch nicht gesponsert. Nö, von Lidl werden wir auch nicht gesponsert. Auch wenn Micha das, den Pulli gerade anhat, aber er trägt ihn nicht. Ich bin jetzt mal kurz raus. Der Lidl-Pulli hat ja eine Geschichte. Einige kennen das ja, ne? Ja, und Marco hat das durchgezogen mit den Schuhen übrigens, ne? Ich komme wieder. Das gehört jetzt zwar nicht in die Küche. Ach du Scheiße. Aber ich sag euch, oh, guck mal hier, die haben schon starke Abnutzungserscheinungen. Ich trage meine Lidl-Schuhe jeden Tag. Jeden Tag. Die sind super bequem. Für ein 20 kann ich euch nur sagen, müsst ihr euch bestellen. Gibt aber Käsemauken. War ein intensiver Stream. Kannst du dich erinnern mit dem Lidl-Ding? Boah, Junge. Ey. Das war lustig. Ja, war auch so eine dumme Sache, die wir eigentlich gemacht haben, die gar nichts mit Autos zu tun hat. Egal, einfach gemacht. Ne? Und mir ist das persönlich total egal, was da drauf steht, von welcher Marke das ist. Oder wenn was die bequem sind. Was. Guck mal hier. Ich habe passend zum Stream auch das Bananenhemd an. Und wenn ihr genau guckt, muss ich überlegen, wo es ist. Passend zum Stream. Sieht man das? Ist das überbelichtet? Micha, kannst du mal unterbelichten? Was, sag einfach, was du sagen willst. Ich kann es ja voll. Da steht einfach, da wird mein Degen hart drauf, Junge. Was? Warum hast du das da drauf? Weil ich das cool fand. Ja, ne? Warum eigentlich nicht? Sollen wir Burger machen fürs Feeling? Ja, ein bisschen fürs Feeling, ne? Einfach ein bisschen fürs Feeling Burger sagen, machen. Ein Burger machen ist jetzt zwischendurch. Burger ist ja immer. Geht immer. Und wir haben Zutaten. Guck mal, wir haben Cheddar da drauf, wird ballern. Wir haben Burgerbrot da drauf, wird ballern. Jetzt zum Beispiel bei Burger machen. Ich zum Beispiel mag das Brot lieber ungeröstet. Komm, lass das einfach machen. Zwischendurch, wir haben ja Appetit, kann man sagen, heute. Ne? Boah, ich kann nicht schon. Aber das Göster war gut. Willst du noch Göster da essen? Nein, ruhig, Blut, Bruder. Ich muss ja ewig nach Hause kommen. Oder Nadine holt mich gleich ab. Das wäre auch geil. Ich habe mir doch schon die Hände gewaschen. Wie oft soll ich mir denn noch die Hände waschen? Boah, der Käse. Ah, ich habe die Schuhe angefasst. Ihr habt recht. Hast du mit Schuhen? Mit den Ich habe noch nichts angefasst. Ja. Das ist Markus Hände waschen, ne? Ja, passiert. Aber eins kann ich euch sagen. Dafür, dass wir gerade einkaufen waren, ist für Micha gut. Der Micha hat jetzt Toastbrot am Start. Werd der Micha hat... Normales Brot am Start. Werde ich wahrscheinlich auch nicht essen. Der du Micha hat, mit nach Hause, Micha hat noch ein Brötchen am Start und er hat noch gute Milch. Also da kannst du ja auf jeden Fall noch mal einen Schluck raus machen. Mhm. Das ist schon eklig. Das mache ich jetzt. Ja, das ist wirklich komisch. Aber ich habe in meinem Kühlschrank, also ich esse ja echt immer bei meinen Eltern. Ohne Scheiß, ich esse echt immer bei meinen Eltern. Das Einzige, was ich zu Hause esse, ist Frühstück und so Snacks und ein bisschen Abendbrotmäßig. Deswegen ist mein Kühlschrank voller so Obst und sowas, weil man das ja so früh morgens isst. So, willst du das Hackfleisch so lassen oder willst du dir das selber? Wie magst du den Burger? Wie machst du den Burger nach deiner Rezeptur? Gibt es so einen Aller-Degenhardt-Burger? Nein, auf gar keinen Fall. Also ich würde schon gerne mal von dem echten Marco auch den Burger mal probieren. Ne? Ich bin doch kein Burgerbräter. Ich mache immer alles... Den Cam Richtung Ofen, ja, wäre eigentlich geil. Aber da passiert nichts im Ofen. Eine Cam Richtung, habe ich mir auch schon gedacht, passiert aber gar nichts drin. So. Nee. Da passiert gar nichts drin. Aber ich will nur mal einmal ganz kurz... Nicht aufmachen! Warte mal, ich weiß noch die Uhr, 21:26. Es war nämlich 22:26, habe ich dran gedacht, war aber 21:26. Wir sind jetzt bei 10 Minuten, ist der Kollege schon da drin. Okay, ich wollte gerade... Okay, machen wir Burger. Du machst die Patties, ich den Rest. Ist ein gutes Angebot auch, ne? Aufgabenverteilung wird hier ja, ausgeschrieben. Aber wir haben ja hier einfach nur halb und halb. Mhm. Meiner Meinung nach muss da auch Senf rein. Meiner Meinung nach muss da auch Zwiebeln rein. Mach, so wie du den Bock drauf hast. Heute oh, kannst du die Kuh... Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt als dann Cutter, ne? Cutten ist scheiße, ne? Macht keinen Bock. Du hast 2 Wochen Urlaub. Chat, ich habe 2 Wochen Urlaub. Ich bin in Urlaubsstimmung. Ab jetzt. Offiziell, ne? Boah, ich sag dir ehrlich, die 2 Wochen Urlaub, vielleicht verlängere ich auch um 2-3 Wochen noch da hinten dran, ne? Hört ihr was? Ich glaube, das Mikrofon hat Störung. Eigentlich haben wir alles da, ne? Marco hat übrigens anstatt Burgersoße aus Verzweiflung einfach dann Hotdog-Soße genommen. Ja, weil wir nichts anderes da hatten, leider. Aber ich habe doch ganz viele Soßen im Kühlschrank. Super. In Michas Kühlschrank ist eigentlich gar nichts drin. Doch, ich sag, was hier noch alles drin ist. Wir hätten auch Barbecue-Soße, wir hätten Sriracha-Soße, Mayonnaise-Soße, Äpfel, Birnen, Tomaten. Man kann auch... Weintrauben. Wie lange müsst ihr die Kartoffeln drin bleiben? 20 Minuten, ne?
20 Kochenkartoffeln so. Ja, das ist jetzt nicht viel. Wir machen jetzt hier eine Zwiebelring. Ich wüsste gar nicht, wann ich das jetzt. Zwei Zwiebelringe reichen dir nicht? Zwei Zwiebelringe? Komm, wir machen. Isst du gerne Zwiebeln? Ich esse gerne Zwiebeln. Dann machen wir drei Zwiebelringe. So, den brauchen wir gleich noch. Hast du immer noch Bäuerchen? Ja, guck mal, hier dein Wasser läuft über. Du hast gesagt, du kümmerst dich um die Kartoffeln. Boah, ist glaube ich ein bisschen hochgestellt alles hier, ne? Boah, Kartoffeln. Boah, guck mal hier, das. Boah, das ist doch professionell. Richtig, Marco der Zwiebelschneider. Aber muss man, ist das ein Mythos oder muss man von roten Zwiebeln nicht weinen? Die roten Zwiebeln sind sehr, sehr schwach, deswegen. Schwach? Ja, weil, siehst du mich heulen? Nö, ich heul auch noch nicht. Du machst ja auch nichts. Boah, Junge, schon wieder hochgedingenst. Ach, wir haben noch Salat. Ja, der Salat kommt doch, den machen wir doch nicht jetzt ins Hackfleisch, Micha. Nein, aber gleich. Aber in den Dingens, ne? Ey, jetzt muss ich gleich. Um 23 Uhr gibt's Essen. Ey, wenn das mal kein perfekter Zeitpunkt ist für ein 6-Gänge-Menü, ne? Check mal die Kartoffeln mit dem. Ach, mit der Gabel, die sind noch nicht. Die sind noch nicht weich. Die sind noch nicht weich. Die Kartoffeln sind noch nicht so weit. Du willst. Ey, stimmt, einer schreibt drauf. Cornelius Bendig schreibt, du willst Patties machen und keine Frikadellen, Marco. Eigentlich hat der Junge recht, ne? Was heißt das, dass wir jetzt keine Zwiebeln dafür brauchen? Das werden Burger und keine Frikadellen. Ja, was heißt das jetzt? Das ist das Gleiche. Egal. Es ist, wie es ist, ne? Ja, was muss ich denn jetzt machen? Lass dich nicht verunsichern, Marco. Ja, du willst Burger-Patties. Ich brauche eine Schale, ich vertraue dir. Wo ich den ganzen Sauerei wieder mischen kann. Ich vertraue dir bei meinem Auto, ich vertraue dir in meiner Küche. Kannst du mir bitte die Schale auswaschen? Die Schale? Ja, ich muss ja wieder rühren hier. Wieso kann ich denn? Ich gebe dir eine neue, oder? Ich gebe dir eine neue. Kein Bock, das jetzt zu waschen, ne? Sieht geil aus. Die Maus hier, sie bringt schon Hackfleisch drauf. Ja, meine gute alte Maus, ne? Keine Zwiebeln, doch. Egal, Zwiebeln sind Zwiebeln, ne? Die kommen da jetzt rein. Zwiebeln drüber später. Ich sag euch, jedes Tönchen macht ein Böhnchen. Wie? Ja, nee. irgendwie sowas. Nein, keine Zwiebeln in Zeit. Ach du Scheiße. Noch ist nichts passiert, Leute. Egal, pack drauf. Noch ist nichts passiert. So, jetzt haben wir es. Oh, das wären Männer. Ich hab eine Waage, ne? Nur was geht das Ganze so? Junge, ich dachte, das wäre irgendein Kabel oder sowas. Sehr kurze technische Angst. So, jetzt haben wir. Oh, ich bin gut in Wiegen. Lass uns einen Beschätzungsstream machen. Was wiegt das? Hast du eine. Ah, du hast eine Waage? Natürlich. Oh. Ich achte auf alles. Was sind das hier? So, kurzer Abschätzungsstream. Wir haben, wer näher dran ist, komm. Wenn ich näher dran bin, eine Woche, darf ich mir aus... Urlaub hab ich ja sowieso. wenn ich näher dran bin, eine Woche Audi 80 1.8T, wenn es soweit ist. Den hast du eh noch offen. So, Pia, du schätzt erst ab. Ach du Scheiße, Junge. 680. Die Schale. Oh, was meint ihr? Oh, vor allem nicht, dass es rausfällt. Sag was, du musst das einschätzen. Was hast du gesagt? 680. 555. Das ist schon 8. Ja, du musst auf. So, jetzt ist es auf 0. Large steht da. Oh, liegen wir fast beide daneben. 300 aber warte mal, das Gramm. Sind, nee, das sind Dingens. Das sind Milliliter, jetzt sind Milliliter. Aber der ist doch Dingens. Gramm. 860. Boah, was? Habe ich auf den Gramm genau geschätzt, Alter? Du hast 600 gesagt, nicht 800. Habe ich 800 oder 600 gesagt? 680, ne? Ja, aber gut, die Schale. Sollen wir da, aber ich will das jetzt nicht da drauf. Ja, wir wiegen gleich die Schale. Ich habe trotzdem gewonnen. Du bist näher ran, du hast gewonnen. Eine Woche 1.8T fahren und das Ding endlich mal auf Drehzahl fahren, ein bisschen Drehzahlbegrenzer die ganze Zeit. 800 Gramm waren es übrigens. So. Boah, auf die Woche habe ich schon Bock, ne? Zwiebeln. So, was kommt noch in den Burger Patty rein? Das muss schön ballern. Dennis, was ist mit der Ausgangssperre? Wir arbeiten gerade. Richtig. Livestream ist eine natürlich, Arbeit. Wir sind habe ich mich vorher arbeiten, sogar ne? informiert. Richtig, wir sind natürlich auch am Arbeiten. Ne? Das ist die Arbeit. der Trick ist lieber 86, ne? Was machen wir noch? Nur Salz und Pfeffer, okay? Das höre ich doch gerne. Bin ich auch der Meinung, weil... Ey, krass, sollen wir dich auch mal wiegen? Nur fürs Protokoll natürlich, ne? Ich sag, ich wiege 75 glatt.
Ich sag, ich wiege 115. Glatt. Okay, glatt. Boah, krass, ne? Eine Woche 1,8T fahren. Dann kommt er, dann zeigt dem Motor mal jemand, dann zeigt dem Auto auch mal jemand, wie man richtig fährt, ne? Nicht nur Larifari fahren, da wird auch mal richtig gedrückt dann, ne? Du weißt, was ich meine, ne? als nächstes muss ich irgendwas vorbereiten? Eigentlich nein, nicht, du. Ich kann eigentlich weitermachen, so wie bisher, ne? Kartoffeln, um die kümmere ich mich. Muss ja auch einer machen, ne? Muskat ins Püree, das kommt nachher. Paprikapulver. Paprikapulver. Ist Paprikapulver drin? Zwiebeln sind drin jetzt. Hast du Paprikapulver reingepackt? Nein. Wollen wir Paprikapulver in die Burger reinmachen? Boah, ich will ja nicht sagen, dass der Ofen richtig heiß ist, aber der ist schon heiß, ey. Ich glaube, Zwiebeln ist nicht jedermanns Geschmack. Ich finde Zwiebeln zum Beispiel geil. Kann man eigentlich. Ich finde es auch. Und die sind, guck mal, die sind sehr klein geschnitten, die fallen dir gar nicht auf. Bei ungefähr 600 Gramm ist auch eine. 800 Gramm? 850 Gramm ja, vielleicht. Ja, mit der Schale, sagen wir mal 700 Gramm. Die Schale bei 700 Gramm nicht. Ist eine Viertel Zwiebel, glaube ich, gar nicht der Rede wert. Mhm. H22Q, danke für 5. Denkt aber vor dem Braten an den Ölstand und den Zündfunken, sonst wird das Fleisch porös. Ansonsten in den Ofen schauen, ob die Brennraumtemperatur da ist. Ja, Brennraumtemperatur ist da, ne? wann wollt ihr alles essen? Gute Frage, ist auch eine schwierige Antwort. Das wird eine Frage. Müssen wir Senf da wieder beimachen? Kommt bei den Burger Patties Senf bei? Ich glaube, das gibt auch einen gewissen Knall noch, ne? Senf? Marco, bitte mach Senf rein, ich bitte dich. Senf? Ja, ich meine auch Senf. Ja, dann tu dir keinen Zwang an, hau rein. Ja, du hast ich saubere Finger, soll ich hier alles anschauen? Nee, ich knall das rein. Wo ist denn Senf überhaupt? Viel zu viel für zwei Personen. Nein, nein, nein. Nein. Auf alles kalkuliert. Wo ist Senf? Ich finde den Senf nicht, ne? Oder heißt das das Senf? Heißt es der, die oder das Senf? Weiß auch keiner, ne? Sowas ist eine Frage, die stellt man sich auch eigentlich nicht, ne? Senf und Ketchup? Doch nicht in den Patty rein. Deswegen auch Dingens? Warte mal, Senf, warte. Nein, kein Senf. Nein, ja. Kein Senf. Wie war das? Senf muss rein. Nein, das wird keine Bulette. Marco, das ist auch kein Dingens, ne? Das wird keine Frikadelle, ne? Also nur. Das ist ein Burger Patty. Aber mach ein bisschen Senf rein. Wo ist der Chat, wo ist der Unterschied zwischen Burger Patty und klassischer Frikadelle, so wie Marco sie kennt? Das ist jetzt auch eine gute Frage. Ne? Lambda-Tool nicht vergessen. Lambda. Kein Senf. Nee, mehr Salz, nicht Sand. Ey, aber hier kein Senf, okay, ey, kein Senf, kein Senf. Lang, mit dem ganzen Dampf hier bräuchte man langsam echt mal ein Lambda-Tool hier. Was ist das für Lambda? 08, 09? Lambda das irgendwie ist, so? Das ist schon Lambda 1 hier, glaube ich. Das ist schon aber Lambda 1 ist im Leerlauf. Jetzt schon, ich sehe jetzt schon keine Frikadellen. Kein Senf. Ah, oh, Jungs, kommt kein Senf. Kühlschrank. Okay, kein Senf. Ist eine eindeutige Entscheidung, kann man sagen. Haben wir auch nicht drin. Salz, Pfeffer, Zwiebeln sind drin. Und dann müssen wir das Patty hart anbraten. Also das wären auf jeden Fall mehrere Patties. Wir haben 4 Burgerbrötchen und wir können 4 Burger machen. Oh. Ich weiß nicht, Nadine, bist du zufällig im Chat? Weil ich glaube, so langsam, irgendeiner muss hier was essen. Ich glaube, es ist Dingens, ne? Ich glaube, es wir machen es. Wird schon funktionieren, würde ich damit sagen. Ne? Es wird schon funktionieren. Das ist alles Dingens. Ne? Macht alles rein, was euch geschmeckt. Das kenne ich auch. Das sehe ich auch so. Der Burger wird damit belegt und nicht im Fleisch. Das ist, glaube ich, der ganze Trick am sogenannten Burger. Ne? Dass man richtig, da die Sache. Also, so, Salz, Pfeffer ist drin, Zwiebeln ist drin. Hast du dir die Pfanne denn an? Nee, noch nicht. Pfanne machen wir jetzt an. Sollen wir denn eher das platte Patty machen oder eher so ein richtiges Monster? Ja, wir würden lieber. Ich würde es lieber süß und klein machen und dann zweimal essen. Weißt du, was ich meine? Weil wir bringt ja nicht das ganze Fleisch in ein Ding rein zu. Du machst das schon. Ich vertraue dir da einfach, ne? Komplett. Reicht das so? Nee, Marco. Der ist schon ordentlich, ne? Soll ich mich schon mal um die Tomaten kümmern und um den Salat? Damit haben wir sogenannte Beilagen. Ich glaube nämlich, das ist der Unterschied. Ich glaube, Burger-Patties werden aus reinem Rindfleisch gemacht und nicht aus halb und halb. Das ist schon mal unser erstes Problem. Wenn das heute unser einziges und erstes Problem wäre, gerne. Aber bis jetzt läuft es ja nicht so schlecht. Kann man komm ja her, das sieht aber schon echt gut aus, das Patty. Ja, das sieht wirklich gut aus. Hier wird auch ein bisschen, bisschen Tabasco rein, lese ich gerade. Ein bisschen Tabasco rein bringt den ganzen ein bisschen Pfeffer, ne? Pfanne platt, Monsterplatte, ganze Masse zwei. Oh. Ich mach Dingens Tomaten fertig, ne? 100 bis 200 Gramm pro Patty. Oh. Weiß einer zufällig, wie lange die Kartoffeln noch kochen müssen? Nur fürs Protokoll? Also damit das auch mal. Oh.
Guck mal, hier seht ihr das? Ja, das seht ihr. Also ich kriege hier ungefähr 3 fette Patties raus. Aber das wird schon etwas größeres. Boah, riech mal, ey. Riech mal hier richtig nah dran. Warte, ich komm gleich. Oh, das wird ein großes Patty. Oh. Wenn das nicht gut riecht, weiß ich auch nicht, ne? Du hast gelacht über mein Dings. Ich lache nicht über deine kulinarischen Sachen. Ich find's halt komm, immer... Komm, meine ganzen Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, waren nicht schlecht, oder? Sucuk mit Ei war lecker. Strammer Max am Anfang war lecker. Ja, jetzt kann ja... ja. Jetzt kann der Ding schießen. So, wir haben jetzt die 3 Patties vorbereitet. Zwiebeln schneiden wir nachher für auf den Burger. Jetzt geht es um die. Ja, ist ein bisschen größer. Was ist das denn? Soll ich lieber 2 kleine machen? Was hast du vor, Alter? Ja, ich weiß, die fest alles essen soll. Egal, ne? Durchmesser muss größer. Leute, oh. Das ist. Guckt euch mal die Teile. Guck mal, das ist meine Hand dagegen. Wodurch das alles hin ist. Da drin, Brett. Da drin. Nicht, Chat, wenn ihr denkt, dass. Ihr wisst ja, was da drin für ein Monster schlummert, ne? Ihr wisst ja, wer hier drin schlummert eigentlich, ne? Ihr wisst, wie es ist, ne? Wichtig ist die Gleichmäßigkeit, Marco, habe ich gerade auch gelesen, ne? Ihr müsst das in Dingens, ne? Ja, das muss schön platt in der Mitte sein, weil wenn es in der Mitte bergibt, ist außen 3 Mini-Hackbraten. Das sind Cevapi. Cevapi. Eieiei. So. Ich muss mal einmal reingucken. Oh. Ey, oh Micha, hast du mal reingeguckt? Ja, ich habe gerochen mäßig. Ey, guck mal rein, komm, sei ehrlich. Ich will ja, ich will euch wirklich nicht neidisch machen, wirklich nicht, ne? Aber es sieht schon lecker aus, ne? ich schäle jetzt erstmal die Dingens, ne? Ich kümmere mich um die sogenannten Tomaten. Ja, das ist doch was nachher auf den Burger kommt. Wir müssen ja erstmal unser. Ja, aber dann kann ich das schon vorbereiten. Ich kann keinen Burger mehr essen, ich bin voll. Marco, ich zitiere: Micha, wir brauchen Fleisch. Micha, wir brauchen Fleisch. Zitat Ende, ne? Heute an der Theke bei Rewe. Oh. Boah, mir geht schon, dass es mir sehr voll ist. Wir bräuchten jetzt auf jeden Fall ein paar Leute. Genau, welche 10 Leute kommen noch? Wir bräuchten jetzt echt Leute, die hier auf jeden Fall das Ganze mal verkosten. So. Tomaten schneiden würde ich jetzt auch einfach mal behaupten, kann ich. Ja, aber wie willst du sie jetzt schneiden? Jetzt bin ich gespannt. Ja, wie Junge, du hast doch hier ein Messer, mach doch nicht so viel dreckig. Du hast recht, Marco. Da muss ich auch... Junge, dieses Messer hat auch schon einiges gesehen, kann man sagen, ne? Dieses Messer hat schon viel gesehen. Du schneidest die Tomate, ich sehe es jetzt schon, das wird nichts. Wieso wird das nicht? Wie schneidest du... Da! Hä? Eine Tomate wird so geschnitten. Also jetzt bin ich gespannt. Schneidet ihr die Tomate so, also von oben nach unten, oder schneidet ihr sie so? Ich kenne, dass man sie so schneidet. Aber die sind für den Burger jetzt, ne? Die sind ja, klar, und so schneidest du doch, so kriegst du doch die Scheiben gerade sauber. Ah jo, du hast recht. Muss ich an der Stelle auch einfach mal zugeben, ne? Aber was musst du drücken, um Schnitt in Premiere zu machen? Shift C, ne? Was? Was muss man drücken, wenn du ein Video schneiden willst? Wie kommst du jetzt darauf? Ja, das kannst du. Danke. Wir dürfen nicht mehr raus, Marco. Stimmt, ihr habt recht, ihr dürft ja gar nicht mehr raus. Oh, Tomaten sind echt... Boah, Junge, das wird perfekt. Mike Harder, falls Mike jetzt zu sich gucken sollte, Mike würde das niemals probieren. Niemals. Mike ist sehr, sehr, sehr wählerisch, was Essen betrifft. Ich muss aber sagen, ich bin auch eigentlich relativ wählerisch. Aber ich dachte mir, springst du mal über den Schatten, guckst du mal, was Marco dir so in die Pfanne zaubert, ich und guckst du einfach, ne? Markus, danke erstmal für 50. Micha, frag deinen Nachbarn. Hast du einen coolen Nachbar? Ich habe einen sehr coolen Nachbarn. Der hat im letzten Kochstream auch die Salagne gegessen. Normal musst du mal einen Nachbar anstellen, ob er Hunger hat. Ja, eigentlich könnte ich das machen, ne? Der, ja. der weiß auch schon, dass ich ab und zu streame. Für den ist das nichts Neues. Na? Boah, Tomaten werden richtig saftig da drauf, Marco. Marco, ich würde die Frikadellen kleiner machen, fürs Brötchen angepasst. Leute, wenn Marco einkaufen geht, dann ist alles XXL. Also, guck mal hier. Das ist eine 1:1 Kopie. Ich habe alles in den Griff. Wenn es zum Essen geht, wir könnten noch viel bessere Sachen machen. Aber das Problem ist, wenn man mit Hunger einkaufen geht, das stimmt. Das macht gar keinen Sinn. Noch Spargel. Und da könnten wir jetzt noch den Spargel mit rohen Schinken umwickeln. Hätte ich noch was da, Schwarzwälder. Und auch noch in den Backofen. Ich hätte ja auch noch Lust auf Popcorn, aber das machen wir lieber nicht, ne? Weil das wird den Rahmen. Wir haben auch noch eigentlich einen Nachtisch. Ach ja, wir haben einen Nachtisch noch, ne? Aber Leute, Nachtisch ist so krass, oder? Ach du Scheiße. Die Patties sind zu dick. Die Patties, Marco, aber der muss innen schön saftig sein, sonst ist das so trocken.
Ich glaube, saftig ist dann eher eine Sache der Temperatur und sowas, ne? Aber ich will ja jetzt hier nicht meine Meinung zu den Burgern geben, aber... Oder mach doch ein Baby noch mehr daraus. Ach du Scheiße. Naja, es ist, wie es ist, ne? Wird schon schief gehen. Wird schon schmecken. Wir können ja auch ein Dingens, wir können das auch mit der Pfanne, mit dem Dingens auch drunter drücken, mit dem Pfannenwender platt drücken. Weißt du, was ich meine? Was soll ich mit den Kartoffeln? Werden die irgendwann dunkler? Chat, wie lange noch Kartoffeln? Die sind bestimmt schon durch. Ein, zwei Minuten gehen noch, ne? Ein, zwei Minuten gehen noch. Oh, das ist zu viel. Du hast recht, hier müssen wir zwei kleine rausmachen. Oh. Was kommt in eine Pfanne? Lieber Rapsöl für Dingens oder Öl oder Olivenöl in Pfanne? Ey, ich höre da gerade ein Auto. Das klang wie ein Fiesta. Ich mache ein bisschen Rapsöl in die Pfanne, oder was mache ich da rein? Ja, Öl. Ja, Rapsöl oder Raps? Öl oder Olivenöl, Chat? Raps oder Olivenöl für Pfanne, für Dingens Burgerpfanne? Oh, das ist wieder so eine Frage, ne? Weiß man nicht, ne? Da wird man Burger hart? Oh, Apfelpfannkuchen wären geil. Der ist auch geil, totgeknetet. Raps, okay, Raps ist drin, Chat. Danke für den Tipp. Jetzt hätten wir einen Fehler gemacht. Chat hat uns vor dem Fehler bewahrt, ne? Kann man auch sagen. So, stopp! Ist drin. Das Junge, das ist wenig. Ist, boah, Junge, jetzt können wir das gleich frittieren, ey. Ich glaube, durch meinen Kneten von den Burgern sind die gleich schon durch. Ach du Scheiße. Ey, übrigens, Marco hat auch einfach sowas gekauft. Einfach so Zitronendingens gekauft. Jetzt sag mir ehrlich, warum hast du das gekauft? Einfach das brauchst du nachher, um irgendwas abzuspielen. Zitrone musst du viel wieder abspielen. Was ist denn? Chat, wofür kann man, wer braucht, das sieht man immer. Chat, ne? Sagt ihm das bitte, dass man Zitrone braucht. Aber für was? Das ist so eine Sache, die hat immer jemand im Haus, aber keiner weiß, wofür das ist eigentlich, ne? Keiner weiß es. Wofür ist das? Aber wofür brauchen wir das vor allem heute? Weiß auch keiner, ne? Heute brauchen wir das nicht mehr. Ja, aber erstmal kaufen, ey. Naja. Boah, was ist das? Boah, das schreit richtig, also das freut sich darauf, bei uns in den Magen zu kommen. Ne? Egal. Und das Anschneiden gleich, Junge. Oh, das wird. Markus ist richtig glücklich, kann man sagen, an der Stelle. Die Burger, pass auf, du musst auch mal in der Küche was lernen. Mach dir schön heiß, bau dir die Burger. Problem ist, wer isst das? Ich habe richtig Bock auf Burger. Schmeiß mal einen Burger rein, Marco. Komm, wir machen. Wieso mache ich das? Keine halben Sachen. Vier ist zu wenig, du musst das schärfer anbraten. Da kann ich auch meine Hand legen und warten, bis sie fertig ist. Ist auf sechs jetzt, ne? So. Zitrone wird Fisch abgeschmeckt, genau, bei Fischstäbchen zum Beispiel. Oh. So, ich kann euch jetzt ein bisschen was vorlesen. Jetzt könnt ihr mal ein paar Fragen stellen, wenn ihr noch mal so außerhalb was wissen wollt. Dann versuche ich euch mal ein paar Fragen zu beantworten. Zitrone für Dessert. Boah, Junge. Hier ist nicht das Rapsöl, Micha, das brennt an. Rapsöl brennt, höre ich gerade. Ehrlich, aber Chat hat gesagt, Zitrone lieber für Fisch, Hackbraten kann man auch kalt essen. Genau so sieht's aus. Und wie lange muss denn der eigentlich noch? Der Hackbraten, vielleicht ist ja morgen früh zum Frühschoppen dabei, wenn es mir gut geht. Boah, ich glaube, die Burger werden richtig gut. Das haben wir voll unterschätzt. Ne? Aber die mehr Burger, Hitze, nicht unter 6, sehe ich auch so. Was hast du? 6 Wasser. Ja, doch, wird schon langsam heiß, ne? Ja, was mit den Kartoffeln eigentlich? Die Kartoffeln sind, die sind jetzt schon, weiß nicht, gefühlt. Sprich doch ey, keiner drüber, ne? Die guck mal, Junge, die chillen. Wie macht man die denn aus? Was, na, jetzt machst du die nächste, das nächste mach, an. Mach mal die Kartoffeln aus hier. Ich glaube, die Kartoffeln, Jungs, ich glaube, das ist schiefgegangen. Das ist gleich. Das ist durch. Püree so, schon vom was beim muss ich jetzt, so, jetzt, Chat, ich brauche jetzt wirklich ernsthafte Hilfe. Was, wie kriege ich jetzt Kartoffelpüree? Was muss ich jetzt mit den Kartoffeln machen? Wasser abtropfen, richtig? Das kann ich mich, glaube ich, dran erinnern. Ich glaube, ich muss das Wasser abschütten. Ui, das ist schon heiß. Und ich kümmere mich um salatmäßig, ne? Ey, irgendwie ist hier viel Platz, aber auch wenig Platz. Ne? Das ist so ein Zwischending gerade. Kartoffeln sind tot gekocht. Ja, ich sag ja, ne? Kartoffeln sind echt am Limit, kann man sagen. Boah, ja, Junge. Sag mir lieber, was ich damit jetzt machen muss. Mit den Kollegen. Mit den Kartoffeln? Ja. Was willst du da machen? Ja, die müssen wir jetzt stampfen. Was muss ich jetzt machen? Die Kartoffeln, Milch und Butter in die heiße... Und dann einfach stampfen?
Milch rein und stampfen. Aber Wasser komplett ab, weg, ne? Wasser abtropfen lassen, dann stampfen, dann würzen. Okay. Wie viel Milch kommt da ungefähr rein? Milch? Ich brauche ne, du kommst da gar nicht rein. Also Milch meine ich. Ja, Milch muss da rein. Ich muss bei ihm. Willst du nicht so ein Blech nehmen? Also ich kann das auch so mit dem Deckel. Hier, guck mal, sowas. Dann ja, ist das auf Dingens. Egal, ihr wisst, was ich meine, ne? Mixer, oha. Mixer und ja, aber wir machen das mit dem Stampfer, richtig? Oh, riecht gut. Sehr gut. Kommt jetzt nicht so schlecht. Der Stampfer ist wo? Milch? Stampfer ist neu, ne? Der ist noch, ja, den müssen wir jetzt quasi... Kein Wasser ist mehr drin. So, Muskatnuss vorher rein. Muskatnuss, Milch. Aber müssen wir vorher waschen, glaube ich. Ich habe leider keine Butter hier. Wir haben Butter echt vergessen. Können wir das mit Rapsöl machen? Oder mit ein bisschen Öl? Abschütten habe ich gemacht. Guter Schuss Milch. Oh. Etwa ein halbes Glas. Das ist doch eine Aussage, wo ich mit leben kann. Aber stopp, bist du sicher, Marco? Was ist denn? Marco ist manchmal so einer, der liest einen Satz, egal wer, was. Und er sagt, ja, das ist es. Okay, dann ja, mach du. Er nimmt das größte Glas. Mach lieber mit Vorsicht. Du kannst ja Milch immer... Oh, das ist ein bisschen viel. Aber ist kein Problem, ich kümmere mich darum. Ja, wir haben quasi für jedes Problem eine Lösung hier, ne? Ich glaube, jetzt fast zu wenig, das, ne? Ich probiere erstmal aus, Marco. Erstmal ausprobieren. Nee, nur die Milch. Eigentlich ja heiße Milch. Bloß kein Öl. Kein Öl, keine Margarine haben wir nicht. Keine Butter, keine Margarine am Start. Boah. Butter, Margarine zu, Milch reicht, Butter ist kein Muss. Okay, halbes Glas seht ihr, ich habe schon ein bisschen genippt. Ab in die Geschichte hier. Muskatnuss. Oh. Oh. Was, ich brauche hier so einen Topflappen. Ich mag halt eigentlich das nicht so, weil da immer Butter drin ist. Ah, okay. Aber wir machen jetzt mal eine Version ohne Butter, da bin ich mal gespannt, ey. Ich glaube, das war zu viel Milch. Oh nee, ey, das wird gut. Ey, sieht gar nicht so schlecht aus. Ey, das wird gut. Ey, wer hätte das gedacht, ne? Das wird gut. Ab jetzt machen wir keine Autovideos mehr, nur noch Kochvideos, ne? Wasser abschütten mit Butter, Sahne oder Milch mit Muskatnuss würzen. Ey, ich glaube, da haben wir alle Programmpunkte richtig gemacht, ne? 0231 Barbecue, danke für 5. Wasser abschütteln mit Butter und Sahne. Ja, wir haben es quasi genauso jetzt gemacht, ne? Und wie lange noch Dingens? Wie lange muss der noch da raus? Wann muss der raus? Das ist der Hackbraten? Ja. Der Kollege hat nur dich gemeldet. Der Kollege hat sich nicht gemeldet. Haben wir einen Timer gesetzt? Nee, ne? Wir vertrauen Chat blind heute, ne? Wir vertrauen heute einfach auf Chat. Die wissen das schon. So, jetzt geht's in die Salatrunde, in die Salatabteilung. Butter wäre jetzt auf jeden Fall besser. Ja. Aber ist nicht am Start, Butter. Tut mir leid. So, ich mach mal. Boah, hier ist. Boah, ich will nicht sagen, dass hier alles voll ist gerade, aber irgendwie ist hier alles voll, ne? Boah. Ja. Und schmeckt das? Da muss ein bisschen Salz bei. Boah. Ein bisschen Muskatnuss. Aber hier, Kartoffelbrei machst du privat gar nicht eigentlich. Nein, ne? Noch nie gemacht. Ich habe das immer gesehen, meine Mutter hat das früher gemacht und. Heute, wer kennt's nicht, holt sich die Tüte da, da musst du da nur irgendwie einmal was rühren und ist nicht selbst gemacht. Hier jetzt alles selbst gemacht. Ich glaube aber auch, wir haben die Kartoffeln haben wir verkackt, weil wir sie verkocht haben. Kann das sein, dass man Kartoffeln verkochen kann? Ja, also wenn einer das schafft, dann haben wir das jetzt geschafft, ne? Ja, ich denke auch. Boah, Junge, Salat waschen dauert immer irgendwie ultra lang, ne? Was meint ihr denn zum Hackbraten? Wann soll ich da sein? Danke erstmal für 2. irgendwie zu viel Muskatnuss. Oh. So, ich glaube, das ist fertig. Ich teste es mal. Und? Was sagst du? Mir fehlt so ein bisschen Eigengeschmack. Probier bitte mal wirklich ernst, auch ernst sagen. Du brauchst nicht so skeptisch gucken, so schlimm ist nicht. Fehlt mir so ein bisschen Eigengeschmack, ne? Ist sehr muskatlastig irgendwie, ne? Also man schmeckt irgendwie nur Muskat. Kann sein, dass die Eier weg... Ach, die Eier, die Kartoffeln echt ein bisschen zu lange die drin waren. Die Kartoffeln, ne? Sind, glaube ich, zu durchgekocht. Also es schmeckt einfach so wie... Ja, wie als würde man... Ja, ich will's. Was ist denn jetzt mit deinen Burgers hier? Ah ja, die schmeiß rein, die können wir reinpacken. Oh, ich kann nicht mehr wohin das Ganze essen. Oh!
Boah, Junge, das ist aber ein Monster, Alter. Warte, ich mach mal die Perspektive jetzt. Jetzt wird's wichtig, jetzt geht's in die Fleischabteilung, kann man sagen. Oh. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, wie lang man die drin haben muss, wie kurz. Da habe ich null Erfahrung. Braten auf Stufe 6, ich glaube, das ist ganz gut. Oh. Hier, hast du mal das Fenster auf? Hier drin ist hier ist Fenster gefühlte auf, ne? 100 Grad. Hier ist hier echt, Lambda ist hier echt, ne? Lambda hier ist hier echt. Kurz vor Abbrand. Guck mal auf meine Stirn, Alter. Boah. Jetzt mal ohne Spaß. Wie viele Leute gucken sich einen Kochstream an? 4.000, 3.000? 5.700 Euro. Leute, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist wirklich krass, ne? Boah. Aber das sieht, komm, das riechen tut's gut. Das riecht sehr gut. Wir haben 22.03 Uhr. Der 21:26. Also um 6 nach wäre 40 Minuten unser Hackbraten. Marco hat seine eigene Mathematik, merkt ihr mal. Oh Leute. Boah, Junge, Alter. Ey, nachher gibt es keinen Hackbraten mehr, weil alle sich denken, krass, das will ich auch mal nachmachen, ne? Der Deckel auf dem Kartoffelbrei muss drauf, dass der warm ist. Du hast recht, Deckel auf dem Kartoffelbrei. Deckel. Guck mal, was würden wir ohne Chat machen? Wir brauchen einen Deckel. Welchen Deckel? Da ist er. Haben wir einen Pfannwender? Da ist er. Du kümmerst dich um das. Ich glaube, der hätte noch, hätte noch ein bisschen gemustert. Können wir nicht schneller wechseln? Also mehr. Ich glaube, er hätte noch ein bisschen gemustert auf der Seite. Okay, Marco hat Ahnung. Wir vertrauen Marco heute blind. Marco sieht aus wie der Chefübte. Das ist das Cheftuch. Ohne Butter ist das kein Püree, sondern Stampf. Ihr habt recht, ich habe keine Butter hier. Wir haben es an der Kasse gemerkt und haben gesagt, jetzt ist es zu spät. Ah, was soll ich euch sagen? Also, aber die Kartoffel ist auch nicht so heute, dass... Guck mal, hier ist richtig Nebel drin, Alter. Siehst du das? Ich sehe nichts. Lass mal ruhig den Dampf aber in deine ganze Bude rein. Oh. Kann von normalen Dampf Feuermelder... Kann der Feuermelder angehen vom normalen Dampf? Ja, hier drin ist schon... Junge, hier sind 80 Grad. Ja. Wir wollen ja auch... Und soll ja auch nicht kalt werden heute. Ja, weißt du was? Ich kann das ein bisschen drücken, obwohl dann wird... Du kümmere dich darum. Ich kümmere mich um die ganze Zeit hier um alles. Hab ich nur das Gefühl, oder macht Marco alles alleine? Genau, das Problem sehe ich auch. Aber es ist wirklich, ich mache die sogenannten, ich mache hinter den Kulissen. Kennst du, hast du das schon mal gesehen, dass man den Topf mit den Kartoffeln ins Beck packt? Was? Nochmal was? Die Kartoffeln mit dem... Sind wir wieder da, Chat? Sind wir wieder da? Wir sind wieder da, oder? Ich glaube, wir sind wieder da, oder? Ja, wir sind wieder da. Ey, Junge, was dreht sich? Ich glaube, wir sind. Woran lag's, ne? Sind wir wieder da, ja, oder, Chat? Junge, kann sein, dass es wirklich ein bisschen warm war hier. Kann sein, dass es wirklich hier ein bisschen warm war für meine Babykamera. Wir haben alles gegeben. Die Kamera ist nicht leer, war alles falsch. Wir sind wieder da, wir sind wieder am Start. So, jetzt hier, Micha ist wieder. So, ein bisschen Luft reinlassen in die Höhle. Ach, kurz Panik gehabt, ne? Also eigentlich sehe ich das schon richtig, das wären Frikadellen, das wären keine Burger-Patties. Ja, das ist das Problem. So, was macht denn unser Hackbraten, Leute? Was macht unser Hackbraten? Ton hängt? Nein, Ton holpert? Ton kaputt, Stecker gezogen. Ton ist schlecht. Ton. Guck mal, was du. Oh nein,
wieder da sofort. So, jetzt ist jetzt wieder alles da. Chat ist jetzt wieder alles da. Ich glaube, wir haben echt Hitzeprobleme hier. Ist Ton wieder da? Ton wieder da? Ton wieder da? Ton wieder da? Ist Ton wieder okay? So, ist gut, ist gut. Ist gut. Aber hier drin sind auch gefühlt 100 Grad. Ist wieder da? Ist wieder da? Ist immer da? Ach du Scheiße. Oh, wieso ist. Ich glaube, das liegt vielleicht am Dingens, ne? Bild ist da? Bild ist da? Bild ist da? Wir haben eigentlich alles gedingenst. Alles gemacht. Hallo, wie ist Ton jetzt? Ist Ton immer jetzt besser? Ton besser? Boah, ich glaube, es ist ein bisschen heiß gelaufen, das Ganze, ey. Das Ganze ist ein bisschen heiß gelaufen. Ton ist zuckt. Bild Ton stoppt. Okay, warte mal. Okay, Bild und Ton top. Hallo, hört ihr uns? Hört alles super. Ich glaube, jetzt ist alles super. Ja, warte mal. Bild ohne Ton. Bei mir ist der Ton gut. Warum hängt das jetzt? So, warte mal, wer ich glaube. Hallo? Hallo? Jetzt sind wir da? Sind wir da? Hallo? Jetzt müsste es da sein, oder? Mikrofone, danke für Konstantin. Aber jetzt sind wir doch da, oder? Jetzt geht's! Bin gerade kurz. Ja, okay, Tobi, wir sind wieder da. Oh, Junge, ey. Boah, Alter, Chat ist eigentlich fast kurz in die Hose gegangen, ne? Oh. Hier, ich glaube, wir haben hier Frikadellen gemacht. Oh, Junge, das war kurz Panik, Chat, sag ich euch ehrlich. Okay. Ton ist da. Ton kommt über die Kamera.
Fängt an. Ja. Ja. Genau. Das Gerät, mir ist das Ganze jetzt nicht heimisch. Ihr wisst, Elektro und sowas ist nicht meins. Aber wisst ihr, was gleich meins ist? Der Hackbraten ist gleich meins. Was haben wir jetzt? Wir haben 20:12. In 4 Minuten ist es so weit, da hole ich noch raus. Also 50 Minuten drin der Hackbraten. Ich guck doch mal. Junge, das ist eigentlich nicht. Ich hört man uns, Kameraton, Kameraton, okay. Ja. Ach so, der Ton kommt gerade hier, okay, ich muss es, ey, ohne Scheiß. Alter, ey, ich glaube, die Hitze, ne? Die Hitze, ohne Scheiß, wie ist es die Hitze? Warte, ich hab's sofort. Ist ja auch egal, wo der Ton herkommt. Hauptsache, ihr hört uns. Ja, warte. Jo, ey. Mach die Mikro und aus, starte den Stream doch mal neu. Nee, das passt schon so. Da, Armin, eingeschaltet. Okay. Okay. Micha, mach mal den roten Empfänger am PC mit USB. Warte, was ist das? Hier auf dem Handy. So, die kriegen wir doch auf den Götter. Hallo. Ich weiß nicht, ey. Mikro 2 in 2 Minuten im Kühlschrank. Aber tut es gut jetzt. Kamera am Herd. Jetzt ist besser, kein Ton. Kein Bild ist Quatsch. Hat das jetzt? Boah, wir wissen, ich weiß es nicht. Ist jetzt, ob es jetzt funktioniert, ich weiß es nicht. Rein theoretisch. Steckmikrofon hier hin. Rotes Tonkante. Ach du Scheiße. Kurzer Ding im Stream, ne? Aber eigentlich sind die. Ey, ist das Ding echt überhitzt gewesen? Mach doch bitte den Ton von dem irgendwas anderem. Warte, ich mach einmal ganz aus. Jetzt, wenn man uns jetzt noch hört, liegt es nicht da. Warte. Ich glaube, es ist echt überhitzt. Lass so, okay, wir lassen erstmal so. Wir lassen es erstmal so, okay. Erstmal lassen. Ich versuche das jetzt direkt zu dingen. Nur schön wie am Auto vorbeirauschen. Boah, Junge, ist echt zu heiß. Ist echt zu heiß hier, Alter. Hört mal, Leute. Ja. So, seid ihr bereit für den Hackbraten jetzt? Es ist genau 50 Minuten her. Lass das jetzt bloß so. Ich versuche einmal noch. Oh nein, dann geht doch wieder nicht. Nein, das wird funktionieren. Chat, das wird funktionieren. Ton ist gut. Okay, wir lassen Ton erstmal so, wie es ist. Müssen wir bitte. Ey, aber krass, ne? Ja. Ohne Scheiß. Es war echt aber auch heiß hier drin. Ich glaube, die Kamera ist kurz abgeschmiert, Chat. Kamera ist kurz abgeschmiert. Ich würde es aber gerne nochmal probieren. Mama, lass das doch jetzt. Der Ton ist doch gut. Ich probiere. Der Ton ist doch jetzt gut, oder? Nee, ich glaube noch nicht. So lass es. Okay, wir lassen. Ton ist super. Ton ist nur, naja. Also man kann jetzt nicht alles haben. Ey, ich glaube, die Mikrofos sind überhitzt. Die haben Überhitzung oder sowas. Ohne Scheiße. Ey, nutzt mal einen Barbecue. Danke für 5. Soll ich euch mal einen kurzen, leckeren Burgerbraten machen? Oh. Wir müssen zugeben, das sind keine Burger-Patties für mich. Das sind für mich Frikadellen. Boah, Alter. Leute, immer noch 5000 Menschen und ihr guckt zu. Und ich kann euch sagen, was wir jetzt machen, jetzt kommt der große Highlight des ganzen Abends. Du kannst dir deine Burger-Patties angucken und ich sag euch, ich hole mir jetzt auf dieses Blatt, hole ich mir das aus der Pfanne raus, was da ab ist. Ofen. Wir lassen jetzt kurz organisatorisch, wir lassen jetzt Dingens, ne? Wir lassen das jetzt hier dran, weil keine Ahnung, boah, ich glaube die Dinger sind überhitzt. Ich glaube die Dinger sind überhitzt. Ohne Scheiß, die sind überhitzt. Warte. Wieder, jetzt brauche ich Platz hier einmal. Ja, warte.
Oh, das sieht so. Oh, Junge, das sieht krass aus. Mikros geben auf, ey, Chat, die haben aufgegeben, ne? Die haben echt aufgegeben. Die Dinger sind aufgegeben. Boah, das sieht aber krass aus, ey. Boah, Junge, ey. Nehmt die Frikadellen raus. Ja, ist eigentlich eine Idee, ne? Frikadellen mal rausnehmen. So, seht ihr das? Ich zeige euch das mal in die Kamera. Das ist fürchterlich heiß. Ich weiß natürlich nicht, wie ich das jetzt anstellen soll, aber... Oh, der ist beweglich, der Kollege. Boah, Junge. Wie sieht das aus? Was sagt ihr? Herd ausschalten. Herd ist jetzt aus, offiziell, ne? Herd ist jetzt aus. Boah, da brauche ich... Schneiden wir von der Mitte. Boah, ich weiß nicht, wie man das macht. Aber guck, das sieht gut aus. Seht ihr den? Habt ihr den gesehen? Noch nicht fertig. Ruhig, Michael. Ruhig. Das ist nie ruhig. Braten noch nicht fertig? Der ist fertig. Aber mich reizt das jetzt, diese Dinger wieder anzuschließen, weil ich innerlich reizt mich das gerade so unfassbar. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt... Ich glaube, die sind echt überhitzt, ne? Ich glaube... Hast du mal ein Tellerchen? Ja. Oh, Junge, gegen den PC geballert, ey. Hier das Messer hochhalten. Ich habe auch jetzt Schiss, die Perspektive auszumachen, habe ich jetzt Schiss, weil da das Mikrofon drüber läuft. Weißt du, wenn ich jetzt... Ja, dann mach das doch mal ein bisschen kleiner, dass man mein Gesicht auch sieht. Warte, ich mach's so. So, jetzt die Perspektive rettet uns jetzt oben links den Ton, ne? Die Perspektive rettet uns den Ton jetzt. Ach du Scheiße, ne? Tu sie kurz in den Kühlschrank, eigentlich eine gute Idee, ne? Die sind auch echt warm. Sind jetzt im Kühlschrank. Ich bin gespannt, wie der falsche Hase jetzt hier aussieht. Wir haben gerade auch noch Burger gemacht, ne? Ja, aber jetzt der falsche Hase erstmal hier an. Oh, ich glaube, das muss noch ein bisschen, oder? Ich weiß nicht. Also, ja, ich glaube, der könnte noch 10 Minuten. Machen wir wieder an. Auf wie viel Dinge? Machen wir auf 190. Ich glaube, obwohl es sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, ich hoffe, man sieht ein bisschen was. Das ist jetzt, ich meine, das sieht ganz okay aus. Aber ich glaube, das muss noch mal gut. Ich glaube, das muss noch ein bisschen, ne? Ja, wir stellen mal rein. Machen wir auf 200 Hasse. 200 Grad, wir sind wieder dabei, Chat. Wir sind mehr oder weniger dabei, ne? Machen wir auf die Zwiebel. Nicht nur mit dem Ton haben wir Probleme, sondern auch mit dem Essen. Aber echt, also mir ist das, keine Ahnung, ist echt komisch mit dem Ton, ne? Also, aber ich hoffe, aber versuch, vielleicht rettet das Baby uns hier oben, ne? Das Baby uns hier oben rettet uns jetzt gerade mit dem Ton. Ich brauche ein Messer. Wir haben doch bestimmt noch ein Messer. Ach komm, hier liegt es bestimmt jetzt. Ich probiere das mal. Wir machen übrigens falschen Hasen für die, die dabei gekommen sind. Aber ich glaube, das muss noch ein bisschen. Boah, jetzt bin ich gespannt, ey, sag ich dir ehrlich. Ey, probier. Jetzt kommt's. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich glaube, der könnte noch so 10 Minuten, Viertelstunde. Aber ich finde es nicht schlecht. Mit dem Ei gleich, das wird eine Geschmacksexplosion. Aber was wirklich krass nach vorne kommt, ist Senf, ne? Ja, Senf ist... Boah, Senf, ne? Ton ist okay? Okay, wenn ihr sagt, Ton ist gut, dann ist es okay so. Dann ist okay. Ton ist okay? Okay, dann gut. Dann okay, dann lassen wir das so. Hol die Mikros in den Kühlschrank, Elektronik hat da nichts zu... Aus dem Kühlschrank, Chat, wir haben die nur kurz fürs Feeling in den Kühlschrank gepackt. Schmeckt gar nicht nach Hase. Mhm. Meinst du, ich sehe gerade Peter Sandra, 20, 30 Minuten noch. Ich finde, man kann schon essen. Aber ich glaube, der muss noch ein bisschen. Ich lasse das jetzt noch mal ein bisschen drin. Sagen wir mal so, es wäre jetzt nicht das Gericht, wo ich sage, boah, das nehme ich mit auf eine einsame Insel. Aber es wäre das Gericht, wo ich sage, kann man probieren, ne? Also mir schmeckt es wirklich gut. Ja, doch, mir schmeckt es wirklich gut. Aber ich sage euch, mit dem Schinken drumherum ist das schon sehr, sehr geil. Ich finde Schinken drumherum ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Vor allem jetzt... Aber wir haben es auch langsam gemacht, ne? Warum so aufgedreht? Ey, Mikro, wir hatten gerade ein sogenanntes technisches Mikrofonproblem, ne?
Beziehungsweise es ist eigentlich immer noch da. Wir haben halt, ja, die kleinen Babys, die haben den Geist aufgegeben. Krass, ich hätte gedacht, die halten. So warm war es ja gar nicht. War es hier warm? Ja, doch, hier war schon warm. Das hat gebraten. Der Ofen kickt ab. Ja, wir haben auch Fenster zu, Tür fast zu. Ein Fenster nur auf Kipp, Rollos unten, ne? Egal. Ein bisschen Risiko ist immer, Chat, ne? Hol die Mikros aus dem Kühlschrank. Sind schon draußen. Sind schon draußen. Die Patties sind fertig. Du kannst dir da einen Burger belegen. Ja, eigentlich könnte ich mir jetzt mal einen Burger machen, ne? Mit den Frikadellen. Ja. Geil. Boah, aber das ist schon saftig viel auch, ne? Also, das ist schon, ne? Keine Sorge, nehmen wir ihn nach Hause. Also das mir, ganz ehrlich, mir schmeckt das gut. Ich freue mich gleich auf das Ei. Wie kommt Marco nach Hause mit dem Auto? Jetzt fragt ihr euch, ist doch Ausgangssperre. Richtig, weil das gilt hier gerade als Arbeit, was wir machen. Mit so einem Messer macht man das, ne? Ein Brotmesser, ne? Eigentlich für. Das ist das mit den Rillen, genau. Mhm. Wir tauschen die Plätze. Wo ist denn mein Trinken da? Boah, auf einmal war die Kamera weg, ne? Das ist das Ding beim Livestream, wisst ihr, Chat? Man hat keine Pufferzeit, sondern es muss direkt wieder funktionieren. Und das, manchmal kann man es nicht machen, ne? Es ist wirklich so. Aber ey, sieht nicht schlecht aus, ne? Willst du das Brot normalerweise warm machen, oder? Ich hab lange keine Burger selber gemacht, weißt du? Also an sich, boah, das ist schon saftig, ne? Fühl mal. Das ist richtig? Ja, das ist gut. Ich glaub, aber du hast auch das Gute, glaube ich, genommen, ne? Ja, XXL halt, ne? In der Pfanne anbraten. Ich zum Beispiel mag das Brot lieber, wenn es nicht angebraten ist. Weil das ist aber auch schon die sparsame Frikadelle, ne? Soll ich dir eine Zwiebel schneiden? Ja, mal schnell mal einen Streifen ab. Wobei, da sind schon saftig Zwiebeln auch drin, ne? Ja, was ist eigentlich die goldene Regel beim Burger machen? Was kommt zuerst rein? Erst kommt Salat? Nee, ne? Salat, Tomate, Zwiebel. Zwiebel ist auch nicht jedermanns Geschmack. Und immer, ich kenne das, die Mitte der Zwiebel weg. So, Salat ist drauf. Zwiebel. Boah, Junge, sieht lecker aus, ne? Sieht nicht schlecht aus. Jetzt kommt noch Soße drauf. Was tun wir für eine Soße drauf? Das ist dein Burger. Das ist auf jeden Fall nicht mein Burger. Wo soll ich das alles hinessen? Hier, mal gibt es einen Knall und dann ist die ganze Küche versaut. Da bin ich geplatzt. Junge, ey. Ich kann euch sagen, der falsche Hase, der muss noch ein bisschen ziehen. Ich glaube, wenn der. So sieht's übrigens. Ja, das aus, sieht, das ne? sieht nicht so gut aus. Findest du nicht? Nee. Boah, ich habe jetzt irgendwie mehr. Zu viel Grün drauf. Ein Brötchen ein paar Minuten im Ofen. Die Batterien von den Mikros sind tot. Nee, die Batterien laufen, Jeff. Batterien sind noch da. Ah, guck mal, hier ist einer, der bei Instagram aktiv ist. White GTI. Bist du mit dem T3 da? Nein. Ich hatte heute, bevor ich hier zum Stream gefahren bin, bin ich mit einem anderen Auto. Ich habe wirklich bis, ich glaube, 16:30 geschraubt und habe richtig Panik bekommen, weil das Auto, wo ich dran geschraubt habe, mich erschrocken hat. Wir haben keinen Käse drauf getan. Oh. Oh Junge, Käse, alles vergessen. Käse vergessen, Tomaten, Ketchup vergessen. Ketchup fehlt, ja. Boah, aber schmeckt gut. Ey, die Patty schmeckt gut. Wenn ich das jetzt noch esse, muss ich klappen. Ich gebe gleich einen Knall. Das ist alles. Was hier. Mit Nachtisch? Auf gar keinen Fall. Oh Mann, ey, wo soll ich also, das hätten wir den Käse nicht. Isst du jetzt echt einen Burger noch? Geil. Wenn schon, Marco. Morgen früh shoppen kann ich euch sagen. Vielleicht 10 Minuten später, weil die Geschichte mit der Toilette dann etwas länger dauert. So. Was willst du für eine Soße drauf haben? Ich bräuchte eigentlich erstmal den Käse. Wo hast du den Käse hin? Hier. Ich hab hier meine Hotdog-Soße, weil die andere Soße aus war. Ich glaube, ich nehme ganz normalen Tomatenketchup einfach ein, ne? Ich kann das kriege ich nicht mehr runter. Ich weiß nicht, warum. Das ist ein Snack. Na, ich weiß sicher. Oh, jetzt fragt ihr euch, warum ich so zugenommen habe. An den Kochstreams liegt es auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, drauf machen wir die auch nicht. Ich bin froh, dass ich technisch überhaupt nicht gut bewandt bin. Ich bin froh, dass ich bei uns den Rechner überhaupt gestartet bekomme. So. Eine Tomate. Boah. Es schmeckt zwar klar wie Frikadellen gerade, was ich gerade im Mund habe, aber an sich schmeckt es gut. Ohne Scheiß. So, die Mitte raus. Ein paar Zwiebeln. Was ist?
So, das ist übrigens Hotdog-Soße, die Burger-Soße war nicht mehr da. Die Burger-Soße aus dem Rewe ist anscheinend sehr beliebt, ne? Die war echt weg. Und hier wegen der Diät mache ich einen Blattsalat drauf. Boah. Aber Hunger habe ich keinen. Wie schmeckt das? Hm? Ach ja, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Ja, der braucht aber noch ein bisschen, der Johnny. Mm. Boah. Boah. Boah, Alter, ey. Ich kann das nicht mehr essen. Boah, Junge, ich brauche was zu trinken. Was passiert? Okay. Boah, Junge, ey. Boah, das ist kurz bei mir krass gewesen jetzt, ey. Schmeckt nicht schlecht, ne? Guck mal, wir sind ja heute, kann man sagen, heute sind wir bescheiden gewesen. Wir haben doch nur Dingens, ne? Was haben wir gemacht? Nur 4 Gerichte bis jetzt. Boah. Ey, überleg mal, Sucuk mit Ei. Dann strammer Max. Dann, was haben wir noch gegessen? Boah, wir haben so viel gegessen heute, ey. Egal, wir haben auf jeden Fall viel gegessen. Ihr merkt, wir kriegen kein Wort mehr raus. Boah, Junge. Ich kann euch sagen, wir sind auf jeden Fall gut vollgefuttert. Das kann ich mit Kartoffelpüree. Gleich erstmal Nachtisch, wichtig, wir machen gleich Nachtisch, Chat. Macht euch bereit, wir machen. Der arme Kartoffelstamm, so ein bisschen traurig bin ich ja doch schon drum. Ich probiere es nochmal, vielleicht. Nein, sehr muskatnusslastig. Also mit Muskatnuss war ich dazu gut. Und eindeutig fehlt da der Butter- und Margarinestich. Also es schmeckt wie heißgemachte, zermatschte Kartoffel mit Milch. Ganz offen gesprochen, genauso schmeckt es. Also den Kartoffelpüree habe ich versaut, den habe ich nicht hinbekommen. Der ist komplett in die Hose gegangen. Ja, was haben wir noch? Unser Hackbraten, unser falscher Hase ist noch im Ofen. Ich bin gespannt, da fehlt Butter, wie gesagt, das habe ich auch gesagt. Oh. Was gibt's morgen zum Frühstück? Herr Sucuk mit Ei. Ja, Sucuk mit Ei. Jetzt fragt ihr euch, welchen Sinn hat das heute eigentlich gemacht? Heute hat das gar keinen Sinn gemacht. Das hat gar keinen Sinn gemacht heute. Aber es ist, wie es ist, ne? Ihr wisst, wie es ist. Manchmal machen Sachen Sinn im Leben, manche machen sie weniger Sinn im Leben. Und das ist so eine Sache, die macht jetzt einfach weniger Sinn, ne? Aber guck mal, optisch. Gut. Oh, alter Junge, ey. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist doch auch die perfekte Zeit, um so ein 6-Gänge-Menü zu kochen, ne? Ach, komm hier. Junge, jetzt klappt's gleich. Hm. Boah, Alter. Aber käsetechnisch haben wir die richtige Entscheidung getroffen, ne? Also da können wir auch mal auch stolz auf uns sein. So, ne? Ihr könnt mir jetzt ein paar Fragen stellen und ich versuche sie euch zu beantworten, in der Zeit der Hackbraten noch ein bisschen zieht, weil ein ganz, ganz, ganz kleines Stück müssen wir gleich noch probieren mit Ei, Micha. Mit Ei, ne? Vor allem, wie das aussieht im Querschnitt, ne? Burger geht nicht. Micha, ich stelle es mal hier aus der Sicht weiter. Seht ihr das nicht? Alter Schwede. Ich dachte, ich wäre gut in Essen, aber da sind wir nicht. So, was haben wir für Fragen? Was mit den Mikros? Die Mikros müssen sich abkühlen. Ja. Setz dich doch mal hin zum Essen. Ja, wo sollen wir uns denn hinsetzen? Wir stehen ja mitten in der Küche. Boah, Junge. Boah. Kannst du mal ein Schrauber-Stream machen? Oh! Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar kann ich euch jetzt schon sagen, nächste Woche Samstag werden wir einen Schrauber-Stream live aus der Halle 77 machen. Und zwar wird es darum gehen, Simson-Schrauben. Wir haben die, jetzt habe ich es ja vergessen. Zweitaktbrigade heißen die. Genau, die Zweitaktbrigade. Zweitakt. Boah, ich muss erstmal. Boah, aber das knallt schon rein jetzt. Die Zweitaktbrigade bei uns zum Schrauben. Die schrauben live an unserem Simsons. Und das werde ich live im Stream begleiten. Wir haben Kameras, wir haben Mikros, wir haben alles am Start. Ich hoffe, das wird ein geiler Stream. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche Samstag und
vielleicht sogar Sonntag, je nachdem, wie weit oder wie weit wir kommen. Beide Simpsons sind auf der Bühne und dann geht's richtig schrauben. Da können wir Fragen beantworten und, und. Also, nächsten Samstag gibt's auf jeden Fall den nächsten Livestream aus der Werkstatt. Der Stefan schreibt gerade, Stefan, genau. Stefan, du kannst uns ja mal kurz ein Feedback geben. Wie ist der Ton? Kann man da jetzt so gerade mit leben? Außer, dass wir sehr vollgefuttert klingen. Man muss da, für alle Leute, das nagt richtig an meinem Herzen, die Mikros sind mit der Hitze nicht klargekommen, ne? Julianos Eltern heulen, wenn sie euren Saustall sehen. Ihr wollt nicht wissen, wie es hier gerade aussieht. Das ist echt eine Katastrophe. Boah. Warum leidet mich ja gerade so? Ich sag euch ehrlich, Chat, für mich ist das schon relativ viel Essen, Intus, ne? Also ich find's schon relativ viel, so auch um ja, 22.30 Uhr. Der, ne? Der blaue Jetta ist noch zu haben. Eigentlich stehen alle Autos noch. Wir haben letzte Woche, glaube ich, ein rotes T-Coupé haben wir verkauft. Boah. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gesehen hattet bei YouTube. Ein rotes T-Coupé verkauft. Und wir sind gerade dabei, unsere Seite abzudaten, unsere Homepage. Unsere Autos werden demnächst, also alle Autos, die zum Verkauf stehen, werden demnächst bei uns auf der Homepage stehen. Und da könnt ihr sehen, wie so ein kleiner Steckbrief, wie es früher in der Zeitung war, ein Bild vom Auto, Baujahr, Kilometerstand, Leistung, Extras, Preisvorstellung, Ende. Bei Anrufen, also sprich bei Fragen zum Auto, dann einfach anrufen. Das wird in der nächsten Woche eingerichtet bei uns auf der Webseite. Wir müssen an das Teil denken, ne? Also nicht, dass das Ding... Wie lange ist das denn? Markus, man kann sagen, was man will. Markus echt satt, kann man sagen, ne? Aber der muss noch ein bisschen, der Vogel. Meinst du? Ja, der ist noch nicht so... Boah, Junge, ey. Willst du noch ein Gösser? Wo soll ich das alles hintrinken und hinessen? Ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin schon... Was mit dem Passat? Der VW Passat muss erstmal wegen TÜV und Eintragung, und ich habe da einen Herrn schon, der da sehr, 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 sehr interessiert ist. Da schaue ich mal, was damit passiert. Aber eigentlich würde ich den Passat gern selbst behalten. Also wir reden von dem grauen Passat, von dem V6. Weil das ist zum Beispiel ein Auto, was ich nie wieder mit dieser Ausstattung bekommen werde. Nie wieder in so einem guten Zustand, und der fährt auch geil. Deswegen verkaufen wir natürlich auch Autos, die Oldtimer an- und verkaufen, natürlich weiterhin funktionieren. Aber diese Autos, so Raritäten, sowas wie den Passat, würde ich super, super ungern abgeben. Aber noch ist auch nichts eingetragen, von daher ist es vielleicht auch gar nicht so interessant. Micha möchte Marco abfüllen. Oh, Junge. Boah, ja. Was gibt jetzt? Viele fragen sich jetzt, was gibt's eigentlich als Nachspeise? Ne? Gar nichts. Bitte. Also, was wir eigentlich, sollen wir sagen, was wir wenigstens geplant haben, nur fürs Feeling? Ja. Wir haben geplant, einen sowas wie eine Hochzeitstorte zu backen. Eine Herrentorte. Eine Herrentorte, richtig. Herrentorte mit Schokolade und Sahne und ganz viel. Ja, ihr wisst ja, ne? Sowas ähnliches. Puh. Micha und Marco, Grüße aus Rüsa. Rosa Schlüpp ist auch da, ne? mit der Internetseite, mit der auf Seite ist gutes Idee, so werden wir es auch machen. Marco, mach auf deiner Seite die Autos als Quartettkarten. Philipp Schwarz, sagen wir 5. Gute Idee, ne? Haben wir auch so überlegt. Ich hätte sie ja gerne so wie eine alte Zeitung so aussteht, so wie es früher bei uns im Reviermarkt gab oder so wie es heute noch in so alten Zeitungen gibt. Wie so wirklich eine kleine Anzeige, weil Fakt ist doch, was für ein Auto haben wir da? Sprich, ein Foto vorne rechts, was für ein Auto? Welche Erstzulassung, welches Baujahr? Also, es ist das Gleiche. Was für Leistung, Extras? Preisvorstellung, fertig. Und dann ruft man auch an. Wenn man sich für Fragen zum Auto hat, ruft man ja auch an und fragt. Deshalb werden wir das bei uns auf der Seite machen, und ich werde dann wahrscheinlich nicht mehr auf mobile inserieren. Also ich versuche es nur noch über die Seite. DJ, danke für 10, war ein cooler Spaß mit euch beim Kochen zuzusehen. Ey, du musst aber noch gucken, wie gleich unser falscher Hase aussieht. Der falsche Hase ist das große Finale, Chat. Gleich kommt das große Finale. Ey, wir hatten echt überlegt, ob wir sogar einen Kuchen backen. Junge, wir haben, was für überlegt. Wir haben überlegt, eine Tomatensuppe noch am Anfang zu machen. Das wäre komplett aus dem Ruder. Das ist ja jetzt schon komplett aus dem Ruder gelaufen. Also Michas Küche, ich freue mich schon, wenn ich gleich nach Hause fahre. Ich kann mich direkt ins Auto setzen, alles ist sauber. Und Micha hat hier das Chaos hoch 10. Selbst meine Brille ist voll mit Fett. Also nicht mein Fett, sondern mit dem Bratenfett. Aber wir sind so voll gefuttert. Kommt morgen, was kommt morgen für ein Video? Weißt du's? Ich bin in Urlaubsstimmung. Ich bin im Chat, ich habe Urlaub ja offiziell, ne? Ich sag aber, es kommt was mit Fiesta, richtig? Ach ja. Der im Urlaub mitdenkende Streamer. Ja,
Vielleicht viele von euch wollen es gar nicht sehen oder hören mehr. Doch, das ist doch cool. Ja. Aber das ist ja nicht ein besonderer, das ist ja ein besonderer Teil. Das wird auch ein sehr guter Teil, weil es ist noch ein Bonusmaterial bei. Ich fahre ein ganz besonderes Auto und kein Fiesta. Wird interessant und dazu bin ich mal gespannt, was dann passiert. Also wie das Video bei euch ankommt. Ich freue mich da sehr drauf, weil ich sage euch, das habe ich ja schon in fast jedem Stream gesagt, ich oder wir zeigen euch... Jawohl, der Ketchup. Wir zeigen euch... Nichts passiert. Wir zeigen euch das, worauf ich Bock habe. Nicht wir suchen nach Content, der gut ankommt. Nein, den wir haben, der mir und Micha, oder den ich einfach zeige, und Micha und Stefan bringt ihn zu, der Papier hätte ich fast gesagt, aber zu euch. Ja, und auch jetzt mal ganz ehrlich, das, was wir heute machen, ist auch eigentlich, das ist total dumm. Es ist so, aber wir kochen, keine Ahnung, und es wär, vielleicht ist dieses Streaming noch intensiver. Vielleicht machst du das ja noch intensiver, weißt du? Ich habe zum Beispiel an diesem Streaming Bock drauf. Ich freue mich, wie gesagt, auf nächste Woche Samstag, wenn wir live an den Simson schrauben. Das wird morgens beginnen und so lange, wie wir schrauben und wie das ankommt und wie ihr Bock drauf habt, werden wir schrauben. Also werden wir das auch bei YouTube live zeigen. Weil ihr habt euch immer gewünscht, Mensch, macht doch mal eine Live-Schaltung ohne Cut, ohne ja, alles. Und deswegen bekommt ihr nächste Woche einen Livestream auf den Samstag. Volle Kanone. Und bin mal gespannt, wie der ankommt. Morgen früh sehen wir uns natürlich beim Frühshoppen. Das ist für mich schon fast so ja, die Routine. Die Routine, genau. Ich werde morgens, ich bin so. Immer früh wach. Und von daher sage ich euch, morgen bin ich auch am Start. Und dann bin ich gespannt, wie euch das Video von morgen, also wie das ankommt. Weil für mich ist das was echt ganz, ganz, ganz Besonderes. Kann ich ganz klar sagen. So, ich gucke mal nach den Kollegen hier im Backofen. Lemmis, boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, ne? Was danach, beide auf Jagd, boah, wenn ihr möglich habt, ich in der Video mit Walter Reutz machen. Oh, sollen wir ihn rausnehmen, den Braten? Noch nicht. Hey Marco, lass einfach nur eine Stunde. Aber ich meine, ich hätte gelesen, dass das nur 20 Minuten und eine halbe Stunde ziehen muss. Ich will echt nicht sagen, aber das chillt da schon eine Stunde drin oder so, ne? Eine Stunde locker, ey. Hey Marcel, die arme Nadine, die das aufräumen muss. Falsch, wir sind bei Micha zu Hause und der Micha muss aufräumen. Nadine muss gar nichts machen. Immer wenn ihr solche LEDs hier seht, so Farb kommt, dann wisst ihr, das ist bei mir. Ungefähr. Was haltet ihr von der 80er Jahre Party? Boah. Wäre auch mal eine gute Sache, wenn mal. Ey, boah, das. Ey, stopp! Wäre das nicht voll die geile Idee? Ach ja, Party wäre geil. Oh, dann sehe ich hier Farbe, das nicht richtig. Dann sehe ich hier, was ist mit dem blauen Passat? Der blaue Passat hat schon einen neuen Besitzer und ich habe schon Details bekommen, dass der jetzt schon im Aufbau ist. Also ich habe den Passat weiter verschenkt, weil wir dieses Projekt ja halt nicht weitermachen konnten, weil es dann einfach viel zu viel Arbeit ist für uns. Und wir das in der Zeit, wir haben aktuell 3 Leute in der Werkstatt und wir haben natürlich auch noch unseren ganz normalen Handel. Wir haben auch noch Reparaturen in Autos, die wir verkaufen. Dann haben wir unsere Projektautos, die gerade echt sehr, sehr viel sind. Michael ist 2 Wochen im Urlaub. Urlaub! Und ich kann euch sagen, 3 Autos alleine, die ihr auf dem Schirm habt, wo es ein richtig, richtig gutes Video zu geben wird, was ich noch sehr gut vorbereite. Und da sind noch 2-3 Autos bei, zum Beispiel ein 123er Mercedes könnten wir fahren, könnten wir vorstellen. Aber ich will halt nicht nur Vorstellungsvideos machen. Aber weißt du, was cool ist? Das ist ja das... Es gibt immer Material. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird nicht langweilig. Eigentlich, es wird nicht langweilig. Und wir versuchen neue Sachen. Guck mal, das, was wir jetzt heute probieren, ist ja auch mal was anderes. Aber wir werden ja auch noch andere Sachen probieren auf YouTube, weißt du? Auch das mit den Abspannsachen und so. Ich glaube, ey, ohne Scheiß. Auch das nächste Woche Samstag, was du vorhast. Ja, wir haben so viele Videos. Und ich kann euch sagen, da kommen auch noch Videos, nicht nur Vorstellungsvideos, sondern wo wir zum Beispiel Autos abgeholt haben, wo wir Autos nach langer Standzeit wieder zusammenbauen, ans Laufen bringen. Wir machen ein Motor-Tuning-Koppen-Video. Wir sind auf Prüfstand mit Björn Pieper und eine krasse Probefahrt, ne? Ja, Video ist cool, wird cool. Soll ich sagen, Micha hat das Video schon geschnitten. So, also halb. So, dann sehe ich ein was. Was ist mit dem RS4 B5? Ja, was ist damit? Der ist aktuell beim Aufbereiter, also der wird gerade richtig aufpoliert. Und ich bekomme den wahrscheinlich dann im Top-Zustand, wie immer vom Glanz, wieder. Und dann wird es natürlich da auch ein Video zu geben. Also da werden wir auch nochmal fahren. Wir werden in eine Runde fahren. Meine Eindrücke zu dem Auto. Was ich davon halte, was ich dazu denke. Vielleicht rufe ich einen Phil an und sage, der hat Bock auf eine Probefahrt mit dabei. Der sagt, hey komm Marco, ich bin dabei. Ich kann dir zu dem Auto 50 Mal mehr erzählen wie ich. Weil das ist ganz klar gesprochen. Wenn einer sich mit so einem Auto kennt, dann ist es Phil und nicht ich. Aber all das
haben wir jetzt erstmal 2 Wochen Micha-Pause. In der Zeit werden wir natürlich auch was drehen, also den Werkstattalltag und. Aber die Videos, neue, beginnen wieder in 2 Wochen. Na, das fasst jetzt quasi gut zusammen, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Aber ich freue mich schon auf den Urlaub. Also ich bin ja, ab Montag habe ich offiziell Urlaub, ne? Also, du hast ja jetzt schon offiziell Urlaub. Ja, von mir aus habe ich ab jetzt Urlaub, aber ich freue mich da drauf, ohne Scheiß. Ich freue mich wirklich. Marvin, warum ist Micha so aufgedreht? Wenn du Micha, Urlaubsstimmung! Wenn du Micha bei Twitch siehst, du musst dir einfach mal Michas Twitch-Kanal angucken. Scherzovic wird hier einer mal, irgendeiner schreibt es jetzt von euch, wie Micha bei Twitch heißt. Und dann guck dir mal an, wie Micha da ist. Und ich sage dir, der hat definitiv an irgendwas geschnüffelt. Aber auf jeden Fall nicht bei uns in der Firma. Ohne Scheiß, für mich ist das, für dich ist das doch auch so. Man kann streamen und man kann seine komplette Energie da reinballern. Ich weiß nicht warum, aber mir macht es total Spaß. Streaming ist einfach geil, ohne Scheiß. Streaming ist einfach geil. Alles wirklich so. Egal, ob es jetzt hier auf YouTube ist oder auf Twitch, ohne Scheiß. Ultra oder Kochstreams oder mal was Komisches machen, ne? Aber ohne Scheiß, es ist wirklich, ist einfach geil. Es macht einfach total Spaß, ne? Ist halt wirklich so. Ist halt, dir, guck mal, du hättest ja auch nie gedacht, dass du streamst. Und guck mal, jetzt kannst du es ja gar nicht wegdenken, ne? Nee, im Moment, mir macht es halt Spaß. Und nochmal zum Thema RS4B5, ob der verkauft wird. Glaubt mir, mir haben echt viele Menschen schon geschrieben zum Verkauf. Ich weiß es noch nicht. Für mich, sage ich euch jetzt schon vorab im Stream, so denke ich, dass nämlich dieses Auto ist ein perfektes Auto, um irgendeinen Kummel mal zu machen, um an ein RS2 zu kommen. Weil derjenige, der ein RS2 hat, wird den ungern abgeben, weil er wahrscheinlich sagt, oh nee, RS2 selten. Ich habe aber ein RS4. Und dann kann man sagen, oh, da können wir vielleicht ins Geschäft kommen. Also, da gibt es die Möglichkeiten. Den jetzt einfach so verkaufen, nein, weil ich finde, so ein RS4 ist ja auch schon volles Rohr-Kultfaktor und gleichzeitig sieht das Auto. Das ist böse. Und das Auto, muss ich zugeben, sieht fetter aus wie ein RS2. Das muss ich zugeben. Aber, ihr wisst, 5 Zylinder, da hätte ich halt hart Bock drauf. Apropos, ich will dich ja echt nicht unterbrechen im Film. Ja, aber wir nehmen den Kollegen jetzt da raus. Aber jetzt muss es ja wirklich durch sein. Ne? Also, was meint ihr, unser falscher Hase? Wer von euch ist denn jetzt im Chat schon die ganze Zeit dabei? Wir sind bestimmt schon 3-4 Stunden online hier. Es ist fast 3 Stunden. Unser Hase müsste doch fertig sein, ja, oder? Der Hase ist, ja. Der Hase muss hüpfen. Warte, wir machen das schon mal aus. Der Hase müsste hüpfen. Lass uns mal 2 Minuten ziehen noch. Was kommt dir vor, Kulasch? Lass den Hasen frei. Hoffentlich habt ihr Videos für 2 Wochen. Versprochen. Es gibt keine Pause, Chat. Das ist wichtig. Es gibt keine Videopause. Keine Videopause. Und wir haben Material da. Wirklich, es ist alles schon gut vorbereitet. Stefan ist ja da. Keine Sorge, Stefan ist am Start und schneidet weiter Videos. So, jetzt ist es. Das große Finale. Wer hätte es gedacht, dass es heute noch passiert? Boah, Junge, ey. Boah, guck mal an der Brille, jetzt sehe ich nichts mehr. Boah, Junge, ey. Aber das riecht köstlich. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich sage euch ganz ehrlich, sieht man das? Boah, Junge, ey. Würdest du das privat jetzt öfter machen? Sag mal ehrlich. Ich koche gerne. Also aber auch das Gericht meine ich jetzt. Das kann ich dir gleich sagen. Ich finde es, wenn man ein bisschen was... Oh, das sieht gut aus. Nochmal in die Kamera gehalten. Sieht wirklich nicht schlecht aus, ne? Hört mal, unser falscher Hase, der brodelt richtig gut. Gute Frage. Welches Video war bis jetzt am erfolgreichsten? Ich würde die Frage erweitern. Was für am erfolgreichsten ist jetzt vielleicht nicht Klicks, aber wo sagst du, das ist so das geilste Video von uns gewesen? Eigentlich eine gute Frage, ne? Nie darüber nachgedacht. Das geilste Video von uns, welches Video mir sehr, sehr viel bedeutet hat, wirklich sehr, sehr viel bedeutet hat, ist das Video mit Jakko. Das die Rennen, beiden meinst du? Die beiden Rennvideos, das Rennvorbereitungsvideo hat mir sehr viel bedeutet. Welches Video mir auch sehr emotional, sehr, sehr gut gefällt, ist das, wo wir unseren Umbau unserer neuen Firma zeigen. Oh ja, ist auch. Sehr, sehr, sehr gutes Video. Da sind viele. Also, für mich ist das ein riesengroßes Bilderalbum. Wir haben richtig viele gute Videos dabei. Aber, und die Zukunft, ey, ohne Witz, der Kanal ist ja hier, wird ja langsam erst richtig wach, kann man sagen. Jetzt geht's erst bald richtig ab. Jetzt habe ich aber was gesagt, ne? Das Coupé-Video, das ist für euch wahrscheinlich das mit den meisten Klicks. Sag ich euch aber ganz ehrlich, das ist mehr ja auf unserem Kanal fast eine Ausnahme, weil mit, das ist grenzwertig, ne? Mit 3 Bar über die Autobahn zu fahren, mit einem Auto, was eigentlich für die Viertelmeile gedacht war, war grenzwertig und meiner Meinung nach schon fast ein wenig drüber.
Und welche Videoreihe mir zum Beispiel auch gut gefallen hat, habe ich gerade gelesen, Audi Tradition mit den, mit dem ja. S1, wo die Probe fahren durfte, war natürlich auch ein toller Traum, so ein Auto mal zu fahren. Das Video, wo wir ein Karfreitag-Treffen hatten oder so, wo Walter Röhr seinen Privatwagen mit dem Urquattro bekam. Also wirklich, wir haben viele schöne Videos. Also ich finde eigentlich alle Videos gut. Zum Beispiel, welches Video mir auch gut gefallen hat, wo wir den silbernen XZ2 Fiesta gerettet haben. Fand ich auch gut. Boah, danke. Mit den Fiestas nimmst du mir nicht übel, wenn ich da durcheinander komme, ne? Der Micha ist kein Fiesta-Fan. Ich finde die nicht schlecht, aber es ist halt sehr viel Fiesta so. Aber. Warum nicht, ne? Warum nicht? Oh, meinst du nicht, das war zu lange drin jetzt? Ne, auf gar nicht. Jetzt fühlt sich das schon beim Schneiden. Oh, das glaubt, das wird gut. Boah! Kannst du mir nochmal einen neuen Teller geben? Ey, na klar, natürlich. Am Teller sollst du jetzt wohl nicht mehr scheitern, ne? Ja, jetzt, für dich ist das ein kleiner Traum mit dem falschen Hasen, ne? Wie oft wir darüber gesprochen haben. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie oft das Thema bei uns auf der Arbeit, Thema war, ne? Ach, das Wortgulasch-Video, richtig. Übrigens, ich sag's jetzt, ich spreche jetzt aus, Chat. Ihr habt ja alle das Wortgulasch-Video gefeiert. Ende des Jahres gibt's eine neue Version. Wir haben quasi schon genug Material. Echt? Ja, Junge, du sorgst für so viel Material. Ohne Scheiß, komm und sei ehrlich. Das muss ich in die Kamera halten. Aber das seht ihr. Ey, guck mal, wie das aussieht. Ja. Ey, das ist ohne Spaß. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir das so hinbekommen haben. Sieht mir das? Guck mal. Boah. Das sieht von der Person aus der Perspektive super, aus. Ey, das ist echt gut geworden. Wenn wir jetzt noch geschmacklich sagen, das Ding ist durch, dann haben wir es heute schon. Micha, wir müssen es irgendwie testen. Ich weiß, dass wir eigentlich nichts mehr essen können. Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie essen soll. Ich nehme es einfach hier in der Gabel. Hier liegt hier ist die Gabel. Alles rum. Ey, hier liegt echt viel rum. Wir haben noch ein bisschen Bacon außenrum. Aber mit Ei. Ist es ohne Ei oder mit Ei direkt? Ja, Ei. Ja, falsch rum. Ich esse ein bisschen Ei dazu einfach. Ne? Ja, du kannst jetzt ja aus der Mitte schneiden. So, so ist okay. Ich weiß nicht mehr, wo ich sie essen soll. Ey, aber das sieht gut aus. Und das. Wie schmeckt das mit dem Ei? Boah, Junge. Geht nicht? Boah, Gänsehaut, Alter. Jetzt machst du. Ich finde, der Geschmack ist das eine, aber es ist so Konsistenz. Die mögen sich nicht von der Konsistenz her, finde ich. Boah, Junge. Ich freu mich hart drauf. Da hast du dir aber was ausgedacht, ey. Ich finde, es nicht so meine Welt irgendwie. Aber nur das Hack finde ich geil. Aber ich finde die. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss das Bacon da drauf haben. Seid ihr bereit? Ich finde nur die Konsistenzen, die vertragen sich nicht so. Weißt du, was ich meine? Die passen alle nicht in einen Raum so. Geschmacklich cool. Aber konsistent ist so. Weiß ich nicht. Ich will ja auch nicht deine Stimmung trüben, weil das jetzt echt 5 Stunden gefühlt Arbeit war, ne? Ich muss zugeben, ich hätte es mir auch besser vorgestellt mit dem Ei. Ich probiere es jetzt nochmal. Ich muss das zugeben, ich habe es noch nie so gegessen. Das bestellt sich auch nicht mal eben irgendwo. Ne? Das, oder es liegt einfach daran, dass wir schon gut. So viel gegessen haben heute. Ne? Genau, das ist das Problem. Aber ich will es nochmal zeigen. Das Ding, das sieht gut aus. Doch, das ist Fakt. Das sieht wirklich gut aus. Guck mal. Boah. Ey, das ist echt gut geworden, oder? Das hier, wir beiden Hohlköpfe, was warm auf den Tisch kommt heute, ne? Der Dorfschmied und der, was ist denn der Micha? Wenn ich der Dorfschmied bin, was ist der Micha? Jetzt möchte ich gerne was lesen. Der nur durch die Linse lebt. Aber ich finde ohne das Ei finde ich es nicht schlecht. Willst du so? Willst du Barbecue? Keine Soße. Philipp Passau schreibt, pack die Barbecue-Soße. Willst du Barbecue-Soße? Ich hätte welche im Angebot, ne? Mhm. Aber die Frage ist, wann isst man sowas? Also was ist das einfach für Dingens, ne? Deswegen lasse ich das Ei immer weg, dann ist es super lecker. Ey, krass, viele lassen das Ei einfach weg, ne? Sieht perfekt aus. Sieht gut aus. Micha, hast du sehr gut gekocht. Micha, gut, dass du Marco heute was beigebracht hast. Boah, Junge, aber das knallt rein, ey. So, Leute, ich sag euch,
Ich habe selten so selten im Mund gehalten. Wirst du gleich Micha noch? Ist der Kopf. Zappel-Philipp, das Zappel. Zappel-Philipp, heute ist noch ruhig. Heute noch ein ruhiger Stream eigentlich, ne? Heute ist wirklich ruhig. Zappel, Micha gleich Zappel. Wieso hat Micha Lidl-Pulli an? Er hat mal komplett geshoppt bei Lidl. Wir haben mal bei Lidl eingekauft. Marco hat noch Lidl-Schuhe, die sieht man gerade nicht. Aber Marco trägt auch die Lidl-Schuhe. Nicht gesponsert, aber wir haben einfach bei Lidl eingekauft, ne? Den Vogel nehme ich auf jeden Fall mit. Ganz ehrlich, sehr gerne. Nimm es gerne mit. Viel zu lange geknetet, könnte auch daran liegen, ne? Jetzt werden auch langsam die Knettechniken bewertet. Ich pack den auf jeden Fall ein. Nadine hat sich heute Chili con Carne zu Hause, weil wir haben auch zu Hause noch Chili con Carne. Aber ich kann dir sagen, wenn ich jetzt nur an Essen denke, wird mir schon fast übel. Ey, guck mal, ob der schöne Tupperpot für mich hast. Ja, das packen wir jetzt noch hier. Auf jeden Fall. Wie passt man den jetzt an dann gleich? Hol mal raus. Willst du... Nee, nicht die Schale. Die Frage ist jetzt... Boah, habe ich eine Tupperdose, die... Wo du, ja, also zeig mal her, da. Du kannst sehen. Hier... Willst du aus Glas oder aus Plastik? Nee, ich gebe dir zwei. Da passt der Kollege nicht rein. Junge, so große Tupperdosen hat kein Mensch. So groß war meine Butterbrotdose in der Schule früher auch. Ich geb dir, halbier das und klatsche das in mehrere Dinger rein. Ja, oder so. Ich nehme das so mit. Da kannst du dir noch ein paar andere Sachen mit rein. So eine Frikadelle oder so, wäre das nicht was? Ah, das war gut. Marco ist fertig. Ey, ohne Spaß, ich bin wirklich fix und fertig. Ob der Braten bis morgen früh überlebt. Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Morgen kann, Marco nimmt das morgen mit zum Frühshoppen. Frühshoppen im Livestream. Oh, Frühshoppen, eBay Kleinanzeigen. Wickel doch in Alufolie. Marco, ihr seht zufrieden aus. Ich kann euch sagen, das hat mir gut geschmeckt. Jetzt nochmal, ich muss das doch mal zeigen. Ich bin da stolz drauf. Also ich sag nur, so wie es ist. Würdest du es beim nächsten Mal wieder mit Ei machen? Ja, auf jeden Fall. Boah, krass. Das ist heiß. Ich muss doch mal zeigen. Ey, Leute, das macht mich stolz. Wie Oscar. Komm noch mal ein bisschen näher. Boah, ey, mein Magen ist gerade richtig Party, ne? Was hier alles durcheinander ist. Ich vermute, das hat ja auch keine Kalorien, das ist ja Non-Zucker, ne? Gösser, ja, richtig. Das ist alles Non-Zucker. 35 Kalorien pro 100 Milliliter. Okay. 35 Kalorien? Das glaubt doch keiner. So, Hackfleisch hat gar keinen, da ist ja auch nichts drin, also kein Fett. Also ich denke, ich habe so... Frühstück mit Eiern auch nichts. Nein. Schrauber mag es auch nicht schicken. Schrauber mag es am Anfang auch nicht. Also ich denke, ich habe jetzt so... Wir haben gut geschätzt. So 5000 Kalorien? 4000 Kalorien? Nein, das waren weniger schon, oder? War so viel? Strammer Max am Anfang. Junge, das war so krass belegt mit Käse, mit Schinken, mit Brot, mit Ei, dann Sucuk mit Ei. Das Ding ist komplett weg. Wir haben das komplett weggedingens. Also dann noch einen Burger zwischendurch. Junge! Ich hab schon zugemacht. Alter, ey. Jetzt ein Schnaps hinterher, dann würde ich auf jeden Fall einen ordentlich wegmachen. Willst du einen Schnaps? Nein. Sollen wir was anderes trinken? Ich hab Wein dann. Rollt ihn bis zum Auto, Marco fährt. Ich will gerade mein Auto, kennt ja den Weg und ich muss bis dahin kommen. Willst du wirklich keinen Wein oder sowas? Nein, ich will nichts. Für ein bisschen romantische Stimmung, ein bisschen Wein anbieten. Auch keine romantische Stimmung. Ihr kennt Micha gar nicht wieder, ne, von YouTube. Micha ist hier anders, fährt er seine Wollt ihr ein bisschen nach. Romantische Stimmung? Kein Problem, warte, ich mach euch da ein bisschen Romantik. Wollt ihr ein bisschen Romantik? Kein Problem. Auch ein bisschen Romantik hier. Hier sieht es irgendwie so orange aus, anstatt rot, ne? Egal, es ist, wie es ist. Eine Stunde bis zum Fresskoma. Ich kann euch sagen, ich bin auf jeden Fall über satt. Marco, heute Abend hast du ab... Was? Marco, du hast abgenommen heute Abend. Ich glaube nicht. Ich finde auch nach dem Stream siehst du... Du siehst jetzt ein bisschen dünner aus. Das ist perspektivisch. Guck mal hier, das ist so eine richtige schöne Kugel. Aber ich habe dünne Piepen, dünne Beine. Beim nächsten Mal macht ihr Lapskraut. Kennst du Lapskraus? Nee, kenn ich nicht. Lapskraus habe ich schon mal gehört, aber ich glaube, das ist gar nichts für Mensch. Ich glaube, für einen Kochstream, das war jetzt einfach mal gemacht. Einfach mal gemacht. Wir haben gesagt, wir machen es mal gucken, ob das Bock macht. Kannst du dich noch an den Anfang erinnern? Wir haben nicht mal gestreamt, aber ganz am Anfang. Wir wissen ja, ich habe von hier noch nie über YouTube gestreamt. Ich kenne nur Twitch. Ich kenne wirklich nur Twitch. Und dann, da fängt schon komisch an. Aber es hat alles geklappt eigentlich. Die Mikros sind zwar ausgefallen, weil die am Hitzetod gestorben sind, aber es ist, wie es ist. Aber ich muss sagen, mir macht das Spaß und ich freue mich riesig auf nächste Woche Samstag. Und ich kann euch sagen, das wird für euch bestimmt interessanter, weil Kochen ist ja, glaube ich, nicht jedermanns Geschmack. Genauso wie ein falscher Hase nicht jedermanns Geschmack ist. Aber ich finde, für einen Kochstream, warum nicht? Mal ausprobieren. Bald können wir einen anderen Streamer machen, was ganz anderes versuchen.
Ich weiß noch nicht genau was, aber wir können sie ausprobieren. Boah, ihr merkt, wir sind so voll gefüttert. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was man soll. Ich würde sagen, wir räumen jetzt Michas Küche auf. Nein, das, du weißt, wie das sein wird? Die Kammer, das geht gleich alles aus. Marco wird aus, weil ich werde das aufräumen. Also, so wie das Ding. Aber ich würde sagen, wir sind für heute durch. Wir sind für heute sehr durch. Na, offiziell. Ich kann mich kaum noch bewegen, ich kann kaum noch sprechen. Ich muss gleich gucken, ob ich überhaupt meine Schuhe ankriege. Aber es freut mich, dass... wie viele Leute gucken uns denn zu? Ich habe gar keinen Überblick. 2.000, 3.000, 4.000 Menschen? 5.000 Menschen seid ihr jetzt gerade dabei. Immer wieder unfassbar. Überlegt mal, Micha. Ja, 5.000 Menschen gucken dir zu, wie wir unseren falschen Hasen falsch gemacht haben. Nein, wie du Ei in so ein Stück Mett reinpackst. Wie wir das Ganze kippen. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht, euer Abendprogramm. Wir waren um 20 Uhr, also um kurz nach 20 Uhr online, haben jetzt mit euch knapp 3 Stunden verbracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten hier in der Küche hat extrem gebockt, ohne viel Scheiß, Spaß. War mal anderes. Ich habe noch ein gutes Leckerchen für auf dem Weg nach Hause. Nadine bringe ich auch was mit. Ich bin gespannt, was Nadine dazu sagt. Und für morgen haben wir noch was zu essen. Das heißt... eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Eigentlich kann nichts schief gehen. Ne? Und wir sehen uns spätestens morgen früh. Nageln wir nicht fest. Und kurz nach 10 müsste ich am Ball sein. Je nachdem, ihr wisst, das ganze Tutut muss auch wieder raus. Und ich hoffe, ich kriege das alles zeitlich hin. Wann schiebst du morgen mal? Zwischen 9 und 10 bin ich früh. Also eigentlich gegen 10 bin ich immer am Start. Okay. Ich versuche es gegen 10 wieder am Start zu sein. Kann eine viele Stunden später werden. Nimmt es mir dann nicht übel, ihr wisst. Schwere Verdauung und so, lange Geschichte. Mich halt Urlaub, er kann aufräumen, Junge. Genau. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ey, ohne Scheiß, danke. War cool. War mal was Neues. Einfach mal gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt euch gedacht, Junge, die Jungs müssen noch was lernen. Aber wir sind lernfähig und werden es beim nächsten Mal besser machen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs ohne Scheiß, danke. Weg. Danke auch für eure Donations. Alles, was ihr gemacht habt, egal ob ihr im Shop bestellt, hier was macht. Einfach nur danke für diese geile Community. Ja, kann ich nur so sagen, ihr seid die Beste. Für mich seid ihr die Beste. Und ohne euch wäre das Ganze nicht so geil wie jetzt. Ich sag schon mal ciao, Micha muss es hier abgeben. Ich muss jetzt auflegen. Ich drücke jetzt auf Knopf. Jetzt seht ihr mich hier und ich drücke jetzt einfach auf Knopf. Ich drücke jetzt auf Stream beenden. Ciao, ne? 3, 2, 1, wir haben euch natürlich lieb und legen jetzt auf. So, ich lege jetzt auf. 3, 2, ich lege auf.